Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen bei den Comic-Cookies, der Musical-Episode. Mit mir heute hier, wie immer, die Uni. Hallo. Und diesmal ohne Britsturm, dafür mit Feli. Hi. Und mit Moritz. Hallo. So, die zwei, die ich jetzt zuletzt genannt habe, die wird der geneigte Hörer noch nicht kennen. Stellt euch doch einfach mal kurz vor. Feli fängt an. Weil die Dame muss man immer zuerst dran lassen. Habe ich gelernt. Ich bin Feli, ich gucke Cartoons manchmal und lese Webcomics. Und das ist alles, was wissenswert ist. Okay, kurz und knackig. Moritz? Tja, ich bin der Moritz. Ich habe auch vor längerer Zeit Cartoons geguckt. Im Moment habe ich da nicht so viel Zeit dafür, weil ich einen Comic für den Zwerchfell Verlag zeichne. Genau, und da wollen wir auch später noch mal ein bisschen genau drüber reden. Genau, so ist es. Aber am Anfang machen wir mal ein bisschen Feedback. Ja, also es wurde im Panini-Forum ein bisschen, wir wurden etwas gemaßregelt, sag ich jetzt mal. Dass wir ein chaotischer Haufen sind manchmal, das ist auch richtig. Deswegen wurde die letzte Episode, die relativ kurz war, die da Britsturm allein bestritten hat, mit seinen Besprechungen hochgelobt, weil da halt sehr viel Struktur drin war. Aber er selbst hat ja auch oft genug betont, wir fehlen ihm dabei ein bisschen so als Konterparts. Also ja, kurz zur Kritik im Forum. So sind wir halt. Also das lässt sich jetzt schwer abstellen. Und ich bin viel ordentlicher jetzt, wo ich dabei ja bin. Dafür bin ich bekannt. Genau. Also es wird heute eher ein, ja, ich sag mal, anarchischer Podcast werden. Das gleich vorweg. Wer das nicht kann, muss halt was anderes hören. Also im Endeffekt ist es so, natürlich können wir versuchen, in Zukunft, wenn es wieder um Comics geht, einfach ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Aber im Endeffekt, was ihr hört, das sind wir. Wir verbiegen uns da nicht irgendwie und das gehört halt einfach dazu. So. Und wer da was anderes hören möchte, der hat andere Auswahlmöglichkeiten. Okay, so viel von mir dazu. Ansonsten haben wir heute als großes Thema Uni. Cartoons. Endlich die Cartoon-Episode, nicht die Musical-Episode, wie fälschlich. Wenn hier ein lauter Gesang ausgebrochen wird. Ja, das Problem wird sein, dass wenn wir Cartoon-Titel durch die Gegend werfen, dass dann dem einen oder anderen Titel mit Musik einfällt. Und dann könnte es passieren, dass der ein oder andere musikalisch etwas los singt. Dass natürlich alles mal rausgeschnitten wird zugunsten der Zuhörer. Genau, und der GEMA. Ja. Oh Gott. Ja, stimmt. Die GEMA will bei unserem Talent wahrscheinlich dann Geld haben, weil die denken, es ist der Original-Titel. Ja, nicht original. Ach so. Na gut. Ja, egal. Grandios. Fangen wir doch mal bei A an. Nein, Quatsch. Also, ich hab mir eine kleine Liste geschrieben. Ja, also, was mit A? Und jetzt sag ich ja. Ich weiß, ich hab doch. Na gut. Wir beginnen mit Adventure Time. Adventure Time. Das sagt Dankeschön mir jetzt nur bedingt was. Müsste mich mal ein bisschen aufklären. Wollen wir die, wir fangen in der ersten Staffel locker poppig an oder wollen wir die, wir gehen in die fünfte Staffel und töten alle Leute? Wir machen locker poppig. Vielleicht will das auch danach jemand noch gucken, also nicht zu viele Spoiler. Okay, wir versuchen so viele Spoiler wie möglich zu umschiffen. Aber spannend an Adventure Time ist, dass es einfach eine sehr, ja, gemütlich süß, knuffig gestaltete Serie ist, die dann sehr, sehr schnell, sehr gerne ins sehr Böse rutscht. Ja, die baut sich auch sehr stark auf. Also am Anfang geht es halt nur um Finn, den Jungen, und Jake, den Hund, die Kumpels sind und Abenteuer erleben. Und man lernt nach und nach Charaktere kennen. Genau. Und die Welt wird vorgestellt. Und ich denke, dass die Autoren dabei auch so ein bisschen, ja, wir gucken mal, wohin das geht, waren. Und nicht so viel Hintergrund hatten, und in den späteren Staffeln wird das sehr, sehr düster. Ja, bekommen die Charaktere halt immer mehr Hintergrund und ja. Finn wird außerdem älter mit den ganzen Staffeln. Genau, das ist auch etwas, was eher, vielleicht optisch wird er nicht direkt älter, aber auf jeden Fall charakterlich. Am Anfang ist es wirklich so ein, oh, Abenteuer, wie es halt heißt, Adventure Time.
ganz, ganz wichtig für alle Leute, die sich für Adventure Time interessieren, haltet euch fern von der deutschen Synchro, haltet euch fern von den deutschen Untertiteln. Oh ja. Es ist der Graus, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ach, sogar die Untertitel sind unbrauchbar. Die Untertitel. Ich schaue das ja mit Alban auf Netflix zusammen, es gibt die ersten Staffeln auf Netflix. Ja, furchtbar. Also die deutschen Untertitel sind... Ich habe einmal einen der Comics, die es dazu ja auch gibt, in der Hand gehabt und es ist furchtbar. Der ganze Witz, alles ist weg. Es ist einfach nur noch dümmlich. Ja, und die Übersetzungen der Namen sind grauenvoll. Ja, also das ist auch etwas, das muss man nicht immer machen und das bei Adventure Time tut es definitiv der Serie nicht gut, dass sie wirklich versucht haben, jeden einen einzelnen Namen zu übersetzen. Mhm. Von Tree Trunks wird zu Rüsseltier, was ganz, ganz komisch ist, weil der ist einfach ihr Eigenname und so geht es weiter. Also das ist ganz, sollte man einfach die Finger von lassen. Wenn man es schauen möchte, dann bitte auf Englisch gucken. Da ist es auf jeden Fall um einiges lustiger und es ist auch düsterer, also so wie es eigentlich sein sollte, originaler dran. Ist ja klar, ist ja wenig Übersetzung dazwischen. Ich glaube, dass bei den Übersetzungen einige der tiefer gehenden Bedeutungen in der Serie einfach verloren gegangen sind. Kurz Zusammenfassung der Geschichte. Es geht eben um zwei Abenteurer, Finn und Jake. Jake ist ein magischer Hund, der sich eben in alle möglichen Formen stretchen kann oder verbiegen kann schrumpfen, ja, kann auch größer werden. Ja, er kann auch seine Masse verwandeln. Genau. Also er kann auch größer werden, ohne dass er Masse verliert. Genau. Er kann zum Taxi werden. Er kann zu alles Mögliche werden. Er kann alles. Es gibt wirklich sehr viele knuffige Charaktere in der ersten Staffel, die auch alle dann später dabei bleiben. Es gibt eine Marceline, die Vampire Queen, die am Anfang ein bisschen böse ist, später dann... Ja, die ist super. Die ist super, genau. Princess Bubblegum, mit einer Gitarre, die Wissenschaftler. Ne? Die aus Scientist. Kaugummi besteht. Ja, aus dem Candy Kingdom. Candy Kingdom. Und es gibt den Eiskönig. Ja, das ist der große Bösewicht. Und so ist es halt, auch die erste Staffel ist wirklich so strukturiert. Der große Bösewicht kommt, entführt Prinzessinnen und es passieren eben Abenteuer. Sie versuchen sie retten die Prinzessin zwischendurch, weil das ist was Heldentum, weil Jake ist ja auch ein Held. Genau, und Finn ist ein Wannabe. Also beide sind Helden. Genau. Sie laufen auch durch die Welt und werden immer, oh, da sind die Helden, ich habe Probleme, bitte, bitte helft uns. Man kann einfach mal sagen, die späteren Staffeln verändern sich schlagartig und werden wesentlich düsterer. Ich würde mal sagen, das Worldbuilding kann man ein bisschen verraten. Also das ist keine locker poppige Fantasy-Welt, in der die sind, sondern eine postapokalyptische Welt unserer Welt. Das wird auch immer mit Magie. Ja. Also mit, wie gesagt, Candy Kingdom. Die Leute bestehen aus Zucker Candy. Und Süßigkeiten. Ja, man könnte sie essen, wenn man wollte. Man sollte es nicht, weil sie leben. Aber sie werden gelegentlich gegessen. Und das ist nicht. Ja, man sollte, aber nicht, weil sie leben. Ja, genau das. Es gibt auch eine wunderschöne Folge, die der Magic Man, oder wie heißt Oh ja, man? Magic Man. Magic Man versucht einen beizubringen, dass er ein Arschloch ist. Genau, und dass man einfach nicht nett zu Leuten sein soll. Ja, das ist für mich eine wunderschöne Nummer. Das ist auch nicht belohnt, wenn man nett zu Leuten wird unbedingt, weil manche Leute einfach Arschlöcher sind, so wie er. Das erinnert mich so ein bisschen an diese eine Figur aus Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis, ein Unsterblicher, der irgendwann aus Langeweile beschließt, alle Leute zu beleidigen, denen er begegnet. So ähnlich, ja. Es ist wirklich, und es ist so schön nicht moralisch einfach. Oh ja. Genau, also das ist Adventure Time. Hat bisher 5 oder 6 Staffeln, jede Menge jedenfalls. Und es hat sehr viel Story-Entwicklung. Also es wird wirklich, wirklich dunkel und brutaler definitiv. Ach, ich dachte immer, das wären wieder nur die Fans. Nein. Es hat viel Entwicklung. Ja. Sure. Also am Anfang sind die Gegner, wie gesagt, ein kleiner pummeliger Eiskönig mit einer Krone auf, der Leute halt vereisen kann. Und später ist es dann wirklich die Vernichtung der Welt und das Böse an sich, was sie dann bekämpfen. So, gehen wir eins weiter zu B. Das hätte ich beinahe noch Aeon Flux gesagt, aber na gut. Ist das eine Anime-Sparte nicht eigentlich? Ist Aeon Flux nicht? Aeon Flux. Achso, naja, der das gemacht hat, ist Koreaner. Also, ich weiß es nicht genau. Wir wollten es. Gut, dann halten wir es übersichtlich, okay. Erst Cartoons, dann Anime. Also, so, im Grunde so Cartoons der heutigen Zeit. Ja, Cartoons der heutigen Zeit, dann Animes. Anime. Und dann, ich kann die ersten 2 Stunden völlig entspannt zurücklehnen. Also gut, da habe ich eben die Kategorien durcheinander. Und dann am Ende nochmal so ein bisschen die Klassiker. Ja. Genau, die deine Klassiker. Ja, und ja gut, sagen wir mal 90er bis 80er sowas. Okay. Na gut, okay.
Einfach weitermachen, oder? Okay. Ja, dann können wir gerne. Zu Bob's Burger, der jetzt auch endlich nach Deutschland kommt. Wie Wobei, gesagt. Ich kann ja eine Serie nachher einschmeißen. In die aktuellen Serien. Bob's Burger ist so ein Ding, was definitiv Potenzial hätte, die Simpsons abzulösen. Was Dinge tut, die... Ach, es ist einfach wunderschön gemacht. Sehr schön, ja, sehr schöne Episoden. Tolle Charaktere. Die ist ordentlich. Nein, nicht, das ist ein Krankenwagen. Ach so. Ja, zu spät. Zu spät. Ja, gut, okay. Bob's Burger. Bob's Burger geht um einen Vater, der eben mit seinem Laden, Bob's Burger, versucht, seine Familie durchzubringen. Die Familie besteht aus zwei Töchtern und einem Sohn. Was tust du? Yay, du kannst reingucken. Eigentlich wird die komplette Familie von der jüngsten Tochter finanziert. Sie ist so eine Art, recht intelligent und weiß, wie man den Haushalt schmeißt, während ihr Vater es halt nicht auf die Reihe kriegt, das Geld eigentlich zu verdienen. Also sie sind immer knapp mit der Miete und alle sind am Kekse essen. Ich bin total irritiert. Keiner will Bob's Burger hören. Denkt ihr einfach, es wäre ein Burger. Ah, okay, wunderschön. Was wäre ein Burger machen? Genau. Nicht die Pommes. Wunderschön. Die Episoden sind recht simpel gestrickt. Das heißt, es gibt immer eine Sache, die man sozusagen... Nein, oder? Eine Sache, die man sozusagen lernen soll. Und am Ende der Episode... Wie so verwirrt. Mach weiter. Ja, aber es gibt hier Cookie-Burger, die gebaut werden. Das ist irritierend. Wie gesagt, gibt's jetzt auf Deutsch, geht eben in Richtung Simpsons oder, wie heißen die anderen nochmal, Family Guy. Genau, also es ist auf jeden Fall das bessere Family Guy, denn anstatt ständig das eine Mädel runterzumachen, die zwar auch awkward teenie ist, also sie schreibt Fanfictions. Das aber wahrscheinlich dann auch bleibt, oder was? Nee, Moment, Entschuldigung, wir reden nicht über Mac. Mac ist, ich kann Family Guy nicht schauen, weil es wäre einfach zu... Ja, Mac wird die ganze Zeit lang beleidigt, egal was sie tut. Egal was sie tut. Alle hassen Mac, auch wenn Mac was Gutes macht. Ja. Alle hassen Mac. Hauptsache, wir können Mac fertig machen, voll witzig. Und das Gegenteil ist eben Bob's Burger. Denn alle lieben dieses Mädchen in der Familie, selbst wenn sie awkward Dinge tut und sie Sachen macht, die einfach... also Tina ist eben der awkward Teen, der sich nicht richtig einfügen kann, der einfach Probleme hat in der Schule, der Probleme hat mit Freunden, der aber selber nicht ganz versteht, dass er diese Probleme hat, was ja dann noch manchmal die Sachen noch komplizierter macht. An einer Stelle wird sie eben in einem Schulprojekt mit einem anderen awkward Teen zusammengemischt und sie denkt, ah, ich bin ja so beliebt, ich helfe dem jetzt. Der ist ja so seltsam, den versuche ich jetzt aus seiner Awkwardness. Und er selber sitzt halt auch da und sagt, ach, die Tina, die ist so ein seltsamer Teenager, der helfe ich jetzt. Die muss gerettet werden. Und sie versuchen sich gegenseitig eben zu retten, bis sie sich dann halt konfrontieren und feststellen, du bist doch der Unbeliebte. Nein, du bist der Unbeliebte. Und das ist, ja, wie gesagt, danach ist einfach schöne Stellen in dem Comic, Quatsch, in dem Cartoon. Also im Gegensatz zu Family Guy gibt es tatsächlich echte Charaktere. Ja, die sind wirklich lebendige. Schön gemacht, lebendige Charaktere. Das stimmt. Ich habe ja ein paar Folgen gesehen. Also es ist halt eine ganz normale Familie mit ein bisschen und Spleen und so, aber es ist nicht wie bei Family Guy so eine komische, was so toll eher ist, in Richtung Simpsons, finde ich. Was so Simpsons hat, da hält die Familie auch zusammen. Genau, die halten zusammen. Bart macht dauernd Scheiße, aber im Endeffekt hilft Homer ja auch mal. Homer ist auch oft dumm, aber im Endeffekt kommt er trotzdem zum Marsch und gibt sich Mühe und so, ja. Ja, vielleicht, das war vielleicht das Gute an, sagen wir, Simpsons oder diesen Serien, dass sie diese Figuren irgendwann lieb gewinnt, irgendwie auf eine Weise. Also bei Family Guy ist vielleicht eher der Eindruck, dass die Macher die Figuren irgendwann hassen. Ja, das ist ganz, ganz seltsam. Und bei Bob's Burger ist es wirklich so, die Familie liebt sich. Die sind zwar nicht immer nett zueinander, so ist es ja auch in normalen Familien nicht, aber was ganz wichtig ist, die Frau liebt ihren Mann. Das ist halt so, wenn man halt eben, und der Mann liebt seine Frau, das ist halt also nicht so dieses awkward amerikanische, was man oft hat, wo man denkt, warum sind Love in the Marriage, wie heißen die nochmal? Warum sind die doch zusammen? Warum sind die jemals zusammengekommen? Warum hat Mann die sich nämlich nicht umgebracht? Und warum wird er als der Lustige dargestellt in der Serie, obwohl er einfach ein Arschloch ist? Ja. Und das ist so, genau, das kommt überhaupt nicht auf. Es ist einfach eine schön angenehme Familie zum Angucken, mit völlig verrückten, schönen Episoden.
auch teilweise mit einem etwas Humor unter der Gürtellinie, also wenn man das erträgt und hören möchte. Die ersten zwei Folgen sind leider etwas schwach. Da hätte ich fast aufgehört, die Serie zu gucken, weil sie da noch nicht so gut in Fahrt kommen. Sie versuchen halt eben diesen Einstieg zu machen mit, oh, das ist eine Serie, die schon ewig läuft und wir erklären jetzt nicht, was hier los ist. Also das gibt's ja öfters mal, dass Cartoons eben mit einer Folge einsteigen, so die egal wo sein könnte. Und das tut der Folge der Serie nicht gut, weil du erstmal überhaupt nicht verstehst, wie die Konstellationen zwischen den Menschen sind. Erst später lernst du die wirklich lieb zu gewinnen. Vor allem, wenn die Konstellationen sehr kompliziert sind. Ja, eben. Es sind eben sehr viele Charaktere drin, die dann auch alle schon vorkommen. Es gibt natürlich in seinem Lokal schon Stammkunden. Es gibt Gegner. Es gibt eine Pizzeria als ein Gegner. Das muss ja erstmal alles raffen, wie das einfach aufgebaut ist. Und das passiert halt in der ersten Folge. Ist nicht so gut gelöst, leider. Also wie gesagt, sollte man definitiv ein bisschen dranbleiben, wird's auf jeden Fall gut. So, wer möchte weitermachen? Ich womit? Ja, was möchtet ihr denn? Das ist meine Liste. Ich wollte mal so eine modernere Serie einschmeißen. Ja. Phineas und Ferb. Ja. Ach ja. Ja, ja. Oh, so viel Begeisterung. Oh, erzähl doch ein bisschen was. Also das ist eine Serie, die spielt größtenteils in den Sommerferien, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und hat eigentlich immer so in etwa denselben Ablauf, dass Phineas und Ferb, das sind zwei Stiefbrüder, irgendwas Verrücktes bauen wollen. Ja, also jeder Tag will irgendwie aufs Größte ausgenutzt werden und die wollen dann halt meistens irgendwas Großes dabei bauen. In der Zwischenzeit macht sich das Haustier der beiden irgendwie von dannen. Das ist Perry, das Schnabeltier, genau. Und das hat meistens die Bewandtnis, dass der in eine Mission geschickt wird, weil er ist eigentlich ein Geheimagent. Agent P. Großartig. Genau. Und der muss meistens gegen einen verrückten Wissenschaftler namens Doofenshmirtz antreten, richtig? Richtig, der heißt so. Doofenshmirtz, genau. Der aus Deutschland stammt natürlich. Und wir sind immer die Bösen. Ja, beim Vereiteln seiner Pläne kollidieren dann meistens die beiden Handlungsstränge miteinander. Meistens helfen sie ihm unwissentlich durch ihre Dinger oder er benutzt die, was auch immer sie gebaut haben, dann währenddessen und leitet es in die richtige Richtung auf jeden Fall. Gut, und dann ist da noch Candice, die Schwester, die immer versucht, die beiden bei ihrer Mutter anzuschwärzen. Und die Auflösung ist dann meistens so, dass eben irgendwas, was Doofenshmirtz und Schnabeltier gerade im Hintergrund treiben, dafür sorgt, dass das, was die beiden gebaut haben, gerade sich wieder verflüchtigt. Ja. Ja. Doofenshmirtz nicht auch noch irgendwie so ein, irgendwie noch jemanden in der Verwandtschaft? War da nicht noch was? Das kann gut sein, aber das ist dann, glaube ich, in einzelnen Episoden irgendwie abgehört. Ja, im Endeffekt. Der hat noch eine Tochter, richtig. Ihre Erfindung kaputt. Der böse Typ, die muss sich zurückziehen. Mhm. Schnabeltier kehrt wieder nach Hause zurück und tut so, als ob nichts gewesen ist. So, oh, wo bist du denn den ganzen Tag gewesen? Naja, da bist du ja wieder. Mhm. Und die Schwester versucht verzweifelt den Eltern irgendwas zu zeigen, was halt schon längst kaputt ist. Ich habe genau gesehen, wie die das gemacht haben. Ja, ja. Hör doch auf, die kennen das Ding natürlich schon. Ja, genau. Also so, das ist so der grobe Fahrplan. Natürlich weicht das in einzelnen Episoden auch mal ab. Oder dann spätestens in den Filmen. Ne? Da ist dann die Thematik ein bisschen ausgebauter. Da gibt es auch, wie viele Filme sind denn das mittlerweile? So auf 90 Minuten oder sowas? Keine Ahnung. Naja. Es gibt schon zwei. Also gibt es schon zwei Filme oder nur einen? Es gibt zumindest den einen, wo sie in eine andere Realität reisen. Aha. Dann gibt es einen mit, wo sie Star Wars nachspielen oder so. Ja. Und dann gibt es nochmal einen mit den Avengers von Marvel. Oh mein Gott, gut, den muss man sich aber anschauen. Ich habe nur einen von den dreien gesehen bisher. Und das sind nur die ich kenne. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ja, tja, da müssen aber man, die Serie ist auf jeden Fall sehenswert, finde ich. Da müsste man. Also die Serie ist sehenswert, weil? Weil? Ja, warum? Das hatte ich jetzt von euch erhofft. Weil es Spaß macht. Ja, nee, also weil es halt, ist kurzweilig, es ist eine halbe Stunde meistens und es ist halt total verrückt, was die so, ja, was ist denn da draußen wieder los? Phineas und Ferb. Vielleicht eine Hochzeit oder sowas. Ja.
Also, heute ist Donnerstag. Wer heiratet denn Donnerstag? Keine Ahnung. Durch die Gegend. Macht man das nicht Sonntag? Was ja, also zumindest off-topic. Ja. Sehr unterhaltsam, auf welche Erfindungen die beiden immer wieder kommen. Was für komische Erfindungen dieser verrückte Wissenschaftler dann immer so im Hintergrund baut. Das ist ja immer irgendwas Inator, ne? Und ja, also auch die Kampfszenen zwischen Perry und dem Wissenschaftler finde ich immer ganz erheiternd. Ja. Eigentlich müsste man da jetzt überleiten zu einer anderen Vorort-Zeichentrickserie. Bitte? Ed und Eddie. Ja, finde ich gut. Okay. Hüpfen wir zu Ed, Ed und Eddie. Ich weiß, dass es die gibt. Ja, dann... Fangt mal an. Jetzt sind wir mal wieder beim Singen. Es geht um, eigentlich ist es auch denkbar simpel, es geht um es sind keine Brüder, es sind drei Jungs, so, keine Ahnung, 10, die auch in so einer nicht näher definierten Vorstadtsiedlung leben, namens Peach Creek. Du weißt sogar den Namen. Oh ja, also irgendwie, also und alle heißen irgendwie Ed, also irgendwie Ed. Also ja. Der eine heißt Ed mit einem D, der zweite Ed mit 2 D. Der wird dann auch immer Double D genannt. Genau, genau. Und der dritte Eddie. Und genau. Ed ist irgendwie der große, starke, leicht, wie soll man das jetzt politisch korrekt sagen? Woher? Na, ein bisschen doofe. Das darfst du gerne sagen. Also der Muskel der Gruppe. Er ist so? Der Muskel der Gruppe. Ja. Gruppen haben das. The Muscle, the Brain und die Mama. Die Mama. Na, das sind oder den Lustigen, den Narren. Ja, so, aber erst so ungefähr ist das so. Also Ed ist der große Starke, der irgendwie auch bizarres Zeug liebt oder sich irgendwie Horrorfilme guckt. It came from France. Double D ist der, ja, der ist sehr interessant. Der ist der totale Nerd. Irgendwie seine Eltern hinterlassen kryptische Botschaften im ganzen Zimmer auf Post-its. Also so irgendwie hat so... er hat, glaube ich, sowas... Also er hat so eine, irgendwie so zwanghaft total ordentlich, bastelt die ganzen Erfindungen von denen. Und ja, Eddie ist der Kleine, der dauernd irgendeinen Plan schmiedet, wie man anderen Nachbarskindern das Geld aus der Tasche zieht. Und das versuchen sie alle drei, jede Folge versuchen sie es und es geht katastrophal schief. Ja, oh ja. Apokalyptisch katastrophal. Das ist immer das Thema. Es ist wundervoll. Es gibt etwas, was man jedes Mal macht und es geht immer schief, so wie bei Pinky und Brain. Oh ja. Und die Nebencharaktere sind auch super. Ja, wollte ich gerade sagen, die Nebencharaktere sind auch großartig. Also es gibt irgendwie Eds kleine Schwester, die so klein ist wie die... Also die Lautstärke von ihrer Stimme ist irgendwie... kompensierend. Also wie heißt die? Edna oder was? Nein, Namen vergessen. Na, also er nennt sie immer Baby Sister und sie hat eine unfassbar laute Stimme. Und es gibt den Jungen mit dem Brett. Johnny ist ein kleiner, also auch der irgendwie so ein Brett mit sich herumschleppt. Mit einem Gesicht drauf gemalt, das mit dem er sie unterhält. Und man weiß nicht recht, lebt das Ding oder tut es das nicht? Man und ab und an nehmen sie es dann auch Geisel, was sehr fies ist, weil er ja auch wirklich eine sehr freundschaftliche Beziehung zu diesem Brett hat. Ja. Du bist mein Lieblingsbrett. Es ist sein einziges Brett. Es ist ein wichtiges Brett. Dann gibt es Kevin, der Junge mit dem schicken Rad, mit dem Chopper, das so wie so ein Chopper aussieht, das immer diese 12-Ton-Hupe hat. Und der hasst diese drei unglaublich. Aber auch manchmal zu Recht. Ja, merkwürdigerweise ist es die einzige Figur, die tatsächlich von einer Frau gesprochen wird. Alle anderen werden von männlichen Darstellern gesprochen. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, also außer die Mädchen natürlich. Die haben natürlich auch weibliche Sprecher, aber jedenfalls. Und dann gibt es noch Rolf, den Ausländer. Also den Ausländer, wirklich. Man weiß nicht, woher er kommt. Aus irgendeinem osteuropäischen Land, das irgendwie total surrealistische Gebräuche hat. Man weiß es nicht recht. Also ständig ist irgendein Verwandter zu Besuch, irgendeine merkwürdige Familientradition oder sonst was. Das war, glaube ich, auch von dem, der es gemacht hat, Danny Antonucci, war das die Lieblingsfigur, weil er immer gesagt hat, das bin ich so. Weil er wohl auch Einwandererkind ist, also von italienischen. Und die seltsamen Gebräuche mitbringt. So ungefähr, ja. Okay. Ja, und dann gibt es noch die Kankerschwestern, die
dauernd irgendwie die Ads irgendwie küssen wollen. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Auch für die drei nicht. Ja, ich weiß. Es ist die Strafe. Die Episoden werden teilweise, sie sind teilweise sehr interessant. Also auch teilweise, manchmal geht es wirklich ins Surreale, wo sie irgendwie plötzlich irgendwie die Realität total auseinanderfällt. Ja, er kann zum Beispiel, er ist ja der Größte und er kann trotzdem unter Türen durch, oder durch was, durch ein Schlüsselloch. Ja. Also es ist... Einmal verkleidet er sich als Monster und wird dann wirklich so eine Art Godzilla. Genau. Es ist wunderbar. Und dann gibt's eine Episode, die ist wundervoll. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Anlass. Entweder Weihnachten oder Halloween. Wo wirklich der kleine Jimmy, den habe ich ganz vergessen zu erwähnen, das ist ein totales kleines Sensibelchen, der beste Freund von Sarah, von der kleinen Schwester. Jetzt habe ich den Namen wieder. Und er träumt irgendwie mal am Anfang einer Episode einen Traum irgendwie, dass alles total schön ist und plötzlich kommen irgendwie, also alles so aus Bonbons und so weiter. Und dann kommen plötzlich Kreissägen aus dem Himmel und schneiden ein Loch in die Landschaft und heben alles weg. Es ist wunderbar. Also, die Serie ist toll. Also, wollte ich sagen. Und dann, also, ich, zum Schluss. Noch eigentlich? Sie wird wahrscheinlich wiederholt. Es wurde zum Schluss, haben sie als Abschluss einen Film gemacht. Mhm. Big Picture Show. Da wollte ich jetzt wo es, glaube ich, darum geht, dass sie sich auf die Suche nach dem Bruder von Eddie machen. Okay. Von dem er immer erzählt hat. Der ist irgendwo weg, keine Ahnung, und vergöttert ihn total. Was sich daraus ergibt, ich möchte es nicht verraten. Lohnt sich übrigens auch wieder auf Englisch zu gucken. Also ja, auf jeden Fall, bitte, nur auf Englisch. Ich kenne Ed und Eddie eigentlich aus dem deutschen Kinderfernsehen, so aus, ich weiß nicht, wo es lief, RTL oder RTL2? Wahrscheinlich irgendwie keine so Ahnung. Etwas. Also da war ich ja noch RTL, meine ich. Richtig klein, als ich das geguckt habe und es war echt... Echt so lange her? Ja, das ist schon richtig lange her. Für mich ist die Serie irgendwie neu. Für dich ist die Serie neu? Naja, also ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe, 10 Jahre die oder so. Aber sie ist irgendwie... ich denke schon, dass ich da noch jünger war, als ich die geguckt habe. Weil für mich ist das auch, die kommt in dieselbe Ecke eben wie Hey Arnold und Doug. Ach so, so weit zurück ist es für mich nicht. Ganz so alt wie Hey Arnold ist es, glaube ich, nicht, aber es ist auf jeden Fall schon eine ältere Serie. Was auch total großartig ist und was man auf jeden Fall erwähnen muss, ist der Zeichenstil, der was sehr, sehr Handgezeichnetes hat. Da haben die auch darauf bestanden, also das ist wirklich, ich finde die Serie... Es hat was Raffes, aber es ist einfach wunderschön von der Position. Es wird auch zum Schluss immer besser. Also am Anfang ist es suchen sie noch so ein bisschen rum, dann wird es wirklich immer besser. Und auch die Animation wird besser. Also es ist, glaube ich, eine der bestanimierten Serien, die ich so kenne, von denen, die ich kenne. Ja, man muss ein bisschen eben über diese Seltsamkeit der Serie hinwegkommen. Diese Bugs Bunny auf 100 irgendwie, so ungefähr. Also auch die Charakterdesigns sind teilweise, die wirklich wie Erdbeben, wie Naturkatastrophen sind. Das ist ein Traum. Ja, dann genau in dem Moment können wir jetzt rüberwechseln zu der nächsten Naturkatastrophe. Ja. Regular Show. Regular Show ist super. Ja. Ich habe Regular Show entdeckt durch Zufall. Ich habe Adventure Time geguckt und da kam immer diese Werbung für Regular Show. Und ich so, da war Adventure Time vorbei und ich habe reingeschaut. Und es ist einfach... Regular Show geht um zwei Freunde. Also alle Leute in Regular Show sind keine richtigen Leute. Menschen, ja. Die beiden Hauptcharaktere, der eine ist ein Biber, glaube ich. Ja. Mordecai und Rigby. Genau. Rigby ist der Biber. Mordecai ist der blaue Vogel, genau. Und genau. Rigby ist der Biber. Das sind beste Kumpel und die haben einen Job im Park. So als Mädchen für alles. Richter, Dinge. Nee, sie putzen da. Die Und ihr Boss ist ein großer Kaugummiautomat. Ein großer laufender Kaugummispender. Das ist auch der Grund, warum Alban die Serie nicht gucken kann. Wenn ich sage, komm Alban, lass uns Regular Show gucken, sagt er, oh Gott, dann muss ich wieder diesen Kaugummiautomaten ansehen. Es ist vielleicht etwas verstörend vom Leser. Ich habe keine Ahnung. Dann gibt's noch einen großen weißen Yeti. Der heißt Skips. Skips rettet immer allen den Arsch eigentlich. Ja. Also die Folgen Skips ist der wahre Held der Serie. Mordecai und Rigby sollen irgendeinen super einfachen Job machen, auf den sie natürlich keinen Bock haben. Aber sie brauchen ja das Geld, damit sie ihre Miete und so weiter zahlen können. Entweder versuchen sie sich aus dem Job irgendwie rauszufuddeln oder sie werden von irgendwas abgelenkt oder beides.
Es endet in einer riesigen Katastrophe, weil sie irgendwas tun, was sie nicht tun sollten. Ich glaube, in der ersten Folge spielen sie Schere, Stein, Papier um ein Möbelstück. Und weil sie so dicke Freunde sind und sich so gut kennen, kommen sie immer zu einem Patt. Genau, zu einer Patt-Situation. Und sie machen immer weiter, bis sie irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert oder tausend Mal oder so was gespielt haben. Und auf einmal brechen sie dadurch das Realitätsgefüge. Und eine böse Macht oder so versucht durch so ein Loch alles einzuziehen. Und Skips kommt an und sagt, ihr Idioten, habt ihr schon wieder, was habt ihr gemacht? Ihr könnt doch nicht so und so oft Schere, Stein, Papier spielen. Das geht doch nicht, ihr wisst doch, der Fluch. Und daraufhin müssen sie dann noch einmal spielen und einer muss verlieren, damit das Loch sich wieder schließt. Und so läuft es eigentlich immer. Sie machen irgendwas Bescheuertes, die Welt geht halb unter, Skips kommt an und sorgt dafür, dass es irgendwie geregelt wird. Und denkt sich, oh Idioten. Der Chef, der Kaugummispender, schreit rum und wird rot. Das, ja. Sagt, dass er sie feuern wird, aber im Endeffekt feuert er sie dann halt doch. Weil nicht. Er heimlich sehr, sehr neidisch auf die beiden ist. Nämlich genau das, was sie tun, ist das, was er auch gerne tun würde. Er war früher sogar mal ein bisschen... Er war so und dann ist er erwachsen geworden. Und hat jetzt Verantwortung. Und jetzt schaut er die beiden immer an, während sie halt Schwachsinn machen. Ihr müsst doch nur die Stühle sortieren. Was tun sie? Sie stehen davor und machen einfach... machen es nicht. Und du, als Zuschauer ist es am Anfang so unheimlich frustrierend, weil es die Aufgaben, die sie kriegen, sind so einfach und sie könnten sie einfach machen, aber nein. Und am Ende von den Folgen freuen sie sich meistens, weil sie zum Beispiel das eine Mal sollen sie einfach nur Stühle aufstellen für so eine Veranstaltung halt, vor einer Bühne. Und es endet natürlich eine Riesenkatastrophe und er sagt, das macht, die Aufgabe kriegt ihr nie wieder. Das nächste Mal lasse ich jemanden die Stühle aufstellen, der vernünftig ist. Und sie so, yay! Ja, und sie macht eine Party, statt sich nie wieder Stühle aufstellen. Stress bekommen oder dass sie die Welt fast und fast ihren Job verloren hat. Dann ist stattdessen so, oh yeah, ja, wir müssen nie wieder die Stühle aufstellen. Yeah, voll geil. Und ich so, ihr seid so dumm. Aber irgendwie mag man sie doch. Ja, ja. Sie machen nur Unsinn. Einmal machen sie ihr Zimmer fast kaputt, weil sie Wrestling-Moves nachspielen. Genau, und mit dann, einem Trampolin, was nicht gut ist. Und dann sie machen ein Loch in die Wand. Ein riesiges Loch, ja. Und sie versuchen, dieses Loch dann zu verstecken, weil sie haben natürlich kein Geld, um das Loch auszubessern, haben natürlich auch Angst, dass sie gefeuert werden, wenn sie das Loch jetzt... Denn sie wohnen natürlich dort in dem... sie sind gescheitert. Der Mordecai wollte eigentlich studieren, das hat er aber nicht auf die Reihe gekriegt. Und Rigby ist sowieso so ein kleines Anhängsel von... Rigby wollte nie irgendwas. Genau. Rigby will einfach nur Spaß haben und Unsinn machen. Und ist etwas frustriert darüber, dass alles Geld kostet. Rigby ist eigentlich der negative Einfluss in der Sache, weil Mordecai sagt dann so, ja komm, dann lass uns doch jetzt mal die Aufgabe machen. Und Rigby sagt, ey, guck mal, da, was ich hier Cooles gefunden habe. Und Mordecai ist so, oh cool, du hast schon recht, das ist schon cool. Und eigentlich ist Rigby so die, also anfangs, später gibt es auch ein bisschen Entwicklung, aber anfangs ist Rigby so total die negative. Es gibt doch dann, glaube ich, Folgen darüber, wo Mordecai sich darüber beklagt und sagt, ey, wegen dir habe ich dauernd Ärger. Ich versuche die Jobs zu machen und du baust Scheiße. Mhm. Aber es ist, es gibt Charakterentwicklung, es ist so super skurril und seltsam, sehr lustig. Es gibt sogar mal Love-Interest-Sachen, die sich dann tatsächlich zu einer Beziehung entwickeln. Oh, ja. Das ist sehr, sehr selten in Cartoons. Meistens ist es ja so, dass immer der Status quo gehalten wird. Der eine Typ steht halt auf das Mädchen und das ist einfach immer derselbe Kram. Die kommen tatsächlich mal zusammen, egal wer es ist. Und das ist halt ganz angenehm gestaltet. Weil das auf einmal mal nicht der Drama-Part ist. Das ist ganz ganz angenehm. Regular Show wird halt deswegen noch völlig verrückt wegen Skips. Skips ist eigentlich unsterblich. Skips ist unsterblich und hat auch noch einen... Skips hat eine schwere Vergangenheit. Genau. Und hat sein... Eigentlich alle haben schwere traumatische Vergangenheit. Ja. Er ist halt, er hatte dieses, diesen Deal mit dass er einmal in 100 Jahren immer gegen einen Dämonen kämpfen muss. Oh, oder einmal im Jahr, weiß ich gar nicht mehr. Nee, nicht einmal im Jahr, war eine längere Zeit. Ja, oder einmal in 60 Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss er dann gegen einen großen Dämonen kämpfen und falls der gewinnt, zerstört er natürlich wieder die Welt. Dann ist Skips bester Freund mit dem Tod und Mordecai und Rigby sind die einzigen, die den Todskind
der ist allerdings schon 300 Jahre alt, ist, babysitten können. Das ist auch großartig. Weil das kann keiner. Und Mordecai und Rick, wir sind einfach so verrückt und so, ist das. Ja, du kannst einfach alles machen, Junge. Dass sich das 300 Jahre alte nicht mehr Kind sehr wohl fühlt bei den beiden. Aha. Dann die nächste. Was wollen wir machen? Invader Sim. Invader Sim, machen wir Invader Sim. Invader Sim ist abgesetzt. Okay, weiter. Aus Gründen von, wir wollten eine niedliche Kindershow, was wir bekommen haben, war Invader Sim. Eine Serie über einen machthungrigen Außerirdischen, gezeichnet von einem, erdacht von einem Mann, der vorher einen Comic über einen Serienkiller gemacht hat. Ja. John Vasquez. Mhm. Yeah. Ja. Aber er darf jetzt wieder ran. Habt ihr es mitbekommen? Nein. John Vasquez darf die nächste Kinderserie gestalten. Warum auch immer die auf die Idee kommen. Also, ich meine... Warum nicht? Warum nicht, ja? Ja, sie könnten es aber als Nicht-Kinderserie ausschreiben direkt, weil es dort keine Kinderserie. Oder vielleicht, weil die Kinder jetzt groß sind. Ja, das wäre eigentlich ganz nice. Also in welcher Sinn? Die sind dann die Zielgruppe. Trotzdem macht es keinen Sinn, es als Kinderserie auszuschreiben. Ja. Also bei In welcher Sinn war das ja... Das ist echt das Problem. Total, am Anfang geht es noch, die ersten paar Folgen. Und dann kommen so Folgen mit... Sim klaut allen Leuten in der Schule Organe und ersetzt sie durch Dinge wie ein Toaster, weil er als Mensch durchgehen möchte. Erstmal kurz erklären, Invader Sim kommt auf die Erde. Das sollte er eigentlich gar nicht. Invader Sim sollte verbannt werden. Er hat es aber nicht verstanden. Also sie wollten ihn eigentlich loswerden. Das ist ein Loser-Alien. Er ist ein absolutes Loser. Er kriegt nicht mal einen funktionierenden Begleiter. Er bekommt einfach Müll. Und zwar einen komplett leeren Roboter mit Staub im Hirn. Den bekommt er mitgeschickt, damit er jetzt endlich... Speziell. Ja, it's not... was ist das nochmal? It's not... was sagen Sie nochmal? Ach, gut, keine Ahnung. Jedenfalls, die Größten aller Größten, also die Anführer, die sind auch wirklich nur deswegen Anführer, weil sie groß sind. Nicht, weil sie was können, sondern sie sind einfach die Größten. Ja, sind halt groß. Die Größten. Und... führen halt eben die Urkens. Urkens heißt sie nicht so? Weiß nicht, wie, manchmal übersetze ich halt das Englische ins Deutsche, deswegen, ich glaube, sie heißen Urkens. Keine Ahnung. Jedenfalls, sie möchten das komplette Universum beherrschen und schicken halt immer ihre kleinen Invader auf verschiedene Planeten. Auch den Planet mit dem größten, flauschigsten Sofa gibt es. Und, Sim hat so oft, dass diese ganz, ganz einfachen er soll einfach nur dahin, die Leute beobachten, gucken, was ihre Schwächen sind und dann den Größten aller Größten zurückmelden, wie sie eben diesen Planeten invasieren sollen. Das Schlimme ist nicht, dass er da failt, sondern das Schlimme ist, dass er auch die Invasionen an sich zerstört. Ja. Sie kommen hin, um den Planeten zu erobern und sind vernichtet durch Blödheit die eigenen Armeen und ruiniert die ganze Invasion, weswegen sie ihn halt jetzt loswerden wollen. Genau, und sie schicken ihn im Prinzip an einen Ort, wo sie denken, dass kein Planet ist. Das Problem ist, er trifft auf dem Weg dorthin die Erde. Aha. Das ist nicht der Plan gewesen. Weil er zu blöd ist, um richtig zu fliegen. Ja, und er landet eben auf der Erde und meldet sich zurück von wegen, Größter aller Größten, ich bin auf dem Planeten angekommen und ich werde jetzt die Invasion fortschreiten. Und die Größten aller Größten sind so, ja, dann mach halt, wunderbar, Hauptsache du kommst nie wieder zurück. Und genau das tut er eben. Er ist völlig davon überzeugt, dass die Größten aller Größten auf seiner Seite sind, dass hinter ihm eine riesige Invasionsarmee steht, die jetzt gleich kommt und die Erde invasiert. Und ja. Weil er so klein ist, tarnt er sich als Schuljunge. Junge. Ja. Weil er ist halt zu klein, um tatsächlich als Mensch... Ja, er hat ja auch ein ganz tolles Kostüm, das voll unauffällig ist. Er sieht total aus wie ein Junge. Nein, nicht. Alle anderen fallen komischerweise auch drauf rein, bis auf den einen Jungen, den alle verrückt halten, weil er... Dip? Ja, weil er... er steht halt auf alles Mögliche, was übernatürlich aussieht. Genau, er ist so ein Akte-X-Fan-Freak. Genau. Und er schaut... Die Akte-X-Leute nehmen ihn nicht ernst. Ja. Er hat dann ja mal Kontakt zu so einem richtigen... Alien-Jäger-Team. Ja, und der nimmt ihn einfach total nicht ernst, während Dip da und sagt, aber dieser Typ aus meiner Klasse ist ein Alien. Das ist ein Alien, das ist ein Alien. Schaut ihn doch an, er ist grün. Er hat keine Ohren. Das ist Diskriminierung. Er hat einfach eine Hautkrankheit. Und er hat keine Ohren. Ja, und dann der Alien, Sonderlichkeitenjäger schleppt ihn dann zu allen möglichen anderen Orten, wo es Werwölfe oder sowas angeblich gibt. Und ja, wo es natürlich keine Werwölfe gibt. Sehr frustrierend. Das ist so ein bisschen der frustrierende Teil der Serie. Dip weiß natürlich, dass Sim ein Alien ist. Er hat ihn auch relativ schnell enttarnt.
eigentlich schon in der ersten, zweiten Folge. Ja. Ist er bei ihm zu Hause und stellt fest, dass Sims Eltern nur Roboter sind, die nicht wirklich gut funktionieren. Ja, ich meine, ich glaube, Sim stellt sich auch irgendwie vor mit, hallo, andere Erdenbewohner, ich bin ein ganz normaler Erdenjunge, der sitzt bei euch im Unterricht und ich habe nicht vor, euren Planeten zu erobern oder sowas. Und er also, ja, setz dich. Und Dip so, das ist ein Alien, Leute, das ist ein Alien. Und ja, dadurch, dass er schon zu häufig Wolf gerufen hat, nimmt ihn halt einfach niemand mehr ernst. Und darum dreht sich eben die Serie und wie jetzt schon der Moritz erzählt hat, nee, Quatsch, was ist mit den Organen austauschen und so weiter. So also geht es. Es wird irgendwann ein bisschen ekelhaft und nicht kinderfreundlich. So weit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe, glaube ich, nur eine Episode oder weiß nicht gesehen. Und es gibt eine Episode, da hat Sim er kann plötzlich die ganzen Bakterien auf der Welt sehen. Er hat so eine Brille, die alle Bakterien. Eine Brille und dann hat er einen Horrorfilm gesehen, in dem die Aliens durch Bakterien gestorben auf der Erde sind. Sterben. Genau. Und in der Panik kriegt und hat Angst, dass die Bakterien ihn jetzt zu entwickeln. Genau, und dann stellt er eben fest, dass er läuft dann durch die ganze Gegend und überall sind natürlich Bakterien, bis eben auf, er geht in einen Burgerladen, der komplett bakterienfrei ist. Selbst die Burger sind bakterienfrei. Er stellt dann nämlich fest, dass es den Burger gar kein Fleisch enthalten, sondern irgendeinen anderen kranken Scheiß im Prinzip nur aus Reinigungsmittel besteht, damit ja keiner krank wird. Es ist widerlich. Ja. Oder die Folge mit dem riesigen Pickel. Oh ja. Sim bekommt einen Pickel und er bestellt sich so eine Anti-Pickel-Creme aus dem Fernsehen, die bei Aliens nicht so gut funktioniert. Das Ding schwillt an und ist dann so groß wie sein Kopf. Hängt so an seiner Wange und dann, um es zu tarnen, weil er will ja als Mensch durchgehen und das sieht nicht so menschlich aus, besorgt er so eine Marionettenpuppe und den Körper macht er dran und malt den Pickel ein Smiley-Gesicht auf. Und es stellt sich dann raus, dass dieser Pickel seltsam hypnotisierend auf andere Leute wirkt und er nimmt dann die ganze Schule unter Kontrolle mit diesem abscheulichen Pickel. Also, ja, wir gehorchen dir großer Sim oder so und hat schon die Schule als seine Armee quasi unter Kontrolle und so, ja, endlich werde ich. Und dann, das Ding wächst halt weiter und explodiert dann irgendwann und sein schöner Plan ist ruiniert und alles ist voll mit Pickel. Glibber. Kleine Übung in Totalitarismus. Ja, wunderschön. Wie gesagt, wurde leider abgesetzt. Teilweise zu Recht, leider. Also wahrscheinlich, ja. Wie viele Episoden gab es dann am Ende? Ja, das glaube ich auch. Es gibt nur eine Staffel, oder? Gibt es mehr als eine Staffel? Ich weiß nicht. Wir sind so unheimlich gut vorbereitet. Vielleicht sind wir es nicht genau. Auf jeden Fall leider nicht abgeschlossen. Ja, wenn es Neugierde weckt, dann ist es doch mal gut. Leider nicht abgeschlossen. Nicht abgeschlossen. Das heißt also auch kein sauberes Ende dann. Nee, gar nicht, leider. Nee, mittendrin haben, also am Anfang ist es noch recht, geht es noch von der Kinderfreundlichkeit her und später wird es halt sehr eklig und da hat Nickelodeon dann auf einmal Panik gekriegt. Alter, nein. Weil auch die danach kommenden Episoden, die sozusagen schon geschrieben wurden und in den Produktionen waren halt nicht besser. Und ja, man merkt das, wie der Abstieg kommt. Von daher wird es nur noch creepy. Dann irgendwo mal ein Interview mit Vasquez gelesen, wo er gemeint hat, die Arbeit daran wäre die schlimmste Zeit in seinem Leben gewesen. Ja, natürlich. Das kann man doch verstehen. Ja. Ich meine, wenn du nicht tun darfst, was du eigentlich tun musst, aber die Leute kommen auf dich zu und sagen, hey, mach uns doch mal eine Kinderserie. Und du denkst, wow, okay. Scheiß Situation. Du willst, ich bin erstaunt, dass sie ihn schon wieder für eine Kinderserie gefragt haben. Ich weiß, ist auf jeden Fall eine Cartoon-Serie, ich weiß nicht. Ich hoffe, es ist eine Erwachsenen-Cartoon-Serie mittlerweile, dank Simpsons und so sind sie auf den Trichter gekommen, dass es auch vielleicht eher sowas. Ja, das wäre sinnvoll, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nochmal für eine Kinderserie zugesagt hätte, weil er doch weiß, wie es läuft. Ja, ansonsten, ja genau, und außerdem dann können wir auch gleich das nächste besprechen, was gerade denselben Weg geht wie Invader Sim, halt nicht auf Nickelodeon, sondern an Disney. Disney hat mal wieder eine Kinderserie gemacht, die heißt Gravity Falls. Das ist der Alex Hirsch macht das, den kann man auch super über Twitter erreichen. Oh Gott, oh Gott. Nein. Ganz kurz noch zur Ergänzung, immerhin 27 Folgen. Ja, also die sind weit gekommen, aber du merkst richtig, da ist eine, bei Invader Sim gab es eine Story-Entwicklung, die eigentlich was tun sollte, aber halt nie zu ihrem Abschluss gekommen ist und dann auch sehr schnell gekickt wurde. Ja, leider. Also wie gesagt, die erste Staffel ist definitiv sehr kinderfreundlich noch, danach wird es halt anders. Ich glaube, es ist auch gar nicht alles noch. Wurde alles übersetzt nach Deutschland? Das weiß ich gar nicht. Muss mal gucken. Vermutlich nicht. Ich habe es auf Englisch geguckt, weil auf Englisch schon. So, Gravity Falls. Das ist einfach ein Zwillingspärchen. Werden von ihren Eltern
über die Sommerferien zu ihrem Onkel geschickt in eine in die Mystery Shack. Mitten im Wald, wo einfach nichts ist, damit die Kinder auch ja nichts anstellen können. Der Macher der Serie bezieht sich da auf seine eigene Vergangenheit, also auf seine eigene Kindheit. Er selbst hat auch eine Zwillingsschwester und es ist tatsächlich alles ist so passiert. Ja, natürlich. Alles frei erfunden. Nee, also er wollte halt dieses Gefühl, in diesen Wäldern zu sein und dass alles irgendwie was Mysteriöses hat, das wollte er auch in diese Serie bringen. Also, dass hinter jedem Schatten, den du siehst, ein Monster lauert. Und das tut es dann auch tatsächlich in Gravity Falls. Ist dann auch, das ist sehr lustig gemacht, weil der Dipper, das ist der Junge, findet relativ schnell so einen Journal, also so einen Tagebuch. In dem eben jemand aufgezeichnet hat, was es für verrückte Dinge in Gravity Falls gibt. Und das ist dann so der Führer dadurch. Genau. Wie man auch Vampire benehmen sollte, was hilft, was nicht hilft. Und das ist wirklich cool gemacht, weil am Anfang ist es noch nicht so übernatürlich, sondern du hast doch dieses Gefühl, okay, vielleicht redet er sich da in was rein und dieses Tagebuch ist völliger Humbug, aber es gibt dann sehr schnell. Mystery Shack, wo der Onkel lebt, das ist ja auch so ein so eine Touristenfalle mit mysteriösen Dingen wie ein ganz toller ausgestopfter Werwolf oder sowas. Ja, genau. Den hat natürlich er zusammengenäht. Es ist alles Bullshit. Es ist alles totaler Fake. Er verkauft billige Trinkets an naive Touristen und das macht dieses Gefühl, dass Dipper sich da in was reinsteigert, noch stärker, weil es ist so, ja, du bist im Wald, du bist umgeben von diesem Unsinn, dein Onkel erzählt da und irgendwelche creepy Geschichten an naive Touristen. Und es wird, das wollte ich jetzt mal fragen für einen, der das nicht gesehen hat, und es wird auch nie so ganz klar. Doch, ziemlich schnell. Es wird sehr schnell klar, dass es wirklich diesen Kram dort gibt, aber das, was der Onkel verscherbelt, ist alles fake. Das ist das Schöne. In der Hütte ist nur fake, nicht aber es gibt... Ich hatte jetzt gedacht, wie bei, sagen wir, Calvin und Hobbes, wenn die Eltern da kommen, man den Tiger als Stofftier sieht. Nee. Es ist wirklich... Die Sachen passieren wirklich in Gravity Falls und je weiter du in der Serie fortschreitest, desto mehr wird dir auch klar, dass alle darüber Bescheid wissen, dass das passiert. Die Leute wissen das, aber ignorieren das eben halt so, ne? Und zwar so richtig dieses, das Tolle ist eben, wenn man eben Twin Peaks gesehen hat oder einfach das hat so richtig schönen Flair davon. Also die haben das richtig ordentlich ausgeschöpft, dieses Wald. Gefühl, diese Kleinstadt, wir sind da und alle kennen sich untereinander. Das heißt, auch der Charakter, also der Umfang der Charaktere, wie viele eigentlich vorkommen, ist sehr begrenzt, da es einfach nur um diese kleine Stadt geht. Und das ist wirklich es gibt leider keine so richtige Ablauf der Episoden. Es ist natürlich, eigentlich geht es schon so ein bisschen nach diesem Journal, also man hat immer diese irgendwas passiert, er blättert in dem Journal nach, dort steht halt drin, was man machen kann, oder steht halt natürlich nicht drin, was man machen kann, das heißt, teilweise ergänzt er das Journal auch. Das, was halt spannend ist, das Journal ist Teil 3, was er gefunden hat. Also es gibt Teil 1 und Teil 2. Wo wahrscheinlich nochmal etwas unheimlichere Gestalten dabei. Genau, also im Prinzip ist die Suche nach diesem ersten und zweiten Band dann der ganze Drive der Geschichte. Ja, er versucht herauszufinden, wer das geschrieben hat, der Autor, genau. Es ist auch kein Name oder so, sondern es ist so ominös mit irgendeinem Synonym. Es steht ein Buchstabe drin. Also er versucht verzweifelt herauszufinden, wer das geschrieben hat, weil er diese Person gern treffen will, um der auch zu zeigen, hey, ich habe auch Sachen reingeschrieben und... Ja, er ist sehr besessen davon. Seine Schwester ist der Spaßteil der Serie. Sie lockert einige der etwas gruseligeren Folgen wieder auf. Sie versteht auch seine Besessenheit gar nicht. Sie ist auch manchmal so, ach, wer weiß, vielleicht ist der schon tot oder so nach dem Motto. Ja. Wen interessiert's? Genau, sie nimmt das alles überhaupt nicht so ernst wie er. Also sie macht halt darüber Witz. Sie weiß natürlich davon. Sie wird auch in einer der ersten Folgen direkt von Gnomen entführt. Also sie ist nicht irgendwie nicht darüber. Die sind eigentlich immer zusammen bei den Abenteuern im Endeffekt. Mhm. Aber die Mabel. Sie nimmt das so hin, oder? Ja, die Mabel ist halt mehr so, ach ja, cool, Gnome. Ach ja, Vampire. Ah ja, oh, guck mal. Also sie ist, sie geht das halt alles viel lockerer an. Dipper ist wirklich mehr so, oh mein Gott, wir müssen da jetzt was gegen tun. Und sie ist so, ach ja, cool, dann gehen wir halt jetzt mit den Gnomen auf Party machen. Ja. Sie trägt jede Folge ein anderes Sweatshirt und
Ja. Ja, sie sind alle bunt und manche haben Glitzer drauf. Manche kann man an Steckdosen anschließen. Ist hier speziell. Ach so, so David Hasselhoff. Großartig. Oder was? I'm looking for Einzelmännchen. Ja, und genau. Gravity Falls wird auch wesentlich düsterer und Alex Hirsch ist schon am Überlegen, warum sie ihm das alles durchgehen lassen. Das lässt er immer mal wieder verlauten. Das Einzige, was sie ihm bisher zensiert haben, ist ein altes lesbisches Pärchen, was er in einem Diner haben wollte. Das ist alles andere kommt durch. Dämonenbeschwörungen, Blutopfer, Gedärme, alles, wo ja, du denkst. Es ist halt nicht so eklig dargestellt ja, wie jetzt bei Sim. Es hat alles immer noch einen süßen Stil. Ja. Man sieht keine ekligen Sachen. Es ist zwar manchmal ein bisschen creepy. Es ist nicht dieses SpongeBob ranzoomen. Also was man ja auf vielen wie heißt denn? Bei Sim allein dieses mit den Organen tauschen und so, das war auch sehr eindeutig. Das wurde nicht nur gesagt, sondern es war auch, man hat es auch gesehen. Es gab dann so ein Röntgen-Dings und da haben Leute Organe gefehlt und sowas. Und bei Gravity Falls ist es halt ein bisschen gruselig, aber sehr viel der Fantasie überlassen, was an sich passiert. Also es ist, wenn du als Kind keine Gedärme weißt, wie die aussehen, dann wirst du auch keine Gedärme in Gravity Falls sehen, sondern du siehst eben, es ist alles super rund, zuckersüß gezeichnet. Es gibt kein Blut, keine Gewalt. Das ist natürlich definitiv rausgeschnitten. Also das gibt's natürlich definitiv nicht. Keine körperliche Gewalt. Das ist halt, es ist wirklich sehr kindgerecht, wird aber eben sehr düster. Also wenn man das eben so ein bisschen, da trauen die sich ein bisschen was. Da gibt es ja noch eine zweite Serie. Oh. Naja, mach wieder. Da gibt es ja noch eine zweite Serie, die ich auch noch unbedingt mal sehen wollte und es noch nicht geschafft habe. Over the Garden Wall, die wohl auch in einem Wald spielt. Over the Garden Wall ist eine 10-Folgen-Kurzepisode, die von Nickelodeon. Genau, die ich dachte Cartoon Network. Dann ist es Cartoon Network. Zu Halloween rausgekommen ist. Und zu diesem Halloween. Genau. Und Over the Garden Wall ist deswegen auch unheimlich strukturiert. Also es hat eine sehr auf den Punkt zuarbeitende Geschichte. Dadurch, dass es klar war, es hat nur 10 Folgen. Die Folgen sind auch sehr kurz, ja. Oder? Die waren 10, 15 Minuten oder so maximal. Genau, es geht um den, es gibt zwei Brüder, die eben durch den Wald laufen. Du weißt auch gar nicht, warum sie da sind. Selbst die Brüder wissen nicht genau, warum sie da sind. Das wird in der ersten Folge ein bisschen angedeutet, dass sie sagen, wo sind wir hier? Wir haben uns verlaufen. Haben ein bisschen seltsame Outfits an. Der eine hat einen Teekessel auf dem Kopf, der andere einen spitzen Hut. Ja, so ein bisschen Faschingskostüme, genau. Ja, das ist dann auch, genau. Oder Halloween. Halloween, genau. Und sie werden relativ schnell von einem Vogel aufgelesen, der sprechen kann. Das ist auch sehr wunderschöne Szene. Der Junge trifft, der Vogel sagt ihnen, nein, der sollte dir jetzt nicht langlaufen. Und der Junge schaut sie an und ist so, warum kannst du sprechen? Vogelgehirne sind doch viel zu klein für die menschliche Sprache. Und der Vogel sagt, was hast du gesagt? Was hast du über mein Gehirn gesagt? Ja, das ist großartig. Der Vogel will sie dann zu der Hexe Evelyn, glaube ich. Evelyn. Also sie haben immer wieder Songs, das ist ganz wichtig. Ja. Ach, Musical auch noch. Ja, ja, jede Folge hat ihr eigenes Lied. Ja, der kleine Bruder singt immer. Der kleine Bruder ist immer sehr happy. Yay. Wenn der große Bruder sich einmal umdreht und sagt, ey, bleib mal hier, dann ist der kleine Bruder auf jeden Fall, verschwunden. Was irgendwo gesehen hat. Genau, dadurch finden sie auch den Frosch. Ja, ja, und der singt dann immer irgendwelche Lieder und am liebsten irgendwelche Lieder, darüber, wie sie später, wo sie diese Hexe suchen, weil sie ihnen angeblich helfen kann. Singt er dann so einen Song darüber, wie sie jetzt zu Evelyn, ist alles gut. Und der große Bruder traut dem Ganzen nicht so richtig, ist so ein bisschen, der kleine Bruder singt seinen Evelyn-Song, alles gut. Und sie, ja, das ist alles sehr fantasiereich, halt sehr abgefahren. Sehr skurril. Genau, skurril ist der schöne, das Zauberwort. Also es geht in die Richtung von Adventure Time, also auch zu diesem, es ist zwar alles sehr niedlich, aber halt irgendwo rutscht es dann. Irgendwie so unter der Oberfläche lauert da was. Ja, genau. Es ist von der Farbgebung her schon wesentlich düsterer. Ja. Also man merkt von vornherein, dass es dort gruselig Kinder im Wald verloren, aber es ist sehr, sehr niedlich gezeichnet. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge treffen sie dann schon ein Dorf, das aus Pumpkins besteht, genau. Ja, die Pumpkin-Leute. Die dann aus den Gräbern aufstehen und sich Pumpkins, also die Skelette erheben sich aus den Gräbern und setzen sich eben Pumpkins auf. Ja. Sehr Halloween-themed. Also die ganze Serie geht eben um
Halloween-Dinge. Ja. Genau. Sehr sehenswert und nimmt auch nicht so viel Zeit in Anspruch. Genau, ja. So, ein wichtiges Franchise hat ja dann eine neue Serie bekommen. The Last Airbender hat dann jetzt The Legend of Korra gekriegt, das ist der zweite Teil. Ist über Last Airbender, brauchen wir ja nicht so viel erzählen. Oder? Ja, vielleicht mal ganz kurz so. Ja, da geht's, Avatar geht eben darum, in einer Welt, die eben aus Feuer, Wasser, Wind und Erde, ach echt, diese Fähigkeiten stecken eben in den Menschen drin. Einige können natürlich können die Elemente eben bändigen, diese zugehörigen Elemente, Feuer, Wasser, Wind, Erde. Und nur einer davon, ein Mensch, kann eben alle vier Elemente bändigen. Er soll die Balance zwischen den verschiedenen Nationen halten. Das heißt, er gehört auch dann tatsächlich keiner dieser Fraktionen. Er wird ursprünglich in eine reingeboren, aber er wird dann zum Avatar erzogen und lernt alle Elemente zu bändigen und schlichtet dann auch, wenn irgendwo Streitigkeiten etc. Diese Sache funktioniert schon seit tausenden von Jahren in dieser Welt. Und bei Aang, eben der allerersten Serie, wird es holprig, denn er verschwindet plötzlich und eine der Nationen, die Feuernation, schwingt nutzt Sonnenfinsternis aus und unterjocht die anderen Nationen nach und nach. Die vernichten sogar eine komplette Nation, und zwar die Nation des Avatars, den Airbender, also die Luftbändiger, in der Hoffnung natürlich auch den Avatar zu töten, denn sie wollen den Avatar natürlich los sein, denn sonst kommt er natürlich vorbei und haut ihn auf die Mütze. Der Plan ein bisschen dumm war im Nachhinein, weil er dann wiedergeboren wurde. Also er wird immer nach und nach Eine Möglichkeit, ihn endgültig zu töten, und das war es der Avatar. Genau, das weiß aber auch Feuerlord Ozai, weiß ja, das schon. Ja, aber das muss er erstmal hinkriegen. Naja, jedenfalls ist er verschwunden erstmal und in der Zeit tobt der Krieg und 100 Jahre lang, danach wird er eben aus einem Eisberg wieder aufgetaut. Und vier Staffeln sind es. Da geht es eben darum, den Feuerlord Ozai in seine Schranken zu weisen. Und erstmal den Gebrauch aller Elemente zu lernen, weil was Aang nur sehr schwierig ist. Nur Wind kann am Anfang. Genau, ein bisschen kann er überhaupt er kann was? Gar nichts. Er lernt Wasser erst über eine Begleiterin am Anfang, weil er direkt, nachdem er es erfahren hat, abgehauen war, weil er keine Lust hatte darauf. Ja, ein bisschen überfordert war mit der Aufgabe. Dann ist er in dieses Unwetter gekommen und wurde eingefroren. Und deswegen hat er eigentlich gar keine Avatar-Fähigkeiten und soll jetzt aber die Nation befrieden und den Feuerlord in die Schranken weisen. Ja, so als zehnjähriger Junge. Ja, genau, 10 oder so. Ja. Yay. Avatar, The Last Airbender, ist definitiv für ein jüngeres Publikum gemacht. Ebenso mit 10, 11 guckt sich die Serie perfekt. Auch wenn man älter ist, ja, guckt, natürlich ist es sehr gut. Also die Charaktere sind sehr angenehm. Und genau, es ist recht witzig. Es hat eben dieses Reise- Thema. Ja. Sie sind immer unterwegs, sie haben einen fliegenden Bison, sie sitzen. Sie müssen immer fliehen oder zu einem Punkt, wo er weitere Fähigkeiten erlernt. Sie sitzen also nirgendwo fest. Es gibt immer, wir sind unterwegs. Sie haben immer ein Ziel, wo sie hinfliegen, und es geht immer darum, der muss jetzt, in der ersten Staffel geht es natürlich darum, dass er Wasserbändigen lernt, in der zweiten ist es dann Erde, glaube ich. Und so ist die Serie einfach strukturiert. Am Ende stellt er sich dem Feuerlord und ist dann eben möglichst gut vorbereitet mit verschiedenen Begleitern, die er auf der Reise dann kennenlernt. Und genau, dort in der ersten Staffel hat er dann auch einige Gegenspieler, die sich dann später seine eigenen seiner Seite anschließen. Und diese Leute sind teilweise noch am Leben, jetzt in der zweiten Staffel, in der zweiten großen Block. Spielt 50 Jahre oder sowas dann. Ja, glaube ich. Sogar ein bisschen mehr, denn Aang ist tot. Der ist nicht mit 60 gestorben. Dings lebt noch. Ja, es sind Es sind so 50, 60 Jahre rum. Die noch leben von den ursprünglichen Leuten, sind schon wirklich alt. Omis und Opis. Und die meisten Charaktere, die einem bekannt vorkommen, sind Nachfahren von denen. Genau. Mhm. Das heißt, die jetzt in der Korra-Serie vorkommen, sind entweder Kinder von der alten Avatar-Gruppe, Team Avatar. Mhm. und es gibt auch natürlich Kinder von Aang, also dem tatsächlichen Avatar. Der eine neue Luftbändiger-Nation anfängt zu gründen. Weil er ist natürlich der einzige überlebende Luftbändiger und er hat möglichst viele Kinder gezeugt. Funktioniert. Vererbt größtenteils. Ja, genau. Also die Kinder von Aang
sind einmal eine Wasserbändigerin, ein Nichtbändiger und ein Luftbändiger. Dieser Luftbändiger produziert, ist dann der Einzige, der sozusagen dieses Luftbändigen kann, und er produziert mit seiner Frau möglichst viele Babys, um eben... Ja, und seine Frau ist total glücklich, weil jedes von den Kindern Luftbändiger ist, und was, sie ja nicht bändigen kann. Was heißt, total großartig ist, wenn deine Kinder so mit 2 Jahren auf Luftbällen von dir davonfliegen. Ja, und deine Wohnung in Schutt und Asche verwandeln, weil sie alles wie mit einem Hurricane durchwirbeln. Ja. Genau. Cora geht eben darum, dass... mal ein Avatar gezeigt wird, der ganz, ganz anders ist als Aang. Aang war eben schüchtern, zurückhaltend, weise, weil eben Luftbändiger, das heißt sehr, ich meditiere jetzt mal darüber. Ja, die sind so Mönchnomaden. Genau, er hat diese Mönchnomaden-Nummer auch wirklich gut durchgezogen. Er war halt wirklich, ich gehe jetzt in diesen spirituellen, er war nicht stark, sondern er war eben in sich zurückgezogen und eben, ich meditiere jetzt mal darüber. Cora ist genau das Gegenteil. Sie Cora bändigt alle Elemente aus der Luft schon mit 6 oder so. Ja. Woran sofort ihre Eltern erkennen, dass sie der Avatar sein muss. Die Avatar, die ist der Welt. Sie ist sehr stark. Sie ist auch sehr muskulös, was toll ist, weil das ist eher selten, dass Frauen mal muskulös gezeichnet werden in Zeichentrickserien. Sie ist sehr aufbrausend auch. Sie ist, genau. Absolut extrovertiert. Aang würde sagen, oh, wir gehen jetzt um diese Konfrontation herum. Ich kämpfe jetzt nicht gegen diesen Gegner. Ich fliege davon, oder wir lassen uns einen tollen Trick einfallen. Cora geht erstmal hin, haut drauf, stellt fest, das ist vielleicht nicht die intelligenteste Variante gewesen, und versucht danach einen Plan zu schmieden. aber das allererste, was ihr immer in den Sinn kommt, ist erstmal hingehen und draufhauen und danach gucken. Oder dann hoffen, dass das schon gelöst hat. Sie ist ein wesentlich älterer Avatar. Die Serie beginnt, als sie 16 ist. Sie hat ja auch mehr Zeit. Sie hat das Training in den Elementen, in den meisten hat sie schon gehabt, außer halt Wind. In den anderen Elementen ist sie einfach super. Schon ein Meister. Sie ist eigentlich ein geborener Wasserbändiger, aber ihre Lieblingsbändigungskraft ist Feuer. Also was eigentlich kontra. Also normalerweise ist die deine gegenüberliegende Macht immer das, was du am schwierigsten erlernst. Was am meisten gegen deine Natur ist, aber sie ist ein absoluter, perfekter Feuerbändiger. Normalerweise hätte Aang ja auch mehr Zeit gehabt, um seinen Kram zu lernen. Aber er ist ja dummerweise schon eingefroren worden und musste mit 10 jetzt hin. Lief dann ein bisschen anders. Deswegen, sie geht den normalen Weg, sie lernt erst die ganzen Elemente, und als letztes soll sie halt Wind lernen, weil es von Wind ja nur einen Bändiger gibt, der es ihr auch beibringen kann, und der ist ein bisschen beschäftigt, weil er der Nachfahre von Aang ist und deswegen sitzt im großen Rat und zu tun hat. Cora ist deswegen völlig anders strukturiert als Aang. Aang, wie gesagt, ist so eine Reiseserie, und Cora sitzt in der Hauptstadt. Sie wird da relativ schnell hingeführt in diese Hauptstadt, und die ist, es hat sich auch einiges in der Welt getan. Wie gesagt, 60, 70 Autos. Jahre. Es gibt Autos jetzt, es gibt Flugzeuge. Früher gab es maximal Zeppelins. Das heißt, Elektrizität wurde gebändigt. Das hätte ich mir eigentlich immer so gewünscht, so einen Comic zu machen, das in so einer Welt spielt, die aussieht wie unsere, die aber so den Nachkopf haben von so einer Fantasy-Welt. Ja, es ist so großartig. Die haben die Feuerbändiger können jetzt Elektrizität bändigen und sitzen in großen Elektrizitätswerken bändigen jetzt halt, das ist ein Job jetzt, so wie eben, man kann jetzt 120 Jahre zurückgehen ungefähr zur Industrialisierung. Dort spielen wir gerade, es ist leicht steampunky, aber eben es beginnt und eben es jetzt. Es gibt mehr Metallbändiger. Genau. Toph hat das weitergeführt, und Toph ist eine der die besseren Erdbändiger können Metall halt jetzt auch alle Metall bändigen. Das heißt, da gibt's auch mehr Möglichkeiten. Das war etwas, was eben in der alten Staffel sozusagen erst entdeckt wurde, das Metallbändigen. Aber jetzt ist ja schon 100 Jahre rum oder genau 60 Jahre rum. Und jetzt ist das was nicht mehr neu ist, sondern das können halt einfach einige gut ausgebildete Bändiger können jetzt auch das Metall bändigen. Dadurch sind natürlich wesentlich mehr Optionen in der ganzen Weltgestaltung offen. Und es entwickelt sich natürlich jetzt noch die Technik. Denn nebenher gibt es einfach eine neue Sparte. Man konzentriert sich nicht mehr nur auf die Bändiger, sondern auch die Nichtbändiger sind jetzt plötzlich an der Weltgestaltung beteiligt. Und durch die ganze Technik haben die halt auch mehr Möglichkeiten, den Bändigern was entgegenzusetzen. Vorher war das, was willst du als normaler Sterblicher machen, wenn jemand Feuerbälle nach dir wirft?
Du kannst das nicht tun. Und jetzt gibt es halt mehr Technik und mehr Industrie und. Es gibt Feuerwaffen und ja, du kannst neues Konfliktpotenzial. Bauen, genau. Autos und das entwerfen, ist auch Maschinen entwerfen kann zum Beispiel auch jeder. Du kannst also auch einen besseren Job kriegen jetzt als Nichtbändiger, wenn du halt Köpfchen beweist. Genau, und jetzt, das ist auch der allererste Konflikt in der allerersten Staffel. Cora hat, glaube ich, vier Staffeln. Genau, und in der allerersten. Cora ist allerdings etwas gehetzt. Das ist so der große Makel an Cora, dass sie am Anfang nur 12 Folgen gekriegt haben. Sie wussten nicht, ob sie mehrere Staffeln machen. Mhm. Sie haben die erste Staffel nur gemacht, die dann ein abgeschlossenes Thema natürlich hatte. Und deswegen... Ja, und das ist wirklich, ist halt wirklich, so, wirklich gehetzt. Nicht so schön wie bei den vorigen, wo du halt 4 Staffeln hattest, um alle Charaktere kennenzulernen, während sich der Plot entwickelt, sondern du hast halt... Den ersten wow, Part. Wir müssen, oh, Cora kann das und das und jetzt gehen wir erstmal in die Stadt und dann stellen wir das und das und sie muss Feuer lernen. Ich fand in der ersten Staffel halt das Ende, hat man gemerkt, dass sie zu wenig Zeit hatten ein bisschen, weil sie nicht die Zeit hatte, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, musste sie das dann können und dann hat sie halt bam, das in letzter Sekunde noch hingekriegt und das war halt ein bisschen blöd, aber ansonsten... Nämlich die Leute können definitiv richtig gute Geschichten erzählen. Es sind auch wunderschöne Welten, die dort gebaut werden. Und die Charaktere sind großartig, so schön fundiert und es ist toll. Aber man merkt einfach, dass die, Nickelodeon ist es ja, und die haben einigen Stress mit der Serie gehabt. Eben einmal, dass wir geben euch erstmal zu wenige Folgen, obwohl ja Avatar The Last Airbender richtig erfolgreich war, hat Korra trotzdem nur so wenig Folgen gekriegt, eben weil, weiblicher Avatar könnte ja eventuell den Fans nicht gefallen. Spielen wir es erstmal safe, ist natürlich gut angekommen, kam dann auch die gleiche zweite Serie und die Konflikte da drin sind großartig. Die erste, wie gesagt, geht darum, nicht bändiger mit Bändern. Das ist der erste große Konflikt. Anders wie eben, wir müssen Fire Lord Ozai besiegen in 3-4 Staffeln. Es ist politischer. Es ist kein Krieg, sondern es ist. Die Zielgruppe ist auch älter geworden. Natürlich, genau. Das ist Cora, nämlich das Tolle. Cora ist ja auch älter. Schon am Beginn der Staffel ist sie ja schon Teenager, während Aang und die anderen ja erst am Anfang des Teenager-Seins waren. Sie ist ja schon 16. Oder? Es gibt dann auch etwas, was ich zum Beispiel ein bisschen doof fand, ist der ganze Dating-Kram. Der Love-Interest-Kram war sehr... anstrengend. Das konnte ich überhaupt nicht. Zumal es sehr... gezwungen wirkte. Ja, ich habe das Gefühl, sie sind gut bei Charakterbeziehungen, wenn es um Freundschaften geht, aber sobald es um die Beziehungen ging... Du wusstest überhaupt nicht, warum die aufeinander stehen. Das war so, warum findet ihr euch attraktiv? Es war nervig, vor allen Dingen, weil ich mir dachte... Die hatten ganz andere Probleme, also gerade Cora hatte ganz andere Probleme und dann machen sie sich so ein riesen Dating-Ding und ich dachte mir so, die Gelegenheit hätte ich gar nicht an ihrer Stelle gehabt. Ich hätte den Kopf mit anderen Sachen voll gehabt, wie, hey, ich muss diese Rebellion beenden, aber ich darf keine Leute verletzen. Ich darf nicht im Cora-Style hingehen und Leuten auf die Fresse hauen, weil das sind ganz normale Leute, das sind noch nicht mal Bändiger. Die wollen einfach nur ihre Rechte durchsetzen. Irgendwo kann ich sogar verstehen, dass sie Recht haben, aber die Methoden sind falsch. Ja. Also es ist halt sehr, sehr politisch, die ganze Geschichte. Mhm. Und für Aang wäre das easy gewesen, für Cora ist es eine super bösartige Herausforderung, weil sie halt ganz anders ist. Aang ist auch relativ... wirklich etwas, was gegen ihre normalen Fähigkeiten geht. Sie kann einfach nicht in diese Spiritual World. Das ist dann schon gleich die zweite Staffel geht dann auch gleich darum. Sie ist nicht ruhig genug. Sie hat dieses. Sie kann nicht meditieren. Dieser Kram. Das funktioniert. Ihre Verbindung. Sie kann ihre Verbindung. Es geht gar. Sie ist nur außen und nicht nach innen. Ja, überhaupt sie ist nicht. Super extrovertiert. Sie ist halt einfach total aufbrausend extrovertiert und ihr fehlt auch das Feingefühl, das Aang gehabt hätte für diese Situation. Sie kann nicht taktieren politisch. Aang hätte das irgendwie hingekriegt. Aang ist einfach super. Ruhig und hat diesen Mönchkram halt auch drauf gehabt und sie halt überhaupt nicht und deswegen. Sie bringt dann auch immer, sie wird dann auch relativ öfters mal aus der Stadt verbannt vom Bürgermeister, weil sie es einfach nicht drauf hat, diese ganzen Konfliktparteien. Ja, sehr viele irgendwie. Leute sind sehr unglücklich mit ihr. Ja. Sie ist wirklich der Avatar, sie ist sehr unbeliebt. Sie kriegt als sehr Avatar. Viel schwarzen Peter zugeschoben, was sehr unfair ist, weil. Sie ist halt 16 zu dem Zeitpunkt. Das muss man zu bedenken. Ihr Training ist ja gar nicht komplett abgeschlossen. Genau. Aber die Leute erwarten natürlich, wie immer, es ist der Avatar, der muss das schon können. Wie bei Aang ja auch. Bei Aang haben die auch gesagt, oh, du bist der Avatar. Herzlichen Glückwunsch. Du bist 10 Jahre alt. Ja, yeah. 10-Jährigen. Ja, egal. Avatar, du kannst das schon. Du hast doch deine Reinkarnation hinter dir. Das ist doch alle. Genau, es gibt auch so ein bisschen,
man merkt es halt auch, die Medien sind halt da ja. so mit beteiligt an ihrem, das wie sie ist dargestellt wird. Das richtig das industrielle Zeitalter, genau. was die da haben zu einem Zeitpunkt. Genau, die, sie muss viel taktieren und Leute kommen und wollen Interviews mit ihr halten. Ja. Und sie ist, ich muss eigentlich die Welt retten, ich habe jetzt keine Zeit für euer Interview. Aber sie ja. muss halt eben auch irgendwie sie ihre... Sie weiß auch teilweise gar nicht, was sie sagen soll, weil sie weiß, wenn ich jetzt was sage... Beleidigt die einigen, genau, dann die anderen. Genau, ich kann mich nicht gut genug ausdrücken. Ich kann diesen Kram nicht mit dem politischen Gerede. Aber sie erwarten, dass ich was sage. Und egal, was ich sage, sie werden es mir wieder im Mund rumdrehen und mich wieder als die dumme Böse darstellen. Mhm. Genau, das ist so ein schöner... Also der Cora ist an vielen Stellen recht tiefgründig. Also was so diese... Aber die Beziehungen der Charaktere ja. untereinander sind furchtbar irgendwie. Mhm. Wahrscheinlich, weil die so wenig Zeit hatten, um das richtig auszuarbeiten. Die Beziehungen der vorigen Charaktere, die ganzen genau. Bindungen sind halt richtig schön. Die entwickeln sich schön. Das sind richtig schöne Charaktere. Team Avatar. Merkst. Ja, und Team Avatar. Dann gibt es genau, und auch das die Gegnercharaktere vorher. Und in dem ist bei Korra... In der neuesten die neueste Staffel hat mich so fertig gemacht, weil dort ist eben diese ganze Bindung, die ist auf einmal nicht mehr da. Sie wird nämlich... krank. Cora wird krank, sie sitzt im Rollstuhl und alle ihre Freunde sind plötzlich verschwunden. Also sie wird, es gibt eine große Heilerin am Nordpol, also da sind eben diese Wasserstämme und dort wird sie hin exportiert, damit sie dort geheilt werden kann. Und dann heißt es ja, wir haben sie jetzt 6 Monate nicht gesehen. Und das ist so komisch, weil du denkst, warum haben die sich 6 Monate lang nicht besucht? Die sind beste Freunde, die sind durch dick und dünn gegangen. Ja. 3 Staffeln lang waren die... Wenigstens Briefe geschrieben. Ja, aber nein, wir haben 6 Monate jetzt von Cora nichts mehr gehört. Und das ist so ja. unrealistisch. Weil ja. du denkst einfach, die sind gute Freunde, die sind beste Freunde. Man sieht sie sogar noch, wo sie verabschiedet wird, wie die Leute... dicke Tränen heulen, dass sie jetzt geht und sagen, ja, wir kommen dich besuchen. Und auf einmal ist halt dieser Zeitsprung 2-3 Jahre in die Zukunft, dass sie halt wieder laufen kann. Und wir haben uns 6 Monate nicht gehört. Die Beziehung der Charaktere untereinander so komisch. Sind auch dieses ganze Love-Triangle, was die haben, wo es keiner von denen hinkriegt, mal sich vernünftig zu benehmen. Ja. Wo dann komische Eifersüchteleien hervorkommen und denkst du so, Leute, ihr habt Lebenstodessituationen miteinander durchgestanden und wegen ein bisschen Rumgefummel und Hormonen macht ihr das jetzt völlig kaputt gerade und ihr kriegt es nicht auf. Also sogar die beiden Typen, die ja am Anfang beide irgendwie mehr oder weniger was von Cora wollen, also und die schon, sich schon ewig kennen, die kennen sich ja schon viel länger. Die sind Brüder. Ja, und nicht nur Brüder, sind auch sowas wie beste Freunde nebenher. Sie sind nicht einfach nur Brüder, sondern sie sind durch dick und dünn gegangen. Sie sind Familienbande und Freundschaftsbande quasi. Und selbst die zerstreiten sich richtig übel zwischendurch wegen nichts. Es ist so seltsam. Also da habt ihr keinen Kontakt mehr, nachdem ihr jetzt 16 Jahre durch dick und dünn gegangen seid und so. Das ist halt auch Cora. Das klingt, als hätten die Autoren irgendwas schreiben müssen. Ja, das ist sehr gehetzt an einigen Stellen. Ich denke, dieses Love Triangle wurde denen ein bisschen aufgehört, weil es ist eine Teenager-Serie. Ja, die müssen jetzt immer noch ganz viel Sex. Nämlich an der Stelle, wo sie das dann rausschmeißen, und zwar in der 4. Staffel, nehmen sie diesen ganzen Love-Krempel ein bisschen zurück. Das ist die mit dem Spirit. Das ist die mit Kovira, mit dem großen Endbösewicht. Ja, auf einmal werden die Beziehungen wieder besser. Yay! Ja. Weil sie haben sie dann einfach ein ganzes Stück älter gemacht. Und zwar, wie gesagt, sind dann einfach, ich glaube, 2 oder 3 Jahre nochmal vergangen zusätzlich. Das heißt, sie sind jetzt schon fast 20. Und auf einmal machen die ganzen Beziehungen wieder Sinn. Und sie haben einfach, es ist einfach wesentlich angenehmer. Und, eine der allerersten Serien, die sich das traut. Es gibt ein lesbisches Pärchen. Yay! Und zwar mit dem Hauptcharakter. Cora kommt am Ende mit Asami zusammen. Also ich habe das wirklich... Spoiler! Aber es ist wichtig. Das muss man einfach... Es ist so selten, dass ich Serien das trauen. Ich habe zuerst gedacht, das hätten sich wieder nur die Fans ausgedacht. Aber bei Adventure Time hat ja auch der Adventure Time-Macher gesagt, dass Bubblegum, Marceline und Bubblegum haben mal vor 1000 Jahren auch gedatet. Aber das durften sie überhaupt nicht reinnehmen. Und es gibt ja auch Gründe, warum Cora Es gibt Anspielungen in der Serie darauf. Bubblegum hat ein T-Shirt von Marceline, das sie immer noch nachts als Schlafshirt trägt. Und sie haben Streit und Marceline sagt dann so, ja, du hast doch eh nichts, wir sollen eh keine richtigen Freunde mehr und sonst was. Und dann
ja, kommt halt raus, dass dieses T-Shirt, dass sie das immer noch hat und sie dann so, ja, ich trage das immer als Schlafshirt und Marceline ist so, ah, oh, ja, und dann sind sie wieder Best Buddies. Und Marceline trinkt ja die Farbe Rot und es gibt einige Stellen, an denen sie eben befreundet, also Dinge zusammentun und danach verliert halt Prinzessin Bubblegum erstmal ein bisschen an ihrer Röte und ist danach etwas blasser. Ah. Naja, okay. Jedenfalls Cora. sorry. Genau, das ist einfach mal eine ganz wichtige Entwicklung. Es hat aber der Serie ein bisschen eben an, ja, die sind da mit Nick ganz schön zusammengeclasht. Nick hat sie erstmal aus dem Programm genommen. Erstmal, wegen, weil wegen dem lesbischen Pärchen? Nee, schon vorher wegen dem Onstage-Death. Also es wird ja tatsächlich jemand vor laufender Kamera mit Folter ermordet. Und das ist halt etwas, das war neu und ungewohnt für die Serie. Das hatte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, die schneiden weg. Aber nein, du schaust dazu, während die Frau stirbt. Und du denkst dir nur so, ah, okay. Das war, glaube ich, einer der Gründe, warum sie es dann aus der Show rausgenommen haben. Dann wollten sie Cora komplett absetzen. Da hat sich das Studio aber gegen wehren können. Die haben dann einfach eine richtig katastrophale Füllfolge gemacht. Ich wusste natürlich nicht, warum. Ich habe diese Füllfolge gesehen und dachte, oh Gott, was ist denn da los? Was ist denn mit denen los? Hilfe, das ist ja furchtbar. Bis ich natürlich dann halt im Internet rausgefunden habe, ah, okay, liegt halt daran, dass die halt fast gekickt worden wären und mussten entweder entscheiden, entlassen wir jetzt Animatoren oder machen wir diese katastrophal schlechte Füllfolge, die im Prinzip aus Standbildern bestand und aus Rückblick. Also, ja, super. Es war so grausam. Wenn du nicht gewusst hast, geguckt hast, oh mein Gott, die Serie ist vorbei, die können sich in den Kopf schießen. Aber nur das hat die eben darüber hinweg gerettet, dass ihnen Nick den Geldhahn abgedreht hat und dann konnten sie eben das Ende machen, was sie machen wollten. Und das Nick hat ja dann selbst gespoilert, denn auf einmal war auf dem Nick-Twitter-Account eine Fanart, wo sich Cora und Asami küssen. Und alle waren so, die müssen doch gemerkt haben, dass das Fanart ist, weil das passiert ja in der Serie nicht. Aber offensichtlich hat sich da einer von den Leuten vertwittert, hat da wirklich eine Fanart aus Versehen, weil er wusste, ah ja, die kommen ja noch zusammen und wahrscheinlich ist das aus unserer Serie. Und das war auch so ein bisschen, hat Verwirrung im Fandom, also angesteckt, weil alle waren so, hä? Aber es ist doch offizielle Quelle, die machen doch da sicher kein lesbisches Pärchen rein. Und ja, tadam, das hat sozusagen die Überraschung ein bisschen vorweggenommen. Vielleicht war es ja natürlich auch alles geskriptet und geplant, aber es hat schon ein bisschen verwirrt. Genau. Lass mich mal kurz noch eine Frage stellen. So der Vorgängerserie gab es doch noch einen Spielfilm. Okay. Nein, Shadowman! Wir haben ihn nicht geschaut, weil es war ja... Okay. Also ich habe nur gesehen, es gab einen Live-Tweet über diesen Event, wo dann die ganzen Fans eben aus dem Kino rausgegangen sind, langsam, teilweise heulend. Und danach habe ich mir gedacht, das brauche ich mir nicht antun. Live-Tweet von wem? Es gab halt, von den Leuten, also es gab halt, yay, wir twittern heute oder wir zeigen heute die Premiere von Cora. Und wir zeigen die Reaktion der Leute. Kann man sich einfach in den Hintern schieben und nicht anschauen. Bitte nicht anschauen. Was man machen kann, weil wir sind ja immer noch ein Comic-Podcast, auch wenn ihr das vielleicht vergessen habt. Es gibt richtig coole Comics zu Last Airbender. Und zwar nach Last Airbender sollte es eigentlich noch mal eine Serie geben, die nicht Korra ist, sondern der Last Airbender endet auch mit so ein paar ungelösten Fragen, wo man sich denkt, oh, das hätten sie aber noch ein bisschen erklären können. Ist jetzt zu spoilerisch, genau zu sagen, was es ist, aber es ist einfach nicht so ganz befriedigend, das Ende der Serie. Also es ist natürlich schon, oh, wir haben jetzt den Feuerlord besiegt. Ich meine, das ist ja ganz offensichtlich, sonst könnte es ja nicht weitergehen. Aber es gibt einfach noch ein paar ungelöste Rätsel und diese Rätsel werden eben in den Comics, die auch auf Deutsch erhältlich sind. Und es gibt sogar auch Comics, die während der Serie spielen. Ja, haben wir auch. So kleine Zwischenepisoden, die vielleicht mal erwähnt wurden in der Serie oder nicht von wegen, hey, als wir in dem Dorf waren und das gemacht haben, was in der Serie nicht vorkommt und dann im Comic. Genau. Das ist auch mit. Was. Die sind auch richtig cool. Die haben wir auch teilweise da. Also die sind einfach wirklich gut gemacht, auch wirklich gut gezeichnet. Anders, wie man das halt oft das kennt, dass halt in den Comics die Zeichenqualität auf einmal richtig abnimmt, ist da nicht der Fall.
hält sich richtig schön an die Vorgaben. Ist toll gezeichnet, auch gute Actionsequenzen, weil das ist wirklich das, worauf die Serie stolz sein kann. Die haben unfassbar gute Kampfanimationen, die auch sehr durchdacht sind. Jede einzelne Tribe, der Water Tribe, der Feuernation, die haben alle eigene Kampfmoves. Und die basieren eben auf alten, glaube irgendwie chinesischen, japanischen Kampftechniken. Mhm. Und du schaust es an und du hast richtig das Gefühl, oh, das ist konsistent. Egal, ob das jetzt... Bei Bändigen benutzt du auch immer den ganzen Körper mit. Also ja. Es gibt diese Figuren, die sind auch lernen in der Serie, wo du die richtigen Bewegungen machen musst. Und wenn du halt die Bewegung falsch machst, deswegen trainierst du das wahnsinnig viel, dann gelingt dir das nicht. Dann platscht dein Wasser wieder runter oder was auch immer. Genau. Das ist einfach alt. Es gibt jetzt, das Schöne ist an Korra, natürlich gibt es da auch den neuen Stil, der halt ein bisschen also wie man das halt auch jetzt kennt. Da gibt es ja auch so diese Spaß-Arena-Kämpfe. Genau, die Leute sind einfach ein bisschen, genau, es wird, früher war Bändigen wirklich nur dafür da, dass du, das war was schon fast heiliges nicht, aber es war schon was, darüber hast du keinen Spaß gemacht. Du hast jetzt nicht einfach, jetzt gibt es tatsächlich sowas wie Profi-Boxkämpfe mit Bändigen, weil Bändigen wird eben... Wo es dann richtige Spielregeln gibt mit, du musst irgendwelche Gegenstände ins andere, also auf die andere Seite kicken und sonst was und... genau, es ist wesentlich... Halt. Und keine direkten Verletzungen der und der Art und sowas, also wirklich... Früher hast du nur Bändigen genommen, um zu kämpfen. Also wirklich, du hast zu arbeiten, in der Stadt Sachen mit Erde aus dem Weg zu schaffen oder sonst was. Genau. Oder zum Heilen beim Wasser. Aber heute... Genau, das Bändigen verliert immer mehr. Es wird sehr viel durch Technik eben abgelöst. Mhm. Und das Bändigen an sich verliert immer mehr diesen Alltagsgebrauch und wird immer mehr zu so einem Special. Ja, den es auch hatte. Genau. Ja. Also, Legend of Korra, super Serie, reingucken. Der Anime-Teil. Ich bin jetzt noch weniger still, ist scheiße. Ich rede jetzt noch weniger mit als vorher. Aber meine Zeit wird kommen. Ja, der Anime-Teil. Ich werfe jetzt mal ganz kurz was ein. Die Königin der 1000 Jahre. Alt. Sehr alt. Uralt. Alt. Ich glaube, das ist die einzige Anime-Serie, die ich von vorne bis hinten geguckt habe. Okay, hat's dir gefallen? Ja. Okay. Und damals schon, also weil das ist ja schon alt. Ich hab die wirklich auch als Kind gesehen. Ja, natürlich. Und ich kann mich auch nicht mehr an so viel erinnern, außer dass es ziemlich viel apokalyptisch und Science Fiction. Genau, es ging ja um diese blonde Dame. Keine Ahnung. Die kann man sich hier japanischen Namen einfügen. Und so einen kleinen, ziemlich hässlichen Jungen namens Hajime oder irgendwie sowas, ne? Genau, Gesundheit. Gesundheit. Lange was zu essen, ja, auf jeden Fall. Und, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Sie war die Tochter von, oder die Adoptivtochter von so einem Restaurantbesitzer, glaube ich auch, ne? Oh, das ist, wie gesagt, da war ich noch wirklich klein. Ende 34, sehr scharf. wie ging das denn dann weiter? Und dann sind sie halt auf irgendwelche Geheimnisse gestoßen und dann kam immer dieser schwarze Mann, ja. Und was kam denn da alles raus am Ende? Also irgendwie, der schwarze Mann war dann, im Endeffekt stellt sich raus, es war eine Schwester von ihr und die hat aber dann noch eine Zwillingsschwester gehabt. Das klingt so Anime! Großartig! Ja, ich glaube, es kommt da noch vor, irgendwie eine Alien-Zivilisation, die sich auf die Erde zubewegt und irgendwie ein Planet stößt auch noch mit der Erde zusammen und ein Riesenraumschiff Zeug. Das war ein Durcheinander. Ja, immer der kleine Junge irgendwie dabei. Bis zum Ende, dann hat sich das alles, glaube ich, mehr ein bisschen auf die drei Schwestern... Ja, ich kann mich auch nur noch an so vereinzelte Szenen erinnern, dass er irgendwie einen Hubschrauber steuern musste oder so, weil es nach dieser Katastrophe und sowas... Und irgendeine Katze war dabei. Ich bin immer kaputt. War da eine Katze dabei? Das muss ein niedliches Tier geben. Das kann auch sein. Davon weiß ich nichts. Dann hast du Nadja unter Zaubersteinen oder sowas, sagt dir auch gar nichts. Nee. Weil das wäre wahrscheinlich auch was. Das ist von Gainax. Entschuldigung. Nerd. Was ich dann zum Teil noch kenne, sind halt diese Zeichentrick- oder die Anime-Serien, die auf
Tele 5 hießen. Tele 5 hießen, ja. Das dann hier. Die Insel der Dinosaurier. Dann Georgie. Georgie, oh, ja, kenne ich. Dann die Gebrüder Grimms Märchen, ja, genau. Die sie umgesetzt haben. Und was gab es im Fernsehen? Und ich weiß auch nicht, ob es einen großen Unterschied macht. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Dann, die hatten halt ganz viele Adaptionen damals. Da gab es auf jeden Fall auch das Dschungelbuch. Und genau, Dschungelbuch, Pinocchio, gab es sogar zwei Serien irgendwie. Eine früher, eine später. Dschungelbuch-Kids. Ja, das war aber das ist wieder alles. Da kommen wir nachher hin. Cartoon. Und dann, was war denn da noch? Was gab's denn da noch? Robin Hood hat man vorhin, glaube ich, mal erwähnt. Die Japaner hatten ja so eine ganze Reihe von Literaturadaptionen. Die Schatzinsel. Also so die Schatzinsel. War das nicht Insel der Dinosaurier? Schatzinsel ist noch was anderes, genau. Ja. Also die Japaner hatten ja so eine. Das war's von mir. Ja. Japaner haben ja mehrfach dran. So... Die Königin der 1000 Jahre. Ja, das hat ja schon fast was von... wie ist das? Captain Future. Ja. Gut, Captain Future habe ich aber nie so geguckt, so exzessiv. Also ich weiß... Ich mag ihn nicht unbedingt. Ja. Der war... Was gab es da noch? Saber Rider war auch noch sowas. Saber Rider? Nein, das war was anderes. Nee, das war's. Genau. Captain Planet. Ach, das Captain Planet. Genau. Da kommen wir später zu. Dann später der Taler geworden hast. Was ich aus der Zeit dann gerne geguckt habe, war das andere, das Konkurrenzprodukt zu Saber Riders. Wie hießen die nochmal? Die Galaxy Rangers. Galaxy Rangers. Die sind richtig gut gezeichnet. Ich habe vor kurzem das nochmal nachgeschaut, weil ich dachte. War das auch schon Anime oder? Ich denke, das ist auch Anime, oder? Ja. Leute, das ist Anime, oder? Galaxy Rangers war schlimm. Jetzt in die Kommentare, genau. Ja. Zerfetzt euch, bitte schön. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Galaxy Rangers war schlimm. Ich sage nur, die Vögel schaue ich, ja. Galaxy Rangers hat mir als Kind ein absolutes Trauma verursacht. Mir auch. Die Folge mit dem Arm. Sie an die Folge mit dem Arm erinnern, wo der Arm durch das Raumschiff läuft und die Leute stranguliert. Achtung, es kommt. Ich glaube, ab der Vogelscheuche. Wenn der Vorspann lief, habe ich schon ausgemacht. Mann hatte recht. Fernsehen ist nicht gut für Kinder. Ich merke das hier. Jetzt wolltet ihr aber ja auch noch. Guck, da haben wir es doch. Ja, das war eindeutig Anime, oder? Ja, das ist. Oder? Nicht. Na, wobei, warte mal. Könnte auch Comic sein. Ist egal, war ja sowieso damals. Manches wird ja auch nur so auf Japanisch getrimmt. Wie gesagt, Galaxy Rangers hat eine schöne Story, auch heute noch. Kann man sich auf jeden Fall angucken. So, wir sind immer noch im Anime-Bereich. Okay. Dann fangen wir mal an mit dem wichtigsten Anime. Sailor Moon. Crystal. Crystal. Klingt nicht aus. Achso, Entschuldigung. Ich habe den Original Sailor Moon ja gar nicht wirklich viel gesehen. Das war jetzt auch noch sowas, das habe ich noch als Einzelepisoden immer mal, weil es gerade lief, weil ich auf die Schlümpfe gewartet habe. Eine Freundin von mir war ein Fan, deswegen war ich immer ein bisschen informiert und ich habe später dann mal ein paar Folgen geguckt. Weil das lief auch mal auf Tele 5, meine ich. Ja, lief es auch. Danach gab es aber andere. Es gab dann sogar, also dann wurde auch mal das Intro wieder gewechselt und so weiter. Also die Animes habe ich immer nur geguckt, praktisch so zum Schluss, als es dann auf den Cartoon-Blog ging, praktisch. Ja. Sailor Moon war unheimlich wichtig damals. Weil alle nur heimlich geguckt haben und keiner zugegeben hat. Ich habe das halt viel zu spät gesehen. Mhm. Also die Freundin hat mich damals informiert, da war ich schon 12. Da habe ich aber Star Trek geguckt. Und später habe ich dann nochmal irgendwann, als ich krank war, so Sailor Moon geguckt, weil ich Bock drauf hatte. Und mir gingen halt viele Charaktere unglaublich auf den Sack. Gleich angefangen mit Bunny. Ich habe nie verstanden, warum irgendjemand Bunny mochte. Warum sie Freunde hatte und einen Freund. Weil alle total genervt waren. Sie waren warum hast du faul, Freund? Verfressen, dämlich, unverschämt, gemein. Zu eigentlich allen Leuten in ihrer Umgebung hat Mamoru die ganze Zeit, als sie dann später zusammen waren, benutzt. Zum, hey, wir gehen shoppen, bezahlen mir das. Hey, mach das mit mir. Und Mamoru hing immer so an ihrem Arm mit so einem Gesicht aller. Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie Prinzessin Serenity ist und sie ist die Prinzessin des Mondes. Wir sind vom Schicksal destined und vielleicht ist in ihrer nächsten Wiedergeburt nicht so ätzend. So kam mir das immer vor.
Und dann habe ich jetzt aus Spaß angefangen, Sailor Moon Crystal zu gucken, was ja mehr am Manga dran sein soll. Nochmal kurz, Sailor Moon Crystal ist ein Relaunch. Also für den... Okay. Ist ein, das ist genau, jetzt der Relaunch, genau. Der läuft auch noch, also der ist noch nicht fertig. Der läuft auch aktuell noch drüben. Und der soll halt viel näher an dem Manga dran sein. Ist halt ein bisschen gerafft, dadurch, dass sie nicht... Also, es ist nicht wie die anderen die Original Sailor Moon. Damals waren die Serien ja, hey, wir machen 1000 Folgen. Mhm. Und hierbei ist es halt, sie packen die Handlung vom sehr, sehr kompakt zusammen. Aber ich muss sagen, die Charaktere gefallen mir viel besser. Die Animation ist nicht so toll. Das ist wohl bis ziemlich schrecklich. Mir sind nur die Verwandlungsszenen aufgefallen, die in 3D-Stil sind und wo sie alle super unterernährt aussehen und ganz grauenvoll. Aber aber die Charaktere sind viel, viel toller. Man versteht auf einmal, warum Leute Bunny mögen, warum Bunny Freunde hat, wie Bunny es schafft, dass die Krieger zusammenfinden und einen Freundeskreis bilden. Weil sie ist zwar immer noch ein bisschen dümmlich, verfressen und naiv, aber sie ist halt optimistisch und freundlich. Sie geht auf die Leute zu und sagt ihnen in ihrer naiven Art halt, was ihr positiv aufgefallen ist. Sie befreundet sich mit Sailor Jupiter, weil sie ihr Essen lobt und ihr halt sagt, oh, du hast so schöne mädchenhafte Ohrringe, ich wünsche, ich könnte auch toll kochen. Und weil Männer das toll finden, aber ich kann halt überhaupt nicht kochen, weil ich so ungeschickt bin. Und Jupiter, die ja immer so als großes Mädchen dargestellt wird, die immer als unfeminin von den anderen bezeichnet wird, ist deswegen total begeistert sofort und sie freunden sich sofort an. Und man versteht halt, warum die Leute sich anfreunden. Und man versteht dann auch später, warum sie mit Mamoru zusammenkommt, weil die halt wirklich nett zueinander sind und nicht so ein dummes Miststück ist, das man ins Gesicht treten möchte. Das war mein Problem mit der Originalserie. Ich habe nicht verstanden, warum irgendjemand, weil sie niemals positive Charakterzüge gezeigt hat. Also außer wenn sie verwandelt war. Dann war sie ja Sailor Moon. Dann war sie, ich kämpfe für das Gute. Aber sobald sie nicht mehr Sailor Moon war, war sie einfach... Also Bunny zu Kino. Und war sie nicht gut. War sie einfach furchtbar. Ein schrecklicher Mensch. Also eigentlich Sailor Moon Crystal wird ja so übel gehatet. Ja. Wie gesagt, die Animationen sind nicht gut. Aber bei solchen Dingen mit den Riesen-Eis geht es mir eh nicht darum, dass die irgendwie gut aussehen, weil ich finde diese großen Augen total gruselig und gar nicht schön. Aber von der Story her, von der Entwicklung her, ist es sehr viel erwachsener, logisch aufgebaut, mehr Story. Die Gegner sind auch mal beeindruckend und nicht zum Weglachen. Also die Gegner sind, es kommt wirklich Spannung auf zwischendurch. Soll halt wesentlich, der erste Band ist ja wirklich die allererste Geschichte, die erste Staffel der ersten Sailor Moon Geschichte. Mhm. Ist eigentlich tatsächlich nur ein Band oder anderthalb Bände. Die Originalzeichnerin war auch so gehetzt. Also die hat wirklich auch, du bist Sailor Moon, da ist eine Katze, die Katze, die ist jetzt Luna, und so läuft es halt einfach. Aber es baut sich trotzdem logisch auf. Also es ist zwar ein bisschen schnell, aber ich fand, es lief trotzdem ganz gut. Also es war nicht total super gehetzt. Es war halt sehr actionlastig, sag ich mal. Es war in Ordnung. Also Sailor Moon, und man merkt, es reden nur die beiden Frauen. Das ist großartig. ja. Wir werden euch kleine... ihr könnt dann einfach vorspulen. Es wird solche Kapitelmarker geben. Ja. Wie gesagt, Sailor Moon war einfach damals was richtig Großes. Und jetzt, sie wussten, dass sie eben mit dem Relaunch eventuell nicht alle alten Fans mitnehmen können. Und dass sie sehr viele alte Fans sehr vergraulen werden. Ja. Und das haben sie auch getan. Unter anderem, sie hatten einfach, ich glaube, sie hatten nicht viel Budget. Denn die Animation jetzt, wenn man eben ein bisschen Art macht und einfach sich so ein bisschen mit zeichnen, die sind nicht gut gezeichnet, leider. Also vor allen Dingen versuchen sie immer mal wieder Perspektive zu zeichnen. Und wenn du es dir dann anschaust, sind dann die Augen auf falscher Höhe. Und das ist ganz schwierig anzugucken, weil es Schmerzen... Ich verstehe nicht, warum sie diesen komischen, möchte gern 3D-Stil in die Verwandlungsszene gepackt haben. Erstens reißt es einen völlig raus, es passt nicht zum Rest. Und es sieht grauenvoll aus, sie sind so unterernährt. Ich habe das gesehen, ich so... Wow. Ja. Also es ist wirklich nicht schön. Es ist selbst für Anime-Stil schon unterernährt. Und die sind ja eh alle schon sehr dünn. Ja. Also. Ja gut, der Originalstil ist ja wirklich so unfassbar in die Länge gezogen. Also das kann man sich mal angucken. Die hören ja überhaupt nicht mehr auf, die Beine. Das ist ja, das war damals ja auch in. Das haben die ja alle so gemacht. Aber es ist halt nicht mehr in die Länge gezogen. Auch die Ärmchen, die Oberärmchen sind fast so dünn wie die Handgelenke und sowas. Das ist einfach anatomisch auch schon... Ja.
Ja, das selbst sehr dünne Leute sehen nicht so aus. Dann musst du echt schon unterernährt sein, damit deine Oberärmchen so krass dünn sind und deine Oberschenkel und so. Also von den Character Designs ist es leider nicht so gut gelungen. Hab aber, wie gesagt, Story soll jetzt gut besser sein. Schöner gerafft. Weil die erste, oh Gott, es war halt dieses Dragon Ball Phänomen. Ja. Wir schneiden da einfach nochmal einen Frosch dazwischen. Und wieder einen Frosch. Und wir machen einfach so viel Spielzeit wie möglich. Die ganzen Dinger, die so ewig gedauert haben. Weil dann ist auch eine Geldquelle. Ich meine, irgendwo muss es ja auch herkommen. Wenn es läuft, läuft. Ja. Und Sailor Moon war wirklich damals ein gigantischer Hit. Ich glaube, die Frau war da noch teilweise die reichste Frau Japans eine Weile. Auf jeden Fall der reichste Manga-Zeichnerin. Animes für Mädchen, eine der ersten Serien für Mädchen, wo die Mädchen halt mal die Heldin waren. Auch wenn es um Liebeskitsch die ganze Zeit ging, aber wenigstens waren sie mal Heldin. Es waren nur Mädchen, die gekämpft haben, was halt sehr selten war zur Zeit. Und deswegen ist es auch so eingeschlagen. Und das hat das so fast zum Magical Girl Kram aufgemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob es die erste Magical Girl Serie ist, wahrscheinlich nicht. Es waren Mädchen-Superhelden quasi. Ja. Ich meine, es gab damals nicht viele Identifikationsfiguren als Mädchen. Es war zwar sehr viel auf Liebeskitsch getan, aber trotzdem waren es Mädchen-Superhelden, die für das Gute kämpfen, die Powers haben und stark sind. Ja. Das ist ja noch sowas. Die haben tatsächlich dann noch mal Viecher besiegt. Genau. Da gab es zwar noch Momoru, der dann ab und an gerettet hat. Der halt gerettet hat, ja, aber er war nicht der Hauptkämpfer. Es war immer Sailor Moon, die den Endschlag gemacht hat. Er hat sie unterstützt und sie aufgebaut. Er hat eine dumme Rose geworfen. Ja, es ging darum, dass er halt kommt mit seiner Liebe, sie unterstützt und sich dann stark fühlt. Aber sie war diejenige, die im Endeffekt den letzten Schlag getan hat und so. Also, ja. Genau. Sowas gab es halt nicht. Mhm. Deswegen Sailor Moon Crystal, wenn man eben über den etwas cringing Zeichenstil hinwegsehen kann und einfach immer nur auf die Subtitles gucken. Genau, nicht auf die Animationen, nicht auf den Rest. Dann ist es wirklich eine gute Serie. Und dann leiten wir gleich zur nächsten Magical-Serie über. Magical? Cute High Earth Defense Club Love. Den japanischen Titel werde ich nicht nennen, weil wir nicht aussprechen können. Er beginnt mit B. Ja. So. Es ist eine super Parodie auf Magical Girls, in der ein rosaner Wombat auf die Erde kommt. Könnt ihr mal den Begriff nochmal erklären? Magical Girl. Ein niedliches Maskottchen-Lebewesen kommt und sagt, hey, du hast jetzt Superkräfte und kämpfst für das Gute und die Liebe. Dann kriegst du einen komischen Gegenstand, rufst eine komische Phrase und verwandelst dich in ein cutes Outfit und kämpfst gegen das Böse. Okay. Mit Catchphrasen wie, für die Liebe. Mhm. Ja, es gibt, was hier noch vielleicht bekannter ist, es gibt Wedding Peach. Ja, furchtbar. Wedding Peach kam dann nach Sailor Moon auf der Welle geritten. Dann sie heiratet Cutie, mit 16. Cutie. Ohne Erlaubnis ihrer Eltern. Ja. Cutie Honey, war das Magical Girl? Oh Gott. Cutie Honeybots, weiß ich nicht mehr. Cardcaptor Sakura. Natürlich Cardcaptor Sakura, obwohl sie kein richtiges Magical Girl ist. Sie hat einfach nur unheimlich viel Geld. Sie hat sich nämlich nicht verwandelt, sondern diese ganzen Outfits wurden ja von ihrer Freundin geschneidert. In einigen Varianten verwandelt sie sich auch. Nee. Ach, sie zieht diese Outfits an. Das ist Cardcaptor Sakura, die kriegt diese ganzen Outfits von ihrem... Sie zählt aber ins Magical Girl-Genre, sie hat den Stab und sie hat einen niedlichen Kämpfer, der mit ihr rumfliegt. Genau, Maskottchen immer. Maskottchen ist das Allerwichtigste, das macht das Magical Girl. Also entweder sind es Katzen, Hunde, rumfliegende Viecher. Oder irgendwelche Alien-Dinger, die einfach nur süß aussehen und bunt sind. Ja. Gibt einiges jetzt schon im Genre. Ich werde jetzt nicht anfangen, alles aufzuzählen. Diese Serie ist nämlich eine schöne Parodie, denn es ist eine Magical Boy-Serie. Glaube ich, die erste. Cute High Earth Defense Club Love. Ja. Ein rosa Wombat landet halt auf der Erde. Er ist kein richtiger Wombat. Ja, rosa. Er ist rosa. Er ist auch eigentlich ein Alien oder sowas. Ja, es ist wichtig. Er ist nämlich gar kein Wombat. Er kommt von einer anderen Welt und das Böse ist in unsere Welt eingezogen und er kämpft für das Gute und er sucht sich halt 5 Jungs aus, die gegen ihren Willen sein Love Defenders werden. Sie kriegen dann so niedliche Armbänder, auf denen ein Herz drauf ist, die immer anfangen zu blinken, wenn das Böse wieder agiert. Okay, klingt ein bisschen wie verirrte Glücksbärschi. Ja. Es ist auch ganz, ganz furchtbar. Also sie haben dann so Prinzenkostüme in verschiedenen Farben an. Der eine findet es total cool. Er meint, er sieht in allem gut aus. Hey, wenn du das als Cosplay betrachtest, ist es cool. Der
der Jüngste von denen ist einfach total begeistert davon, für das Gute und die Liebe zu kämpfen. Er ist sehr naiv, er ist so ein bisschen die Bunny der Gruppe. Er macht auch meistens die Endschläge gegen die Gegner. Und er will da und den Wurmbart knuddeln, der das gar nicht so cool findet. Und die anderen sind halt so ein bisschen, ja, okay, muss das sein? Sie haben dann auch ganz furchtbare Catchphrases, auch so, Liebe ist alles, für die Liebe. Und das Schöne ist, sie haben halt nicht von Anfang an Namen, so wie bei Sailor Moon, wo die an Sailor Venus, Sailor sonst was heißen. Mhm. Und sie beschließen dann, sie geben sich dann halt gegenseitig irgendwelche Spitznamen, wenn sie in Verkleidung sind, weil sie wollen ja nicht erkannt werden. Ist auch nicht gut, wenn die Feinde sie erkennen, nur wegen den Feinden natürlich. Und das Ganze ist aber nicht Magical-mäßig, sondern dieses Verwandlungszeug ist alles hohe Technologie, die der Wombat von seiner Welt mitgebracht hat. Da gibt es nämlich auch eine, die die Stimmen und die Gesichter verpixelt und verändert, sodass die Gegner dich nicht erkennen können. Also wenn sie in Verkleidung sind, sehen sie wirklich für die Gegner, die können die Gesichter erkennen. Das ist wie auf so einem Bildschirm verpixelt und ihre Stimmen sind total high-pitched. Ja, ja, genau. Und sie sind dann beim zweiten Kampf oder sind sie so, ja, aber alle Leute hier kennen uns. Und der Wombat so, nein, nein, das ist eine Technologie, die schützt eure... Die hat auch so einen Namen von wegen Technologie zum Schutz der Privatsphäre oder sowas. Super. Weil das ja bei Sailor Moon immer so großartig ist, dass sie einfach nur ihr Emblem auf diese Dings da aufsetzen und sagen, keiner erkennt mich. Und genau, ich habe auch dieselbe Haarfarbe. So ein bisschen wie Superman-Brille. Ja, yes. Und dann kommen natürlich die Bösewichte. Die Bösewichte haben einen grünen Igel oder Stachelschwein. Ich glaube, das ist ein Igel. Als Dings, der das Böse und den Hass auf die Welt bringen möchte. Und sie haben die cooleren Outfits in schwarz und nicht mit so Prinzenplodderhosen. Also, die Bösen sind cool. Scheiße. Du sollst nicht googeln. Das ist der Naiv-Süße mit dem Enddings. Ja, du sollst und nicht googeln. Wir sehen auch, hier, ich beschreibe mal kurz das Bild, wir sehen hier einen blonden Jüngling. Mit einem Bunny in Magical Boy-Form. Ja, und der hat einen Stab in der Hand mit einem rosa Herzchen am Ende. Und der trägt, das sieht man auf dem Bild nicht, er trägt so ein klassisches Prinzenoutfit, wie man es von Disney kennt, mit Plodderhosen. Seine sind kurz, also einer von denen hat auch lange, zwei haben, glaube ich, kurze Plodderhosen, das in rosa-weiß gehalten ist. Ja, das ist der Böse. Das ist doch definitiv ein Igel. Der böse Igel. Ja, ja, genau, der böse Igel. Ich kann mir die Namen von dem Igel und dem Wombat nicht merken, ist aber auch nicht wichtig. Also Igel und Wombat. Und, das ist ein Erdbinden. Also, es wird immer irgendein Schüler von den Bösen halt infiziert und läuft dann der Amok, sehr Sailor Moon-like auch so ein bisschen. Mhm. Und sie bekämpfen den dann und der sitzt dann am Ende auf dem Boden mit seinem Gesichtsausdruck und um ihn herum schwirren Herzen, weil er jetzt gelernt hat, was Liebe ist. Es ist überhaupt nicht kitschig und so. Es ist herzallerliebst und die Typen haben halt eigentlich gar keinen richtigen Bock da drauf, aber sie haben keine große Wahl mehr. Der eine will dann zwischen bei dem einen Kampf aussetzen, aber er geht dann doch mit, ach ja, ja. Das ist großartig. Ich habe gerade schöne Bilder gezeigt von der ganzen Truppe. Die sind wirklich awesome. Was machen die Ballett, oder? Du musst. Nein. Das sind fünf Leute. Das ist wie Power Rangers, nur ohne. Also mit Magical, aber ohne Rangers. Verstehst du? Eigentlich ist es auch nicht Magical, weil es ist alles Technologie, die sie benutzen. Ja. Von der Wombat-Dimension. Technologie. Von der Wombat-Dimension. Ja. Also es ist gar nicht richtig Magical. Es ist alles technologisch, sehr fachlich. Nur dann klingt es wieder glaubwürdig. Also ja, es ist super toll. Es ist halt wirklich genauso wie Sailor Moon und Co. ein bisschen aufgezogen, nur dass die Typen halt sich ein bisschen zwischendurch einige von denen drüber lustig machen selber. Also sie sind halt nicht so ganz auf der Seite des Ganzen, aber nehmen sich selbst nicht so ernst. Ja, also macht euch mal den Spaß und gebt es mal als Suchbegriff ein. Oder also, ich verlinke auch mal was dazu. Cute High Earth Defense Club Love. Ja. Ausrufezeichen. Und, es ist wunderschön. Guckt, dass ihr wach seid. Danach sei das garantiert. das ist. Wollen wir dann zu dem nächsten Gag machen? Ja, bitte. Anime? Ja, dann machen wir wieder zurück, genau. Yay! Das war eigentlich mal so ein. Einige, die Mangas lesen, kennen das vielleicht. Es gibt diese 4-Panel-Mangas, die einfach Gags innerhalb von 4 Panels erzählen und daraus also keine richtig zusammenhängende Geschichte ergeben, sondern eben immer wieder so episodenhaft
in 4 Panels irgendeine Situation beschreiben. Und Asaman Godayo war wirklich so ein Strip-Anime. Ja, das also, war einfach nur ein Slapstick-Ding. Genau. Also es gibt keine richtige... Die Mangas dazu sind auch immer nur diese eine Seite mit so ein paar Panels, wo ein Slapstick-Gag vorkommt mit ein paar Charakteren und dann kommt... Und dann kommt der nächste eben mit denselben Charakteren. Das heißt, die Charaktere lernst du nicht aus einer richtigen Story-Entwicklung kennen, sondern eben aus diesen Slapstick- Episoden, die dir dann irgendwann erklären, okay, das sind die verschiedenen Konstellationen der Leute. Ja. Und Asaman Godayo ist eben absolut verrückt. Und spielt in einer normalen Schule. Genau. Ist das eine gemischte oder eine Mädchenschule? Ich glaube, es ist sogar eine gemischte Schule. Es kommen nur Mädchen vor, jedenfalls. Das ist aber ein Manga. Ich glaube, auch im Anime sind die Hauptcharaktere nur Mädchen. Ja, es sind nur Mädchen. Dann ist es vielleicht eine Mädchenschule. Ich glaube, es ist nämlich eine Mädchenschule. Aber es gibt auf jeden Fall es gibt Lehrer. Es gibt auch, glaube ich... Also auf jeden Fall sind die Hauptcharaktere alles Mädchenschülerinnen, die an dieselbe Schule gehen und zusammen rumhängen und komische Dinge tun. Ja. Das klingt... Und das ist halt alles sehr slapstick. Also es sind sehr... lustige Situationen, die sehr alltäglich sind, aber durch die verschiedenen Charaktereigenschaften sehr unterhaltsam sind. Und sie haben immer wieder verrückte Träume. Ja. Das ist aber, glaube ich, primär das eine Mädchen, das immer diese Träume hat, oder? Ja. Und es gibt immer das Mädchen, über das geträumt wird. Das ist die Jüngste. Oder naja, sie können ja eigentlich nicht jünger sein, sind ja alle in derselben Klasse. Nein, sie ist die Jüngste. Sie ist nämlich super intelligent. Sie wurde eine Stufe um Himmels Willen, ja, ich erinnere mich. Oh deswegen Gott. Ist sie auch die Kleinste. Sie ist klitzeklein und sie ist halt super clever. Sie hat immer noch die besten Noten und erklärt den anderen dauernd Dinge. Ah, das ist das Intro. Weil sie so clever ist halt. Also sie ist halt klitzeklein. Und deswegen wird sie auch, glaube ich, ein paar Mal von Leuten angesprochen und ist immer so, nee. Ja, und ihre Haare können Dinge. Ihre Zöpfe haben ein Eigenleben. Und manchmal ist man sich nicht so, ist das jetzt, was Leute über sie glauben oder denken? Oder können die das wirklich? Ja. In einigen Episoden kann sie damit fliegen. Ja, das sind aber immer Traumsequenzen eigentlich. Oder sind es Traumsequenzen? Man weiß es nicht so genau. Ja, das ist, wie gesagt, die ist halt eine Gruppe aus, ich glaube, es sind sogar richtig viele, es sind 7 Leute. Es sind richtig viele, einige Charaktere kommen nicht so häufig vor, aber es sind sehr viele. Und es gibt halt einfach so verschiedene Charaktereigenschaften. Die große, unweibliche mal wieder, so eine Art Jupiter, die eben total auf Katzen steht, aber Katzen mögen sie nicht. Sie ist nicht so unweiblich, sondern sie ist... groß, still, zurückhaltend. Genau, sie ist still und zurückhaltend. Alle halten sie für cool und deswegen so schweigsam, aber eigentlich ist sie super schüchtern. Genau, also sie ist so, sie geht durch die Welt und alle sind so, ja, und sie ist halt gut im Sport und so und alle bewundern sie dafür, aber... In Wirklichkeit ist sie einfach nur... Und keiner spricht sie an, weil alle denken, oh, sie ist zu cool, um mit mir zu reden und ja. Und sie versucht Katzen zu streicheln, was immer sehr schief Katzen geht. Katzen wachsen sie. Ja. Das heißt, jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten oder... Ja, dann gibt es Osaka. Osaka heißt gar nicht Osaka. Nein, sie heißt sie. Sie kommt aus Osaka. Sie ist halt hingezogen. Sie ist super verpeilt und seltsam und träumt die ganze Zeit vor sich hin und ist auch ein bisschen lethargisch. Ja, sie ist sehr langsam. Und sie wird halt von den Leuten Osaka genannt, weil sie daherkommt und da halt so einen gewissen... Sie spricht einen gewissen Akzent. Genau, sie hat einen gewissen Akzent, den man halt sofort erkennt und deswegen... Nennen all sie nur Osaka, obwohl sie das gar nicht so toll findet. Aber sie kommt einfach nicht mehr aus der Nummer raus. Also einige wissen gar nicht. Ich glaube, sogar der Lehrer nennt sie irgendwann Osaka. Ja. Weil er auch denkt, dass sie Osaka ist. Es nennen alle Leute, nennen sie Osaka. Man kriegt den richtigen Namen, glaube ich, gar nicht mehr mit. Ich weiß nicht, ob man den jemals erfährt. Wenn dann nur in dem ersten Dings, wo sie auftritt. Aber danach ist sie Osaka. Osaka. Ja, das ist großartig. Wie gesagt, gibt es auch einen Manga dazu. Der ist auch auf Deutsch erschienen. Und der Manga ist sehr anders als der Anime. Also der Anime hat schon mehr Story-Entwicklung. Ja. Es ist nicht nur Slapstick, sondern hat auch tatsächlich so, es verfolgt ein bisschen was. Ja, genau. Beim Anime geht das halt durch das Schuljahr durch und man hat immer einen Tag, an dem irgendwelche
Oh, jetzt ist das Sportfest. Oh, jetzt ist das. Oh, jetzt ist der Tag, an dem Osaka den ganzen Tag Schluck auf hat und wir versuchen sie zu heilen. Solche Dinge halt, ja. Der hat ein bisschen mehr Zusammenhang. Was auch total toll ist, teilweise sind die Sachen sehr, sehr läppisch animiert, aber es gibt immer wieder so Momente, wo die Leute wirklich zeigen, wie unheimlich gut sie animieren können. Mhm. Es gibt eine Stelle, wo sie ein Wettrennen starten zwischen dem Mädchen mit den Flatterohren, glaube ich, oder? Eine davon, da ist es, oh Gott, ist es der falsche Anime? Oh, um Himmels Willen, kann natürlich auch sein. Ich verwechsel sowas gerne. Ich dachte, es wäre Asamango Daio. Na gut, ich traue mich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es wäre das blaue Mädchen gewesen. Das ist gar kein blaues Mädchen. Verdammt. Nee, ich glaube, ich habe den Anime verwechselt. Das ist, da muss ich nachher nochmal gucken. Oh, sehen ja auch alle gleich aus. Nein, tun sie nicht. Oh, schlimm. Ja, ich muss nachher nochmal gucken. Ich glaube, das ist was anderes. Oh ja, je. Aber den muss ich dann auch noch vorstellen. Der ist auch großartig. Okay, Asamango Daio, sehr schön kurzweilig. Ja, macht einen die ganze Zeit lang glücklich. Ja, genau. Aber ohne zu platt zu sein, sage ich mal. Und viele liebenswerte Charaktere. Genau. Okay, dann hätten wir als nächstes Panty and Stocking and Garterbelt oder with Garterbelt. Ich weiß es nicht genau. Panty and Stocking. Super pervers, mega gestörte Serie. Geht um zwei Engel, die auf der Erde Monster töten müssen, um Coins zu sammeln. Die beiden Engel sind Panty und Stocking. Garterbelt ist quasi ihr Mentor auf der Erde. Mhm. Panty ist hat die ganze Zeit lang anderen Typen im Bett. Sie reißt eigentlich alles auf, was ihr irgendwie unter die Nase kommt. Und Stocking ist so ein bisschen gothic-mäßig und futtert die ganze Zeit lang Süßigkeiten. Eigentlich ernährt sie sich nur von Zucker. Und darf das. Die beiden jagen dann halt böse Monster, Dämonen, Viecher, die auf der Erde landen. In der ersten Folge steigt die Serie gleich mit ganz viel Niveau ein und sie jagen den Scheiße-Dämon, der die Kanalisation und die Toiletten überflutet und sich halt als Panty gerade auf dem Klo ist, zieht er sie hinab in die Kanalisation und sie ist sehr unhappy. Klingt irgendwie nach Dogma, oder? Scheiße-Dämon? Es klingt danach, Das war das vielleicht Schöne. Inspiration? Weiß ich nicht. Habe ich nichts drüber gesehen. Ich weiß nicht, was ob das Inspiration erstes, dafür war. Die späteren Folgen haben nichts mehr mit Dogma gemeinsam, wenn ihr es beruhigt. Okay. Die erste Folge ist auch eine mit am niveaulosesten, finde ich. Also am ekligsten, weil Panty dann die ganze Zeit lang in Scheiße bedeckt rumläuft, nachdem sie vom Dämon gekascht wurde. Sie ist dementsprechend sehr unglücklich. Und das Ganze ist halt in so ein bisschen Chibi-Stil gehalten. Mhm. Bis auf zwischendurch so Sequenzen, wie wenn die beiden sich verwandeln, dann ist es auf einmal High-Anime-Stil mit Details, Wimpern und Glitzer. Panty zieht ihre Unterhose aus und verwandelt sie in einen Revolver und Stocking zieht ihre ihre Kniestrümpfe aus und verwandelt diese in zwei Schwerter, daher die Namen. Dann gibt es noch zwei Dämonen und das Lustige ist halt, es gibt diese beiden Dämonen, die als Gegenpart agieren und die sind moralisch super prüde und so weiter. Die haben dann so eine Schule übernommen, wo du lange Röcke und sowas tragen musst. Während Panty und Stocking ja sehr lässig sind, die ganze Zeit lang fluchen. Und Also im Prinzip das Gegenteil von Engel-Dingen. Ja, genau. Aha. Also sehr lustig. Sehr niveaulose, unterhaltsame Serie, wenn man auf so einen Schwachsinn steht. Super perfekt. Reingucken. Genau. Dann hüpfen wir gleich zur nächsten. Ja, dann springen wir ganz niveauvoll direkt zu Paradise Kiss, was total viel mit Panty und Stocking nicht gemeinsam hat, nämlich gar nichts. Okay. Aber ich wollte es mal vorstellen, weil es einer der wenigen Romantik-Animes ist, wo mir das Charakter-Development und die Beziehung gefallen hat, weil die Beziehung völlig kaputt ist und zum Ende hin ist dann nicht in das erwartete Happy End aufgeht, wie bei Hollywood oder anderen Sachen. Das verrate ich jetzt einfach mal ganz spoilerhaft. Aber es ist schöne, coole Charaktere, coole Entwicklung, hat mir einfach gut gefallen, weil es sehr realistisch auch ist vom Ganzen her. Also man muss einfach so ein bisschen den Anime-Krempel dafür ein bisschen kennen. Häufig ist es so, der Typ behandelt das Mädchen scheiße, das Mädchen steht trotzdem auf dem Typen und das Happy End besteht dann daraus, dass das Mädchen mit dem Scheiß-Typen zusammenkommt und darüber soll man sich auch noch freuen. Ja, und er ist ja gar nicht so schlimm in Wirklichkeit und so weiter. Ja, er liebt mich ja wirklich. Das ist aber nicht nur im Anime, das ist auch sehr Hollywood-mäßig. Ja, klar. Also, es ist halt nicht das klassische Hollywood-Ending, sondern es ist
Ja. Mal ist und es gibt viel Charakterentwicklung und es ist sehr, sehr schön im Großen und Ganzen. Sehr sehenswert, wenn man das mal ist schon ein bisschen älter, ne? Sehen möchte. Paradise Kiss ist ein bisschen, also ist jetzt es nicht ist ein vom bisschen älter, letzten. Aber es ist vom Stil her recht modern. Ja. Modern, also das, sehr schön, das ist damals auch schon ein bisschen rausgestochen durch die Character Designs. Also ja. Genau, kann man so sich mal angucken. Sehr schön. Ja. So, und jetzt kommt dann Moritz noch mit ihren Flachs. Ja, ich weiß gar nicht, ob das hier reinpasst. Das muss reinpassen, hallo wir. Gut, also ich möchte aber dazu nur vorher sagen, es ist gemacht von Peter Chang, das ist so koreanischer Animationsregisseur, der also eigentlich vorher an den Rugrats mitgearbeitet hat. Keine Ahnung, ob das noch wer kennt. Mhm. Irgendwie ja. So eine blöde Serie um Babys, keine Ahnung. Das ist auf Nickelodeon. Nicht blöd. Okay, alles klar. Okay, als ich das damals geguckt habe, fand ich es blöd. Aber, und er wollte irgendwie was Erwachseneres machen und hat eine Serie gemacht, die in der Zukunft spielt. Mhm. Aus Mangel an besseren Begriffen. Also wahrscheinlich so weit in der Zukunft, dass teilweise da Sachen passieren, die man überhaupt nicht mehr versteht. Das fand ich sehr interessant, aber dazu später. Es spielt in so einem Staat Brenja, der mit dem Staat Monika verfeindet ist. Die sind so getrennt durch eine Mauer, also vielleicht, keine Ahnung, wie sie in Nord-Südkorea. Mhm. Und Aeon Flux ist eine Superagentin oder eine Killerin, die von Monika ausgesendet ist, um den Diktator von Brenja, Trevor Goodchild, zu ermorden. Es passiert aber irgendwie nie. Sie ist irgendwie außerdem noch heimlich verliebt in Trevor Goodchild und er in sie. No. Die Serie, es ist sehr seltsam. Sie es ist manchmal... Sind ja die besten... Ja, genau. Das sind ja die besten Voraussetzungen. Es geschehen teilweise sehr seltsame Dinge. Das fand ich toll an der Serie, dass sie diese Zukunft oder diese andere Welt teilweise so auch unverständlich dargestellt hat. Dass teilweise Menschen Dinge tun, die einfach vollkommen nicht nachvollziehbar sind. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also für welche Altersgruppe würdest du die Serie einschätzen? Auf jeden Fall älter. Ja. Also wenn man hier so durch die Bilderchen scrollt, sie hat fast nichts an. Und es gibt... Ja, es sind teilweise sehr unbehagliche Momente darin, also auch sadomasochistisches. Peter Chung ist sehr zeichnerisch, auch sehr von Egon Schiele beeinflusst, wer den kennt. Wahnsinnig knorrige Figuren. Das gab es ja auch als Comic mal, oder? Als Comic? Richtig. Oder nee, es gab eine Spielfilmverfilmung, die wenig mit der Vorlage zu tun hatte. Eigentlich ist mir nur hängen geblieben, dass sie viel in Berlin gedreht haben. Mhm. Und das fing so an, eigentlich die Serie, dass bevor es die richtige Serie gab, gab es so 5 Kurzfilme mit Aeon Flux. Ah, okay. Mhm. Auf einer Serie, die, glaube ich, bei MTV gelaufen ist, Liquid Television. Mhm. War mal komplett auf YouTube. Es war unglaublich. Teilweise super tolle Kurzfilme. Und da waren so Kurzepisoden drin und die endeten immer damit, dass sie am Ende erschossen worden ist oder sowas. Mhm. Und dann... Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Ja, genau, so ungefähr. Und dann sozusagen die Continuity wieder zurückgespult und es ging wieder los mit ihr. Mhm. Teilweise auch sehr interessant, dass sie zum Beispiel in einer Serie gegen irgendwelche so gesichtslose Armee gekämpft hat und sie alle niedergemäht hat. Und dann hat man so aus deren Perspektive gesehen, wie einer stirbt und sowas. Also hat dann dauernd die Perspektive gewechselt. Das war ganz schön. Toll. Gut. Mhm. Also so, wie würde man heute sagen, Mindscrew. Okay. Ja. Noch was dazu, oder? Ach genau, vielleicht, ich habe ja diese neue, in die mal reingeguckt, die neue Verfilmung von, ach Gottchen, wer ist die nochmal? Thundercats, genau. Ja, ich auch. Thundercats hat seit letztem Jahr eine neue Anime. Ja. Und es ist leider genau das Gegenteil von dem. Das ist sehr schwarz-weiß. Also die Thundercats sind die Guten und die anderen sind die Bösen und die anderen. Gut, ja. Ja, es ist furchtbar. Deswegen, das sieht schöner aus. Das sieht wunderschön gezeichnet aus. Aber genau das ist das. Ja, es ist so schön. Und dann habe ich die erste Folge nur gesehen. Oh, sie sind die Bösen. Und wir sind böse, weil wir böse sind. Wir machen böse Sachen. Und du weißt, sie machen. Sie sagen nicht mal, was sie tun. Wir stehen morgens auf und sind böse. Ja, ich stehe morgens auf, ich putze mir die Zähne und danach bin ich erstmal böse. Böser Zahnpasta. Und das ist so, du schaust es und denkst so, was ist das denn für ein Worldbuilding? Das hat ja überhaupt nichts mit... Und das schon in der ersten Folge. Ich gebe Sachen oft gerne eine Chance, aber in der ich habe eine Folge geguckt und ich so,
Oh, oh Gott. Let me introduce my wife, oh Evil Gott. Alice. Yeah. She's yeah. evil. And, yeah. Ja, sie tut... Ist wirklich... Und sie sind auch so richtig böse designt. Sie können nie yeah. gut sein. Es ist yeah. so... Es ist Leute. Absolut schwarz-weiß. Es ist so grauenvoll. Und das ist jetzt auch ein Anime-Stil. Ja, dann. Also der erste, yeah. die erste ist ja auch eigentlich mhm. Sie haben sich alle Fans damit vergrault, weil es gab ja viele Leute, die früher Thundercats genau. gesehen haben. Mhm. Ein cooles neues Thundercats. Ja, es war geil. Auch gut animiert, das ist ja das ja. Problem. Und das die heißt, Leute sind echt halt alle Budget. In unserem Alter okay. und die wollen kein Schwarz-Weiß-Bild für Fünfjährige haben. Du schaust es und denkst, oh Scheiße, das kann ja, ich doch keiner angucken. Ich glaube, Fünfjährige davon auch beleidigt werden. Ja, also, natürlich, ich habe das auch schon damals verstanden, wenn Sachen einfach ein bisschen mies aufgebaut ja, waren. Und das ist einfach vielleicht wollten die einfach nur eine neue Zielgruppe ans Franchise ranführen, nicht keine die alten Ahnung. Fans. Also große Vollidioten? Ja. Wahrscheinlich. Es war wirklich nicht. Wie gesagt, ich habe das von gesehen, aber schlecht. Ja, ich meine, ich mag ja Märchen. Es gibt ich liebe ja Märchen und die sind ja auch schwarz-weiß. Disney ist ja auch sehr viel Schwarz-Weiß-Malerei. Und da, die schaffen es aber, dass man das ja, erträgt. Ich finde es okay, wenn die Bösen böse sind, weil sie böse Dinge tun und man das mitkriegt, aber wenn nur gesagt wird, die sind böse. Weil ja, weil Grund, die sind böse, böse das sind unsere Gegner. Ja. Okay. Also die haben nicht mehr irgendwie echt Propaganda so wie bei Aragorn, wo die Bösen dauernd erwähnt werden. Sie sind böse Monster und sie töten wahllos Leute. Und der böse König raidet wahllos Dörfer in seinem eigenen Land, weil er so böse ist. Und ich war so, ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der böse König hat das Land schon. Er muss die Dörfer nicht plätten. Wenn er ein ja. böser König wäre, würde er die Steuern erhöhen und sowas. Aber nicht Leute töten. Genau, aber nicht seine Bevölkerung killen, damit keiner ihm mehr Steuern zahlen kann. So dumm. Ich mache jetzt die Überleitung von Anime zurück zu Comics und wir gehen dann auch gleich wieder in die düstere Vergangenheit. Na, was heißt denn Comics? Cartoons. Cartoons, natürlich. Entschuldigung. Das sind doch heute Cartoon-Cookies. 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 ein bisschen Comic, aber auch dabei. Ein bisschen. Und zwar will ich ein bisschen über den Ultimate Spider-Man reden. Warum gehört ja teilweise in Anime, eigentlich gehört er da nicht viel zu suchen, aber es gibt einige zeichnerische ja, Abwandlungen, zum Beispiel gibt Parallelen. Es... Parallelen. Parallelen. Und es kommen eben auch Chibis drin vor, ja. in dem Ultimate Spider-Man, und zwar sein Gewissen kommt eben teilweise als Chibi-Teufel und Chibi- Engel auf seine Schulter vor. Die Leute wissen überhaupt nicht, warum ich aufhören muss zu reden. Dann sagen wir es doch einfach, die Chibi-Wurst ist der Feli auf den Kopf gefallen. Ja, eines meiner Stofftiere ist Feli auf den Kopf gefallen. So, die Ultimate Spider-Man steigt da ein, wo einige Fans sich auch beschwert haben, und zwar, dass Spider-Man ja in den Avengers nicht wirklich vorkommt. Spider-Man ist... schon. er ist einfach... Ja, genau. Nick Fury sagt halt einfach, okay, Junge, du bist noch ein bisschen klein. Du hast bei den Big Players noch nicht viel verloren. Außerdem bist du nicht wirklich ausgebildet. Und what the fuck, was bist du eigentlich? Der Ärger mit dem Gesetz, weil Kinderarbeit verboten ist. Ja, das weiß er ja zu dem Zeitpunkt. So, so ein bisschen als Sidekick behandelt. Ja, und Ultimate Spider-Man geht eben darum, dass sie sagen, okay, wir wissen, dass du halt ein Superheld bist, du kannst halt auch Dinge, und wir bereiten dich jetzt auf dein Schicksal vor und stellen dir dein eigenes Superhelden-Team aus anderen Minions. Minions? Und zwar... Mini-Superhelden. Ja, genau, die einfach Superhelden in Training, eben supervised von S.H.I.E.L.D. Und auf einmal wird die Highschool, auf die Peter Parker geht, dann auch noch zu einem Art S.H.I.E.L.D.-Hauptquartier und plötzlich wird der Headmaster ist dann auch ein S.H.I.E.L.D.-Agent und das ist etwas... Coulson? Ja, ja, natürlich ist Coulson. Das ist so sehr, ja, unauffällig. Und, der Direktor, ne? Ja, er ist ja dann der Direktor und er macht halt auch nur S.H.I.E.L.D.-Dinge, obwohl er der Direktor ist. Also es ist ein bisschen, ja klar, bitte Plot, aber ist nicht so wichtig. wichtig ist, dass eben einige sehr, sehr, sehr coole Charaktere vorkommen. Und zwar einmal White Tiger, und zwar die also seine Tochter, nicht der White Tiger, sondern die Ava Ayala, heißt sie, glaube ich, kommt eben drin vor. Ist, keine Ahnung. Sie ist auch mal wieder... Oh, es ist so toll. Es gibt einfach kein richtiges Love Interest, sondern die Leute sind einfach...
Jugendliche ohne direkte, ja, es gibt kein, oh, Mary Jane, und Mary Jane kommt natürlich vor und es hat einen leichten Crush auf sie, aber es ist halt nicht wie in den Filmen, wo es plötzlich Spider-Man nur noch sich darum dreht, sie zu retten oder zu beschützen. Vielleicht wollten sie ihn deswegen nicht bei den Avengers haben. Ja, wahrscheinlich, weil er ist einfach so, halt kriegt deine Hormone unter Kontrolle. Ja, es ist ein bisschen, also das ist eben nicht der Fall. Er will auch nur mitmachen, weil er reich ist. Genau, auch trotz der Hormone. Und so, weil er ein Gott ist. Was auch total toll ist, wer ist alles dabei? Iron Fist, den ich vorher überhaupt nicht kannte. Nicht? Und nee, der hat mir gar nichts gesagt. Ich habe dann ein bisschen nachgeforscht, wer das so ist. Boah, ist jetzt nicht so unbedingt meine Art von Superheld, aber Power Man, also Luke Cage ist dabei als Teenie. Total großartig. Er ja, ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, auch seine Einzelcomics. Und dann kommt er eben auch noch im Gespann mit Superman, mit Spider-Man vor. Das hat mich richtig gefreut. Dann habe ich auch Nova das erste Mal kennengelernt, der dort eben mit den Guardians of the Galaxy ja verbandelt ist, die dann auch immer mal wieder als Gueststars auftauchen, was natürlich schön ist, weil ich habe natürlich die Serie geguckt, während Guardians of the Galaxy lief und dachte so, oh, schön, da greifen sich also die Sachen schön zusammen. In dem Stil wird wohl auch Guardians of the Galaxy eine eigene Serie bekommen. Oh, das ist so geil, da freue ich mich schon drauf, weil auch schon die Guardians of the Galaxy waren echt cool gezeichnet, hatten coole Charaktere, also waren einfach sehr, sehr, ja, haben Spaß gemacht und waren dann auch zwar nur als Nebencharaktere in dem Spider-Man-Plot dabei, aber haben Spaß gemacht. Und wer richtig, richtig klasse ist, ist die, wie ist sie denn? Die Tante May von Spider-Man. Sie ist nicht alt, sondern so in den 50ern vielleicht. Also nicht wie die anderen alte Tante May, die ja dann schon irgendwie so wie eine alte Omi ist, dann auch nur alte Omi ihr Interessen hat, sondern Tante May ist tatsächlich noch aktiv. Also sie geht Dinge tun, tanzen und hat Freunde und ja, sie ist halt keine verbitterte Witwe, so wie man das halt öfters mal vorpräsentiert bekommt oder so eine total, sie ist, deswegen kriegt sie nicht mit, weil das Peter Parker Spider-Man ist, Entschuldigung, weil sie so alt ist, sondern weil sie wirklich noch ihr eigenes Leben führt und sie geht halt mal weg oder geht mal am Wochenende angeln oder sowas und dann kann halt Peter Parker Dinge tun. Sie ist einfach eine super angenehme Figur zum Angucken, was halt die andere Tante May nicht unbedingt war. Sein bester Freund ist natürlich Harry Osborn. Und die haben natürlich dann die ganze Origin-Story, machen sie durch, mit, dass sie sich halt am Anfang beste Kumpels sind und dann auseinanderleben. Das ist auch ein bisschen vereinfachte, also klar, gibt ja tausend Arten, in der Spider-Man jetzt schon Spider-Man geworden ist. Es ist auch eine sehr angenehme zum Gucken. Also hat auch wieder viel mit Venom zu tun. Einfach mal anschauen, ist super gemacht. Es kommen natürlich auch die Avengers drin vor, die aber nicht so diesen, die Schaudern stehlen, sondern auch wirklich dann in Teil, also sich gut integrieren in die Serie und es bleibt immer Spider-Man und nicht Avengers kommen vor und es ist Avengers und Spider-Man, sondern es ist dann Spider-Man und die ersten Avengers. Und so geht's auch weiter. Einer meiner Lieblings-Guest-Stars war natürlich dann Deadpool. Da gibt es, yay! Die lieben alle. Alle lieben Deadpool. Natürlich. Er ist so ein Arschloch. Das Spiel voll scheiße ist. Ja, das Spiel, ja. Ja. Oh. Ja. Off-Topic-Depression, jetzt wieder zu deinem Happy-Ultimate. Yay! Also, auch alle Gegner, die halt vorkommen, die wichtig sind, natürlich. Ein Wechselgrad der Gefühle. Otto Octavius ist wieder dabei. Venom natürlich, Taskmaster. Ja, es ist natürlich alle dabei, die wichtig sind. Alle haben ihre korrekte oder, naja, die angenehmste Origin-Story. Es hat also richtig Spaß gemacht, das zu gucken, weil man war wieder in den alten Heften drin, ohne Clone Wars, ohne den ganzen Shit, wo man nur dachte, was wollt ihr von mir? Sondern es ist wirklich klassischer Spider-Man mit wenig Mindfuck. Es ist, ja, es gibt auch Paralleldimensionen und ab und an mal irgendwelchen Krempel, aber die lassen es sehr schön low und am Ende bist du wieder in der Welt, wo du dich ein bisschen wohlfühlst mit, ah, Peter Parker ist halt wieder der Teenie-Typ auf der Highschool, der halt seine Teenie-Probleme lösen muss und währenddessen sich auch noch S.H.I.E.L.D. beweisen möchte. Ganz angenehm und eben nicht so, boah, furchtbar, furchtbar, katastrophal, kompliziert. Eine sehr schön anzusehen Serie.
Ja gut, und Spider-Man war jetzt eine Figur, von der gab es schon ein paar Serien. Da genau, ich habe alle jetzt, anderen gesehen. Also so schlagen wir jetzt einen Bogen wieder vor. Wirklich alle? Ich glaube, ich habe alle gesehen. Spektakulär Spider-Man? Ich bin ein riesen Spider-Man-Fan. Ich bin mir sehr sicher, dass ich sie gesehen habe, egal in welchem Punkt meines Lebens. Okay. Dann erzähl ein bisschen über Spektakulär Spider-Man. Das war die Serie davor, die hatte zwei Staffeln. Und gut, die war so in etwas cartoonigen Stil gezeichnet. Ja, dann. Kennst du sie? Ja, hat das eigentlich auch alles, also Peter Parker war an der Highschool und der Haupt-Love-Interest dabei ist, glaube ich, ja, Gwen Stacy. Genau. Ja, dann habe ich es gesehen. Und das war das, was mir so ein bisschen, da war wieder sehr viel, ja, und da hat man auch so ein bisschen das originale Spider-Man-Universum nacherzählt. Also so ein bisschen mit dem schwarzen Anzug. Venom taucht natürlich auch auf. Wobei man das ein bisschen versucht hat, auch einerseits ein bisschen zu modernisieren. Vielleicht auch so leichte Aspekte aus dem ultimativen Universum mit reinzunehmen. Aber das Ganze schön flüssig erzählt hat, dass das überhaupt nicht aufgefallen ist in dem Zusammenhang. Ja. Ach genau, was ein bisschen übertrieben ist bei Ultimate Spider-Man und dann nochmal, ist der Slapstick. Der ist manchmal ein bisschen zu schlimm. Also zum Beispiel geht jede Folge mindestens eine große Leinwand kaputt. So eine Werbeleinwand, auf der eben der, wie heißt der denn nochmal, der Typ von der Presse, das habe ich den Namen vergessen. Jonah Jameson. Ja, der halt über Spider-Man hatet. Und jede Folge muss mindestens eine von diesen Dingern, wo halt drauf, Spider-Man ist ein Menace und er ist böse und wir müssen ihn, das ist echt langweilig, weil das kannst du abstreichen. Also, es fehlt noch, dass eine von diesen Wänden kaputt geht. Bam, jetzt ist sie kaputt gegangen. Yay. Da weiß ich nicht, ob sie da die richtige Entscheidung gemacht haben. Also es gibt ein paar Sachen, die sich eben sehr wiederholen, leider. Okay. Dann gab es irgendwann davor noch so eine MTV-Spider-Man-Serie. Das kann sein, dass ich die nicht gesehen habe. Die habe ich auch nicht wirklich verfolgt. Also das war irgendwie so 3D? Nee, dann habe ich den nicht gesehen. Entschuldigung. Oder so? Ja, also das war irgendwie, so. Nee, das hätte mich schon von Anfang an auch abgeschreckt. Nicht gesehen. Und davor dürfte dann eigentlich schon die 94er, ja. 94 oder so, Spider-Man-Serie gewesen sein, ja. Und die war auch ziemlich gut. Also die hat sich. Ja, damit hat ja alles im Prinzip. Naja gut, es gab ja, ganz, ganz früher gab es ja noch welche, also in den 60ern. Und da gab es dann halt noch Spider-Man Solo als Serie und Spider-Man and His Amazing Friends. Die habe ich auch gesehen. Ja? Aber was ich halt meine, die lief ja, während man Kind ist, also während wir oder ich Kind war, und die lief halt dann. Und das hat dann dazu eingebracht, in den Kiosk zu laufen und ein Spider-Man-Heft zu kaufen. Spider-Man-Heftchen. Genau. Ja, wir sind mittendrin in den Klassikern. Was kennt ihr noch so für Klassiker? Feli sitzt da so unbeteiligt. Spider-Man. Oh. Comic-Klassiker. Ich durfte kein Fernsehen als Kind. Wenn meine Mutter einkaufen war, habe ich mich heimlich ins Wohnzimmer geschlichen und geguckt, was gerade lief. Und was lief da so? Och, ich habe von den meisten Serien Tutti Frutti. Ich habe von den meisten Serien halt meistens nur eine Folge mitgekriegt, nicht viel verstanden, weil mir der Anfang gefehlt hat, deswegen sind die meisten Klassik-Dinge nichts, außer ich habe sie später nochmal nachgeguckt, weil sie cool klang, als ich älter war. Moritz? Keine Ahnung. Du hast doch schon mal ich war. Das ist kein Comic. Ich weiß nicht, also. Handys aus während der Aufnahme. Das ist mein Tablettenwecker. Ach so, ja. Oh. Das wäre ein wunderschöner Übergang gewesen. Die original Batman-Serie. Ja. Aha, das stößt dann natürlich bei mir, weil auch da hat's offene Türen ein. Offene Türen. Da schlägst du offene Fenster ein. Ich kenne ein bisschen Batman of the Future. Ja. Na, da kommen wir dann gleich zu, weil das war ja dann eine der darauf folgenden Serien. Also Batman ist neben Spider-Man eigentlich eine der Figuren, die am meisten in TV-Serien oder Zeichentrickserien, jetzt sagen wir mal TV-Serien im Allgemeinen, neu interpretiert wurden, ne? Na, ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, und klar, angefangen hat alles damals mit dem Serial, das war halt Live-Action, dann gab, also wollen wir nicht groß drüber reden, dann... ist kein Zeichentrickfilm, deswegen. Dann gab es die 60er-TV-Serie, was auch Live-Action war,
Darüber könnte man reden, aber das machen wir heute nicht, denn wir reden heute über die die Cartoon-Serie davon. Davon gab es nämlich dann auch eine Cartoon-Serie. Mhm. 92? Ja. Nee. Welche? Von der 60er-Serie. Was? Da bin ich gerade noch. Was? Okay. Da gab es auch... Ich rede, ich meinte... Ja, du, ja, klar. Ich wollte jetzt nur so mal kurz die Chronologie. Ja, ihr muss das mal hier voll so. Das Wissen und ausbauen. Dann war ja eine Weile Ruhe. Also gut, da gab es noch die Super Friends und sowas. Also das so... Super Friends. Genau, das war dann praktisch die Justice League, aber haben sich halt irgendwie Super Friends genannt. Und ja. Dann 92 war es, ne? 92 kam dann. Ich hätte gedacht sogar 93 oder nein, so. Nein, Fox, erster Strahlung 92. Ach so, vielleicht ist ich hier. Ja, also hier deutsche dann, erste hier Strahlung 1993 am 19. Recht. November im Pro 7. Richtig, genau. Und das habe ich irgendwo als Trailer gesehen und war total geflecht. Wie kann das hat sein? Hat jemand ja? Dieses Intro, also dieses Intro ist ja das ja, Intro. Ja? Wunderbar, das mit diesen Zeppelin, die diese, ja. Diese ominösen, diese Scheinwerferkegel runterwerfen. Ja. Natürlich hat man die Titelmelodie genommen aus den Batman-Filmen vorher. Ich habe als Kind ja Daumenkinos gezeichnet und da habe ich wirklich dieses Intro, oder wo dieses Batmobile da die Turbine schmeißt und so und dann genau, es war wunderbar. Ach, lass das. Ach, lass doch. Gleich Gefühle. Ja. Große Gefühle, große. Ja. Keine Gefühle. Also Batman ist einer meiner Lieblings-Superhelden. Ich bin nicht so der Superheldenmensch. Ich glaube, ich mag Batman primär deswegen, weil er eigentlich gar keine Superpowers hat, sondern nur Technik benutzt. Also im Grunde so ein bisschen Tony Stark eigentlich. Ja, deswegen mag ich auch Iron Man. Ich mag auch Iron Man und mir ist aufgefallen, dass das parallel ist. Das spaltet, glaube ich, so ein bisschen. Die reichen und haben Technik. Die reichen, ja, die reichen. Die reichen, wir mögen, die reichen. Das ist aber interessant. Das ist interessanterweise der Grund, aus dem zum Beispiel andere Leute ihn nicht mögen. Weil das Hauptkriterium dürfte das... Ich glaube, das Hauptkriterium ist einfach, er ist... Das Hauptkriterium ist, glaube ich, erst krass düster und das war interessant. Als Kind. Ich mag halt... Deswegen mochte ich Peter Parker, weil er war arm. Ich glaube, ich fand ich Batman einfach. Die ganzen Superhelden nicht mit ihren Powers. Irgendwie langweilt mich das. Ich glaube, ich fand Batman interessant, glaube ich, weil es einfach irgendwie morbid war. Und ich fand das damals interessant als Kind. Ja, das natürlich auch. Und weil war er selber wahnsinnig auch, ist. Das war natürlich auch. Das ist auch, ja selber eigentlich schizophren. Deswegen ja morbide. Er war einfach völlig kaputt. Ja, und du hast halt bei Batman immer sich einen kleinen Jungen. Möglichkeit. Ah. Ich weiß gar nicht, tut er das da schon? Ich glaube nicht. Mischt auch was da ist er noch allein. Da hat er nur Alfred. Ja, stimmt. Du hast bei Batman natürlich immer wunderbar die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, wo er auf seine Gadgets zugreift, die dann halt mit viel Technik zu tun haben. Aber auch du hast die Möglichkeit, dass du mal auch mal eine wunderbare Detektivgeschichte oder Kriminalgeschichte erzählen kannst. Naja, war ja zuerst eigentlich, also er wurde immer so als nicht als Superheld, genau. Gab es nicht, sondern Superdetektiv. War das nicht so? Ja. Detective Stories sind das ja auch. Detective Comics, DC Comics. Das wurde erst als später krass. Mein Gott, was eine Plattitüde, das weiß jeder Comic-Fan wahrscheinlich. Verdammt. Aber. Hauptsache ist, dass du es auch weißt. Und wie gesagt, die Serie, die hat damals alles verändert. Also das war halt, das habe ich gesehen und da dachte ich so, was? Das gibt's. Ja, haben die ja damals alles auf schwarze Folie auch irgendwie gezeichnet. Ja, also das die war haben das ganz abgefahren. Ganz absichtlich so dunkel gehalten und es war absolut genial. Kleine Kuriosität am Rande. Es gab so einen Illustrator, Edward Gorey, der immer so Schraffur-Sachen so ein bisschen gemacht hat, so sehr morbid, so ein bisschen Tim Burton. Er war totaler Fan von der Serie. Ja, wer war es nicht? Das ist Fan von der Serie. Stimmt. Und mit diesem Universum oder mit dieser Serie hat sich dann ein ganzes Universum gebildet. Später gab es dann halt auch eine Animated Serie zu Superman, die im gleichen Stil war, aber nicht auf der gleichen Technik. Also das heißt, die hat man dann als Gegenstück entsprechend natürlich auch viel heller gestaltet und freundlicher und ja, die Feli wollte ein bisschen was erzählen zu einer Serie, die dann auch praktisch im selben Universum gespielt hat, nämlich Batman of the Future. Viel erzählen kann ich dazu nicht. Also ich fand die super cool. Ich habe halt nicht so viel davon sehen können, aber ich habe mich halt, wahrscheinlich hat mich das damals angesprochen, weil es halt ja um diesen Teenager geht, der von dem alten Batman, der jetzt eigentlich nicht mehr rausgehen sollte, um was zu machen und
Alfred lebt da immer noch, nicht wahr? Nee. Oder? Alfred ist nicht auch noch dabei. Egal. Ich weiß, auf jeden Fall dieser alte, motzige Batman, der eigentlich nicht mehr selber rausgehen kann. Ja, der motzige Batman ist das richtig. Ja, dieser grantige alte Mann, der ihn dann rausschickt und ihn dann dort anfunkt, wenn er auf einem Date oder auf einer coolen Party mit jetzt arbeiten. Hey, du musst die Welt retten. Und er so, sorry, Schatz, ich kann dir nicht sagen, ich muss arbeiten. Der Typ verlangt ganz schön viel von dir. Samstagabends um 2 Uhr musst du arbeiten. Er so, ja, sorry, kann dir nicht sagen, was ich für den mache. Bye. Das war sehr, sehr schön. Und ich mochte halt das Design davon. Also den Stil mochte ich sehr gerne. Sie haben auch eine der Klassiken. Und die Welt war halt auch ein bisschen anders. Die Welt war halt so ein bisschen düsterer, Mad Max-mäßig mit den Joker-Banden. Ja, die waren ein bisschen dystopiemäßig auch, weil die Joker, diese Joker-Banden hatten halt auch mehr Macht. Es war nicht ein großer Bösewicht, sondern es waren ja diese kleinen Banden, die er dauernd hatte, die da Scheiße bauen, die Polizei nicht unter Kontrolle kriegt. Das war so dystopiemäßig ein bisschen mit dieser Unterwelt, die es gibt, die wirklich schon recht groß ist, die so, ja. Und es gibt auch ziemlich viel, was man jetzt sagen könnte, was Drogen sind. Also, Batman of the Future hat sehr viel damit zu tun, dass er irgendwelchen Halluzinogenen ausgesetzt ist. Auch Batman dann später, also der Original Batman wird ja von diesem einen Typen da fast in den Wahnsinn getrieben. Er sitzt in diesem Raum und wird diesen Halluzinogenen, diesen Gasen so ständig ausgenetzt. Und da, ja genau, den vier, und dann findet er raus, dass er halt in dieser Illusion ist. Warum? Weil der Typ ihn eben Bruce Wayne nennt. Also Bruce, du musst das tun, Bruce. Und am Ende sagt er, ich wusste es, denn ich nenne mich nur Batman. Und oh ja, das war so geil. Als Kind, als es gesehen hat, das war so, wow. So dieser Moment. Das hatte einfach auch noch einen düsteren Touch durch diese Welt. Das war richtig cool. Das ist so gut. Und ich mochte halt die Zeichnungen unglaublich, weil die sehr schnittig waren. Genau. Die hatten auch sehr viele Designs. Also das Design war einfach sehr formbasiert. Also es hatte sehr dieses Conehaft. Also es sah einfach alles gut aus. Alles. Ja. Und es war halt nicht mehr wie die in diesem klassischen Stil, den ja anfangs die meisten Cartoons in der Richtung hatten. Die hatten alle einen recht ähnlichen Stil, sondern es hatte auf einmal was Neues mit ganz... Ja, und es sah einfach richtig stimmig aus. Die ganze Welt war auch schön. Es war einfach... Und sie hatten halt auch echt coole Gegner. Ink gab es zum Beispiel. Die Sachen waren sehr... auch wie gesagt, diese Scarecrow-artige Gegner da, das ist einfach keinen richtigen Joker mehr gab, sondern wirklich diese Joker-Prügelbanden, die dann auch wirklich mit diesem Gas da auch wiederum, es gab richtige, richtig schöne, viele Bedrohungen auch. Aber ich muss ja ergänzen, dass ich erst durch die 92er Batman-Serie viele Gegner überhaupt kennengelernt habe. Mhm. Weil vorher kannte man vielleicht die 60er TV, also aus den 60er Jahren die TV-Serie, und da hat man ja immer mal so eine Handvoll an Gegnern gehabt. Oder hat neue dazu erfunden für die Serie damals. Aber es gab halt viele, die für das damalige Budget vielleicht einfach nicht möglich waren. Ja. Und die hat man dann erst durch diese Serie kennengelernt. Also ich bin ja Batman Riesenfan of the Future hat halt dann viele neue hinzugebracht. Ja, ein Riesenfan des Pinguins. Mhm. Ich liebe den Pinguin. Das ist der... Ach, klar, der Joker ist der wichtigste. Bla bla bla. Harley Quinn ist natürlich auch so, aber die gehört ja halt eigentlich Sie gehört zum Joker, aber ich mag sie mehr als den Joker. Natürlich. Harley Quinn und ist ja cool. Auch erst durch diese Serie entstanden. Ne? Mhm. Total witzig. Und dann erst in die Comics überführt. Das gleiche hat man mit dieser Roxy Rocket dann noch probiert. Die war dann leider nicht ganz so erfolgreich wie Harley Quinn. Und dann hat man sie auch aus dem originalen Universum wieder raus oder vielmehr nicht mehr auftreten lassen. Ja, so geht das ja schnell. Wenn du so eine Serie hast, kommst du einfach nicht mehr vor. Ja, und es dauerte dann natürlich nicht lange, dass DC gemerkt hat, Mensch, jetzt hat man Batman in der Zukunft gehabt. Gehen wir mal wieder zurück in die Vergangenheit und bringen alle Helden die meisten Helden aus dem DC-Universum dazu, und hat dann eine Justice League-Serie gemacht. Und die habe ich auch versucht zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Versucht ist gut. Ja, war nicht mal. Hast du versucht die deutsche oder die englische Version? Ich glaube sogar die englische. Ich weiß, dass ich hatte da auch richtig gut dran, weil wenn du die deutsche sehen willst, hast du schon mal eine komplette Serie gar nicht gesehen. Okay. Nämlich Justice League. Kabel 1 hat damals angefangen und hat
mit Justice League Unlimited angefangen. Oh Himmel, ja, das habe ich geschaut. Es war alles völlig aus dem Zusammenhang. Ja, ja. Ja, also ja, die Vorgängerserie, die Justice League, wo es auch zwei Staffeln gab, haben die mal komplett ignoriert. Verrückt. Für den deutschen Markt. Das machen haben die aber gerne gemacht. Ja. Die haben auch Sachen geschnitten und, oder ganze Folgen weggelassen. Ja. Und der bei Darkwing Duck macht ja auch teilweise, also Darkwing Duck macht auch deswegen teilweise keinen Sinn, weil es verrückt hintereinander, also durchgewürfelt gezeigt wurde. Kommen wir ja gleich noch. Ja, genau. Gut, also wie gesagt, Justice League in Deutschland leider nur zwei Staffeln von insgesamt fünf. Ja, schade. Genau. Mir hat die Serie ganz gut gefallen, also zumindest das, was ich halt sehen konnte letztlich. Gut, ich habe dann viele Folgen auch US nachgeguckt von den anderen. Es kann sein, dass ich die wirklich auf Deutsch geschaut habe und deswegen keinen Sinn gemacht hat. Und auch da wird ja dann das Thema, also zumindest in den beiden Staffeln, die auf Deutsch erschienen sind, am Ende der zweiten Staffel, wird dann nochmal das Thema Batman of the Future aufgegriffen. Guck dir es an. Mach ich. Guck dir es an, wird dir gefallen. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich meine, gerade diese Serien haben ja dann auch das ausgelöst, dass es Direct-to-DVD oder Video-Filme gab. Mask of the Phantasm. Maske des Phantoms. Nö, sag mir gar nichts. Ach du, das war ja doch... war zu der originalen Batman-Serie damals, also zu der ersten. Wir haben nur sowas wie... Ja, doch. The Killing Joke und sowas, das war dann Batman of the Future, genau. Was? Nee, Killing Joke ist ja der... Quatsch. Joke ist der Comic von Alan Moore. Ja, Entschuldigung, The Return of the Joker meinte ich jetzt. Und Red Mask und sowas haben wir, glaube ich, da. Ja, aber das waren so Einzel-Episoden. Die haben jetzt wieder damit weniger zu tun, sondern es gab dann auch nochmal Filme direkt aus diesem Universum heraus. Okay, aus die diesem Animated Universe. Praktisch, die gehören da nicht dazu. Ja, ja, die habe ich auch, ja. Nee, Under the Red Hood hieß es, ja. Genau, aber, Under the Red Hood und hat halt die Vorgeschichte so ein bisschen mit erzählt. Killing Joke. Nicht Killing Joke. Death of the Family. Ja, so. Wo war ich jetzt? Achso, bei den Filmen, ja. Also Mask of the Phantasm ist ganz schön und The Return of the Joker. Ist dann halt... wir müssten relativ viele von den Dingern haben. Ist, ich weiß nicht, ist ob Batman of the Future Film. Okay, ja, dann habe ich... Bestimmt. Ja. Okay, gut. Aber Batman war ja nicht der einzige Rächer, der sich ins Cape geschmissen hat. Dann gab es auch noch eine berühmte Ente. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall erwähnen, denn vor 3 Monaten ist da der so ein Gigaband rausgekommen. Vor 3 Monaten? Ja, ich dachte, wurde doch gestern gesagt. Der ist schon länger her. Der ist hier. Schon länger her? Den der Kollege vom Stammtisch mit hatte, der war, das kann sein, dass der vor 3 Monaten rausgekommen ist. Was wir hier jetzt haben, ist das LTP Premium. Das ist ein lustiges Taschenbuch-Serie, die halt ein etwas größeres Format hat und alle 4 Monate erscheint im Moment. Und ja gut, da hat man sich halt vorrangig den neueren Phantomias-Geschichten gewidmet vor allem und auch anderen Serien, die in Deutschland so noch nicht stattgefunden haben oder nicht so erfolgreich waren, einfach nochmal eine Plattform gegeben. Und auch Darkwing Duck ist jetzt praktisch darin erschienen und zwar zum einen als einmal die Geschichten, die es vorher schon gab. Die es schon mal in Comicform gab. Das war praktisch die erste Folge und die ersten beiden Folgen von Darkwing Duck müssten das gewesen sein. Die haben sie da drin nochmal nachgedruckt. Ist auch schon mal auf Deutsch erschienen. Und dann geht es halt weiter mit neueren Darkwing Duck-Geschichten. Damals erschienen bei Boom Studios, als die noch die Disney-Rechte hatten. Und übers Comic wollen wir aber an der Stelle gar nicht so groß reden, sondern mehr über die Serie. Über die Serie. Ja, Uni. Ich will nicht immer nur reden. Darkwing Duck hat jeder gesehen. Darkwing Duck hat jeder gesehen. Natürlich. Dann erzähl. Ja, ich weiß nur nicht, wer soll anfangen. Helden ich mag Kiki. Ja, jeder mag Kiki. Ich liebe Morgana. Ich habe sogar... Das ist das tolle Thema, was wir letztens reden. Ich weiß nicht. Also ich hatte jetzt keinen besonderen Favoriten unter den Figuren. Buchsbaum und Morgana.
Mehr nicht. Ich fand die ganze Serie halt toll. Also, und ich fand es toll, dass Quack wieder vorkam aus DuckTales. Ja, Quack. Ich finde schön, und dass Krach, Quack, Ende, natürlich. Dass Quack in jeder Serie, in der er auftritt, er tritt ja in mehreren Varianten von Entenhausen-Dingern auf. Er tritt ja immer auf, wenn andere Enten dabei sind. Also bei der mit den Jungen, wo Tick, Trick und Tack Teenies sind, ist er auch dabei. DuckTales, die Teenie-Sache? Ja, die Teenie-Sache ist ja nicht DuckTales. Nee, das ist Quackpack, aber war da... Doch, er kommt überall in den Dingern vor. Echt? Er kommt auch da drinnen vor, war ja. Da kommt auch dieser... Bin ich mir ziemlich sicher. Also auf jeden Fall immer, wenn er dort auftritt, ist er ein und derselbe. Quack ist der Einzige, der immer derselbe ist. Okay. Quack ist immer Quack, der Bruchpilot. Quack in Quackpack? Die anderen, ich meine, er käme auch drin vor, wenn es nur nebenbei ist. Kann gut sein, dass vielleicht also ich weiß, dass auch Donald, glaube ich, mal da einen Auftritt hat bei Quackpack. Und die habe ich auch nicht gesehen. Und ich glaube auch dieser Wissenschaftstyp wieder. Donald hat da auf jeden Fall einen Auftritt. In DuckTales kommt er sehr wenig vor. Genau. Was also, ich damals sehr schade fand, ja, weil ich Donald Duck eine meiner Lieblingsfiguren ist. Mal kurz zur Chronologie. DuckTales spielt praktisch in der Zeit, als Donald zur Marine geht. Ja. Ja, und da Onkel, sind sie Kinder. Genau, und Onkel Dagobert nimmt sich der Kinder an und das klassische Prinzip, wir erleben Abenteuer. Klar, Dagobert will halt natürlich sein Vermögen. Karl Barks, Entschuldigung. Von beiden wahrscheinlich. Also, was? Erschaffen von? Die Geschichten in DuckTales sind teilweise übernommen von Karl Barks. Und Don Rosa hat auch teilweise an DuckTales mitgearbeitet. So, kann sein. Das geht mir jetzt tief in die Materie. Da, okay, Entschuldigung. Weiß ich gar nicht. Ja, gut. Gerne. Gerne. Genau. Und wo war ich jetzt? Achso, ja, also Donald halt bei der Marine und die drei Neffen erleben Abenteuer mit ihrem Großonkel vielmehr. Ne? Und Quack, der Bruchpilot, hat da seinen ersten Auftritt und ist eigentlich auch ständig dabei. Ja, er bruchpilotet ja alles, womit sie rumreisen. Genau. Man kann so ein Flugzeug runter, auch rückwärts fliegen. Ja. Und weitere lustige Nebencharaktere. Es gab erzählt uns jetzt die Oni. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Es gab, könnte ich ja mal einspringen. Frieda. Ja, genau. Frieda, Johann. Die Mini-Daisy. Keine Ahnung, wie der hieß. Webby, glaube ich. Doofi, ja, okay, der war furchtbar. Der kam aber auch erst später vor. Daniel Düsentrieb, natürlich, wunderbar. Mit Helferlein und es gab... Daniel Düsentrieb ist ja dann auch wieder ein Übergang. Wie hieß die gleich nochmal? Duckin' Duck. Kleine? Ich glaube Webby oder sowas oder keine Ahnung. Hieß sie nicht auch Kiki? Nein, hieß sie nicht. Oder ich weiß nicht, also im Film hieß sie so, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also das hat man es gab übrigens einen super Film für das Kino. Ja. Das Einzige, was Jäger des verlorenen Schatzes. Nee, Jäger der verlorenen Lampe. Jäger der verlorenen Lampe. Den habe ich sogar gesehen, um Himmels Willen. Warum das denn? Cool. Ja, der war gut, ja. Aber gut, bei Disney war es ja immer schon so, dass die Namen eingedeutscht wurden. Das hat man dann in den Serien fortgeführt. Und so war es dann halt dann später auch in Darkwing Duck, die man gewisserweise als Nachfolgeserie zu den DuckTales sehen kann. Mhm. Weil ja, wie gesagt, Charaktere übernommen wurden. Also Quack und auch die Krachbumente, die ja vorher schon in ausgetrockneter Ententümpel. Genau, die auch vorher schon in den DuckTales aufgetreten ist. Genau, das sind eigentlich so die zwei Charaktere. Wobei das dann ja alles wieder in einer anderen Stadt gespielt hat, nämlich St. Erpelsburg. Genau. Und vielleicht waren die so Quack und sowas wahrscheinlich so als eine Art Überleitung gedacht, ja, diese neue Serie, damit man sich nicht mehr so fremd vorkommt. Kommt, wie gesagt, Daniel Düsentrieb ist ja auch, kommt in Darkwing Duck vor. Echt? Das habe ich verpasst. Ja. Davon weiß ich nichts. Der baut glaube ich, Kram für ihn. Okay. Was? Und der repariert doch auch die Krachbumente, dachte ich, oder bin ich jetzt so dumm? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der bei dem Kram... Mag sein. Also, in der Serie, in der TV-Serie. Ich meine sogar, als wir durchgeblättert haben, jetzt beim Stammtisch, habe ich gesehen. Ja, in dem Band ja. Da auf jeden Fall. Ja, der kommt aber in der Serie vor. Okay. Meine ich schon. Ich dachte, der wohnt da nicht... War da nicht auch was mit einem Trailer? Oh Gott. Nee, das ist ja der Krachbum-Pipi. Wohnt in dem Trailer. Genau. Also, furchtbarer deutscher Name im Original. Gizmo Duck hat irgendwie ein bisschen mehr. Richtig, deswegen hat er ein R auf der Brust, weil er erst Roboduck heißen sollte. So, das habe ich mal genötet.
das, was hier drin ist, bereitet im Grunde einen Crossover vor, was bei Boom Studios damals stattgefunden hat. In der Comicserie zwischen Darkwing Duck und DuckTales. Ich meine trotzdem auch, dass der bei Darkwing Duck auch vorkam. Deswegen gelten da etwas andere Regeln. Ich möchte nicht zusammenhängend Fernsehen. Also ich bin... Du bist raus. Ich gebe keine hundertprozentige Garantie. Aber auf jeden Fall, Quack, egal wo er vorkommt, ist immer Quack. Ja. Das finde ich einfach cool. Quack, Quack. Genau, also in dem Band hat man praktisch beides ein bisschen gemischt. Noch mehr als zuvor, weil man da ein Crossover vorbereitet hat, das hier leider in Deutsch nicht vorliegt. Uni? Uni recherchiert. Ich recherchiere noch, ob... ich finde aber immer mehr, dass er auch wirklich drin vorgekommen ist, der Düsentrieb. Ich kann mich jetzt bewusst nicht dran erinnern, aber mag sein. Bitte korrigiert uns in den Kommentaren, die ihr unter diesem Beitrag findet. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. So. Wenn das irgendwer hört. Wenn das irgendwer hört. Komm, die zwei Leute, die das anhören, können doch auch mal in die Kommentare schreiben. Also, wenn wir grade... Mama und... Hier steht was mit, die Figur ist sowohl bei Darkwing Duck, Quatsch, als DuckTales, als auch bei Darkwing Duck. Darkwing Duck zu sehen. Jetzt habe ich es natürlich weggeblättert. Gut. Und ich habe es angeklickt, um es dir zu zeigen, und dann hat es natürlich zu was anderem gesprochen. Wenn wir einmal in den Disney-Blog sind, würde ich ganz gerne noch ein paar Serien nennen. Natürlich, und zwar natürlich hat mir als große Goofy-Fan dann eine Serie gefallen, die dann auch 92 gestartet ist. Goofy und Jeder Max. Tag ein Klacks. Die zwei das Sache heute wird gesungen. Sind ein großes Siegespaar. Keine Ahnung. Die Musical. Kennst du nicht? Doch, kenn die sehr schon, aber... ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, immer wenn irgendwie... Es gibt ganz viel Hate, Leute. Das geht nicht. Naja, die haben jetzt halt... Damit vergraulen wir zwei von unseren 5 Zuhörern. So. Also wie gesagt, die klassischen Figuren haben sie jetzt versucht, als Zeichentrickserien rauszubringen. Mit DuckTales hat man sich sehr nah am Originalkonzept gehalten, wie es halt in den Comics auch schon bekannt war. Und mit Goofy und Max zum Beispiel hat man eine neue Richtung eingeschlagen. Nämlich man hat sie aus der gewohnten Umgebung rausgenommen. Die sind dann nach Hunshausen gezogen. Das Ganze findet ohne Mickey statt. Ne? Goofy hat einen Sohn im Teenageralter und... Nachbar ist natürlich Katakalo und hat auch schon eine relativ große Familie, also 2 Kinder, eine Frau, einen Hund, glaube ich sogar noch. Und irgendwie so ein Bettvorleger. Und werden halt die ganz normalen Schülerabenteuerprobleme so ein bisschen geschildert. Also Max steht da eindeutig mehr im Vordergrund, hatte ich immer so das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz hat die Serie sehr viel Spaß gemacht, also mir zumindest. Und dasselbe Prinzip mit diesem, wir nehmen bekannte Disney-Figuren und fügen die in ein neues Gefüge, hat dann nochmal stattgefunden mit Chip und Chap. Ach so, ja. Ritter des Rechts. Und mit, kommst du drauf? Ach ja, Captain Baloo. Richtig. Bum, 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 bum. Das bin ich jetzt nicht. Genau. Und unser Captain-Freund. Oh Gott. Wir sind da die Brain gewascht. Deswegen, wenn ich sowas je wieder sehe, immer wenn ich sowas wieder gesehen habe, habe ich da immer den Ton ausgemacht, weil ich es nicht ertragen habe. Warum das denn? Ich weiß nicht. Kann ich nicht. Kleines Quiz. Bei Captain Baloo ist nicht nur Baloo aus dem Dschungelbuch mit in dieses Louis. Universum, sondern Louis noch und wer noch? Shere Khan. Genau. Ja. Wer noch? Fehlt noch wer? Gewisserweise Bagheera, das sind so diese Helfer. Aber ist nicht so fest. Kommt drin. Immer als irgendwelche Transportflieger oder aber weiß nicht was. Aber ist nicht so fest drin. Also ja. Fest ist das Krokodil ist wichtiger. Als viele Charaktere sind auch Shere Khan. Was sehr gut war an Captain Baloo war die Welt, die da gezeigt wurde. Ja. Die Worldbuilding, diese 30er Jahre Flugzeug. Das war so unglaublich, Fluginsel war natürlich phänomenal, wo Louis... Ja, Louis... Kneipe und Krassstelle und die es war alles so toll. Oh, es Luft, war alles so toll. Die Luft, es war alles so toll. Und Kit, Wolkenflitzer. Kit Wolkenflitzer, der natürlich
Mowgli darstellen sollte, irgendwie in einer gewissen Weise. Nein. Echt? Nein. Nee. Nein. Was? Was? Nein. Papa Bär, hat er auch immer gesagt. Ja, nein, die nein, sind nein, auch beide Bären. Die dürfen das. Ja, aber Mowgli hat auch Papa Bär gesagt. Nennen, egal. Selbst ich würde Papa Bär nennen. Wollt ihr nur mal, wollt ihr nur mal testen, ob ihr auch aufpasst? Nein. Objection! Ja. Und wie gesagt, die anderen Figuren, die hatte ich ja schon erwähnt, die auch in so ein Umfeld gesetzt wurden, waren Chip und Chap. Was haben die ja, denn getan? Die Ritter des Rechts. Ja, genau. Chip und Chap. Ich wollte gerade sagen, wer die Musik nach zu singen beginnt, der kriegt hier Haut. Ich habe die neulich schon mal gesungen. Alle lieben. Weil wir hatten das Thema neulich schon mal in einem anderen Podcast. Jetzt muss ich mal kurz was placken. Ich mache nämlich noch einen zweiten Podcast mittlerweile. Ja, weil dir ein Podcast nicht genug ist. Nee, das reicht mir einfach nicht. Link in der Description. Mit dem lieben Basti, der auch schon mal bei uns hier zu Gast war, mache ich inzwischen die Etage 13. Link gibt's in den Shownotes. So, oh. Und da haben wir halt auch schon über die Chip und Chop gesprochen und über Dunkin' Duck. Was? Über was redet ihr denn? Über alles Mögliche, über Serien, Filme, Spiele. Alles außer Comics ist unser Motto, weil Comics besprechen wir ja jetzt hier, beziehungsweise der Basti in seinem Der Comiker YouTube-Channel. Und deswegen haben wir gesagt, natürlich am Rande kann das mal streifen, irgendwie in der Form, seien es Batman-Filme oder eben solche Serien. Aber ja, prinzipiell sprechen wir da über alles andere. Ja. So, nichtsdestotrotz, Chip und Chap rettet das Ritter des Rechts. Ritter des Rechts erinnert euch an was? Ihr, die so die... A-Hörnchen und B-Hörnchen. Yeah. Die immer Stress mit Donald haben. Ja, ja. Ja, das sind die Charaktere. Okay, aber ich will auf was anderes hinaus. Es gab mal einen... Oh, ich weiß es. Jetzt kommt's. Indiana Jones und Magnum. Nee. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und ja. Die sind so ein bisschen... Aber auch, das will ich auch nicht hinaus. Wo willst du denn hinaus? So, pass auf. Räuber. Es gab mal eine... Diebe... auf Ganoven. Ist euch mal aufgefallen, dass die da einmal Ganoven Tür gesungen haben? Nein. Ich kenne nur Ganoven Tour. Spiel mal den. Nein, wer tut das? Tour. Ja, Tour. Nein, das, aber es klingt. Du hast einen Knick in der. Du hast einen Knick. Entschuldigung, nein. Es klingt im Trommelfell. Es klingt in meinem Trommelfell wie Tür. Ja, und später singen die auch nicht der Fall ist schwer, sondern der Ball ist schwer. Nein, sie singen der Fall ist schwer. Im Trommelfell. Sie haben das F sehr hart. Ja, also, egal. So. Diese Gruppe ist. Ach, die beiden Hörnchen kann man erstmal rausschmeißen. Die sind eigentlich die langweiligsten Charaktere. So. Was? Ja, ja, machen wir weiter. Summi ist der eigentliche Star. Du spielst mir nämlich gerade voll in die Karte. Summi ist der eigentliche Star und natürlich... Summi! Die zwei Trixi. Mäuse. Trixi ist so großartig. Ja, ich mochte die ja immer Samsung mit seinem Käse. Der beste weibliche so. Charakter, der jemals in einem ever! Ja. Trixi und Samsung. Das ist wohl Samsung. Samsung. Ja. Samsung. Samsung. Man könnte es natürlich parodistisch ausschlachten, dieses Wort. Samsung. Sind ja Mäuse. Ich hab ein riesiges Handy aus. Nein, auf dem Rucksack aus. Ja. Tut mir leid, ich zu deprimiere, da ist eine Ratte. Kann einer diese... Wenn ich schon mal was über den Cartoon weiß, muss ich das auch preisen. Kann ich mal das Fenster aufmachen kurz? Also. Das willst du mir erklären, dass das Quack, der Bruchpilot, Trixi in Quack aufgetaucht ist? Trixi ist eine Maus. Das ist trotzdem eine Ratte. Das Gut. heißt, Samsung ist eine Ratte. Guck. Ja. Was ist denn los? Sie so. Gehören zu den Nagetieren. Redet immer weiter. Ich bin Nagetiere. Nee, Google ist Samsung eine Maus. Am Arsch die Waldfee. Das streichen Mäuse. Wir raus, ne? Nö, wir sind explizit, wir dürfen alles sagen, was wir wollen. Du darfst jetzt Fax sagen. Du darfst, herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt Fax sagen. Sie haben einen Fax gewonnen. Also, piep, ihr macht mich so piep. Mein explizit Zimmer, da heißt du darfst. Kraftausdrücke. Kraft durch Freude ausdrücken. Kraft durch, nein, oh Gott. Also egal, ob es jetzt eine Ratte ist oder eine Maus, ich recherchiere das in der Zwischenzeit nochmal. Aber was ist denn dein Punkt? Ja, ihr lasst mich ja als nicht dazukommen. Mäuse.
Rettungstruppe. Ich glaube, das ist wieder... Ritter des Rechts, Moment, Ritter des Rechts. Ritter der Tafelrunde? Nee, aber ich habe ja gerade schon was gesagt, was ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Ritter der Mausrunde? Nein, Rettungstruppe. Weifel der Mausrunde? Das ist falsches Universum, Rettungstruppe. Ich durfte niemals Fernsehen. Rettungstruppe. Wow. Sind Sie das A-Team mit Mäusen? Rettungsgruppe. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, so heißt es von mir aus. Nee, Ahnung. So heißt es halt nicht. Es heißt Ritter des Rechts. Aber es Sie nennen sich doch die Rettungstruppe, ja. Ja, genau. So. Ja, und? So. Vorspann und? Heißt es dann wohl anders. Ach, die so. Übersetzung, ja. Mit Übersetzung ist das doch so eine Sache. Die Hörer werden uns hassen. Also, ich weiß deinen Punkt nicht. Das muss man sich verdienen. Auf. Es gab... Outtake, eine Stunde. Wenn ihr mich nicht ständig unterbrechen würdet, könnte ich auch mal zum Punkt kommen. Es gab mal einen Film. Es gab mal einen anderen Film mit Mäusen, der war von Disney. Und da hat nichts mit Mickey Mouse zu tun. Bianca Dingsda. Ja. Bianca. Richtig. Und die hießen zufälligerweise wie diese Organisation? Ich habe den Film nie gesehen. Vergessen? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hab's doch jetzt 130.000 Mal gesehen. Jawoll. So, also das heißt, Chip und Chap war ursprünglich geplant als Spin-off-Serie zu Bernhard und Bianca. Ach du Alarm. Was? So. Das habe ich nicht gewusst. Ich meine, siehst du? Ich habe den Film nie gesehen. Das interessiert mich alles nicht so. Doch, das ist hochinteressant, weil nämlich... Hochinteressant. Bernhard und Bianca im Känguruland war damals war damals schon in der war damals schon in der Produktion so weit fortgeschritten, dass die gesagt haben, nee, wir wollen den ja als Kinofilm rausbringen, das machen wir jetzt nicht als Serie. Also haben sie kurzerhand sich dafür entschieden, haben den Kasten ein bisschen umgestrickt und haben halt Chip und Chap dazu genommen. Okay. Und haben dann diese Konstellation draus gemacht. Das ist interessant, wie viele Filme eigentlich Bernhard und Bianca hätten sein sollen. Oliver und Co. auch. Der hätte auch. Das hätte auch Bernhard und Bianca sein können. Erzähl mehr. Das hätte auch irgendwie Bernhard und Bianca Fortsetzung sein sollen. Okay. Ich kann mich nur an den Albatros erinnern, dass er nicht fliegen konnte, weil das war. Ich habe das ja nicht gesehen, sondern als Hörspielkassette. Orbel, glaube ich. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall sehr nervig, denn dieser Sprecher hat dann versucht, die Geräusche dieses Albatros nachzumachen, während er versucht zu fliegen. Australische Muskelmaus. So, von wegen Ratte am Arsch. Also in der deutschen Serie wird er als Ratte bezeichnet, das weiß ich. Von den Bösen. Nein, er wird als Ratte bezeichnet. Australische Muskelmaus. Ich zitiere Pumba. Ich weiß, dass Pumba. Er als Ratte bezeichnet wird. Vielleicht ist es eine beschissene Übersetzung. Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht, aber australische. Wie hat er mich genannt? Australische kannst Muskeln. Kannst du auch in der Kinderserie nicht anbringen. Ich bin eine australische Muskelmaus. Ich guck mal, ob eine... Das hat doch viel schöner geklungen. Gucken wir mal, ob eine australische Muskelmaus eine Ratte ist. Er wird auf jeden Fall als Ratte bezeichnet. Ihr seid aber nicht Korinthenkackerisch. Ich weiß, dass er als Ratte bezeichnet wird in der Dings. Das fand ich nämlich cool, dass er nicht mal irgendwo eine Ratte vorkommt, die kein beschissener Kackerisch. Australische Muskelmaus ist offensichtlich ein Begriff, der für Chip, Chip und Chap erfunden wurde, denn wenn man danach sucht, gibt es keinen weiteren Eintrag so, außer Chip, Chip und Chap. Wir haben keine Zeit mehr. Wir verlieren uns gerade ein bisschen. Okay. Moritz, stell doch bitte deinen Comic vor. Oh, jetzt habe ich keine Lust. Stopp. Haben wir irgendeine wichtige klassische Serie sehr wahrscheinlich vergessen? Jetzt alle. Hey, Arnold. Sind wir viel Arnold. Noch einen, über den wir über Arnold reden. Ja. Powerpuff Girls Fighting. Okay, stopp. Wir machen jetzt Folgendes. Das hättet ihr hören können. Nein. Was? Nein, wir haben uns jetzt ein bisschen verrannt gerade in der Zeit. Wir haben jetzt wirklich keine mehr, weil ich, wie gesagt, dummerweise vergessen habe, ein bisschen was runterzulöschen. Und jetzt haben wir wirklich nicht mehr viel Zeit, noch 40 Minuten. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit dem Moritz, seinem Comic-Projekt weiter. Und dann, ich meine, die Episode ist lange noch eigentlich. Okay. Also, und die klassischen Cartoons, die besprechen wir irgendwann nochmal. Es wird sich nochmal eine Möglichkeit ergeben, dass wir über Cartoons streiten können. Ja, ich merke. Bei Cartoons streiten. Aber mit der Felly streite ich mich gerne. Ja, toll, ne? Dass er eine Ratte
oder jemand anderes und du bist keiner von den Bösen. Ich finde, ja, natürlich, wer die ganze jetzt beschissene Serie bis dahin guckt, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja. Ich werde es dir beweisen. Also gut, wie gesagt, wenn man, australische Muskelmaus. Jeder braucht ja ein Ziel im Leben. Ne? Ja. So, und dein Ziel ist es, Comic-Star zu werden. Comiczeichner? Nein. Ich möchte kein nein. Star zu werden. Ich wollte jetzt nur eine Brücke bauen. Egal. Ich baue dir 1000 goldene Brücken und du? Genau. Und du reißt sie ein mit dem Arsch. So. Was ist das für ein Ding? Ja, ich bin jetzt akkurat. Jetzt sind wir mal explizit, aber hallo. Das war mir die ganze Zeit zu freundlich. Jetzt können wir mal. So, kindgerechter Scheiß. Der Moritz macht ein... arbeitet derzeit an einem Comic-Projekt für einen Verlag, der da heißt? Zwerchfell. Richtig. Building Better Comics seit 1988. Ui, den Slogan hat er auswendig gelernt. Applaus dafür. Entschuldigung, das kommt einem so im genau. Wird Ende 2015 erscheinen. Auf Holz geklopft. Und ja. Kannst du ein bisschen was verraten, um was es gehen wird? Ohne zu viel zu verraten? Ja, es... Oder vielleicht sogar schon Titel, es geht um, so. Es wird um drei Kinder gehen, die ja spezielle Fähigkeiten haben und die deren Freundschaft in Gefahr gerät durch diese Fähigkeit. Oder zumindest die auf jeden Fall deren Freundschaft so eine gewisse Schieflage erhält für einen Tag, weil sie Scheiße gebaut haben im Grunde damit so ein bisschen. Also es spielt so über zwei Tage und am... Also es ist so im Umfeld von einer Sonnenfinsternis eigentlich. Okay. Ja, und kannst du auch schon einen Titel verraten? Ja, Totality. Totality. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu prätentiös. Das soll eigentlich, das hat mit der Sonnenfinsternis zu tun, weil da, wo der Schatten wirklich am dunkelsten ist, da ist die sogenannte Totalität. Ich denke, das heißt auch Totality. Okay. Und Ja, du willst noch was sagen? Erstmal, ich will dir nicht ständig ins Wort fallen. Nee, du wolltest was fragen. Achso, ich wollte was fragen. Gut, wie ist es denn zu der Zusammenarbeit gekommen mit Zwerchfell? Relativ einfach. Also ich habe ihnen ein Konzept gemacht und das den beiden in Erlangen gezeigt. Also Ivi und Stefan. Okay. Es ist eigentlich ein Comic gegen Angst. Also... dass man sich nicht von seiner Angst besiegen lassen soll. Was ich immer großartig finde an deinen Comics sind einfach die Charaktere. Oh. Und womit man es immer so ein bisschen vergleichen kann, sind also im Prinzip sowas wie die fünf Freunde, aber mit übernatürlichen Fähigkeiten oder sowas wie, weiß ich nicht, immer wenn ich deine Sachen lese, die sind immer so schön an einer Stelle halt positiv und auf der anderen Seite dann wird es halt richtig schön mehrschichtig und dunkel. Ja. Und auch so, keine Ahnung, ich hatte jetzt mal gerade geschaut, Pat Kai und der feuerrote Ball, das sind alles so Sachen, so Abenteuersachen, die dann aber ein bisschen mehr werden. Pat Kai und der feuerrote Ball, was ist das? Die finden einen Alien in der Höhle. Okay. Das ist ein feuerroter sprechender Ball und der führt sie dann aus so einer, also die wollen halt gegen, ist ein Hörspiel, die wollen gegen solche Typen kämpfen, die gehen dann in die Höhle, werden eingeschüttet und dort finden sie eben den feuerroten Ball, der mit ihnen spricht und sie dann aus der Höhle führt. Interessant. Also ich weiß, dass ich ich muss gerade mal den Faden finden. Ich finde das mal sehr schön vielschichtige, wie heißt denn, Beziehungen. Also dass man auch die Eltern von deinen Charakteren mal kennenlernt. Das ist einfach so selten mal in ordentlichen Kinder... nicht Kinderbüchern, sondern halt diesen Geschichten. Ja, also es ist jetzt natürlich so eine Standalone-Geschichte. Ich glaube, wie ich ursprünglich die Figuren mir ausgedacht habe, die gibt es ja schon... Die gibt es schon länger. Seit vielen Jahren eigentlich habe ich die Figuren irgendwie so im Kopf rum gehabt und hatte auch immer irgendwelche Szenen oder so, aber es war irgendwie nie eine Geschichte, wo ich das irgendwie dran entlanghangeln konnte, diese ganzen Szenen. Und dann ist es irgendwann passiert, also... wie das manchmal so kommt, dass dann plötzlich die Geschichte da ist. Und ja, also ich hatte mir damals wirklich auch mal gedacht, dass das vielleicht so eine Serie wird, irgendwie mit den Figuren, aber muss man mal sehen. Jetzt ist es erstmal so diese Einzelgeschichte. Es ist auch merkwürdig. Ich arbeite da jetzt schon, ich weiß nicht, 6-7 Jahre an dem Ding. Es ist, Ja, aber genau so fühlt es sich halt auch an. Es ist unheimlich durchdacht. 2009 angefangen, irgendwie es ist eigentlich ein bisschen verrückt.
eine erste Version gezeichnet, auf Papier irgendwie mit Bleistift komplett irgendwie 100 Seiten und jetzt für Zwerchfell habe ich das Ding komplett nochmal neu gezeichnet. Das, ich glaube, das würde ich dann auch nicht nochmal machen, so in der Form. Würde ich dann wahrscheinlich erst nur noch schreiben und dann zeichnen. Aber ich fand einfach, ich habe mich da entwickelt, also als ich es nochmal durchgeguckt habe, dass ich auch ein bisschen, dass man da sich auch als Mensch nochmal entwickelt und dann kommen noch neue Erfahrungen hinzu und dann ändert man das noch natürlich nochmal ein bisschen ab. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, es musste sein. Ja, klar. Ja, wie gesagt, also ich weiß gar nicht, also auf die Geschichte bin ich jetzt da eben jetzt gar überhaupt noch gar nicht so eingegangen. Erzähl doch ein bisschen was von deinen Charakteren. Das ja, bringt also die Fähigkeiten sind eigentlich auch eher nicht so die das Hauptthema der Geschichte. Es wird schon so ein bisschen erwähnt, aber und auch mal an einer Szene sehr explizit angesprochen. Mhm. Aber es dient nur dazu, die Handlung voranzutreiben. Also, was weiß ich, ein junger Storch, also er heißt wirklich Storch, also ist kein Spitzname, Alexander Storch, mhm. Der kann, was weiß ich, Hologramme erzeugen. Dann gibt es Simon, der unverwundbar ist, bis zu einem gewissen Grad. Ja, und Merle, die baut so Gadgets eigentlich. Mhm. Ob das jetzt auch so wirklich eine richtige, besondere Fähigkeit ist oder ob das einfach so ein Talent ist, das ist so die Frage. Aber naja, und Storch hat eigentlich, Simon hat zum Beispiel keine Probleme mit seiner Fähigkeit und ist auch irgendwie ganz offen damit. Also macht wahrscheinlich auch immer irgendwelche kranken Stunts oder sowas. Also mhm. Während Storch das eher so versteckt und keine Lust hat, das irgendwie zu zeigen und eines Tages bei so einem Streit auf dem Schulhof kommt, das vergisst er sich so ein bisschen und lässt es raus, um einen mal zu erschrecken. Und Simon hilft ein bisschen nach, weil er diese Hologramme mit seinen Augen so erzeugt. Also mhm. Es ist natürlich fantastisch. Also er trägt immer eine Sonnenbrille, damit die sozusagen nicht rauskommen. Mhm. Und Simon reißt sie ihm mal weg und Storch erzeugt ein ziemlich übles Hologramm und alle sehen's. Mhm. Und eine Mitschülerin filmt es auch noch. Es ist keine gute Situation. Und dieses, womit die Mitschülerin das gefilmt hat, war ein selbstgebautes Handy von Merle, dem Mädchen, das die mhm. Gadgets macht, mhm. das Merle dem Mädchen geliehen hatte. Es ist also im Grunde so eine allgemein schlechte Stimmung dadurch. Mhm. Storch ist sauer auf Simon, Merle fühlt sich schlecht deswegen und das müssen sie dann erstmal damit klarkommen. Mhm. Naja. Naja, und dann ruft das natürlich auch nochmal die Ordnungskräfte auf den Plan und wie sie da aus der Nummer wieder rauskommen, mhm. wird dann im Rest des Comics erzählt. Okay. Ja, das klingt ja schon mal sehr interessant. Ja. Wobei das alles eher auch, ja, doch. Ich habe dann eher auf so viel äußere Action eher verzichtet und dann mhm. eher so viel mehr im Inneren passieren lassen. Okay. Also es gibt spektakuläre Szenen, mhm. aber das sind dann eher vielleicht Träume und sowas. Okay. Finden wir in den Charakteren selbst statt. Ja. Von wie vielen Seiten sprechen wir denn? Auf jeden Fall über 100. Ich mhm. bin jetzt gerade am Kapitel 3 und das sind wahrscheinlich 37 Seiten. Mhm. Also das heißt, wie viele Kapitel werden in dem Buch dann drin? Vier Kapitel. Mhm. Und es ist auch abgefahren gezeichnet. Also das ist nicht... es ist immer aus der Comic-Zeichner-Perspektive schön zu sagen. Ich bin mhm. halt recht... Ich arbeite recht schnell und sehr, sehr... so eine Seite dauert bei mir nicht lange, aber bei Moritz, man sieht halt einfach, warum das so Zeit braucht. Mhm. Und er hat auch eine Stadtperspektive gezeichnet. Hast du die dabei? Nee, leider nicht. Um Himmels Willen, das war so abgefahren, wie großartig. Kontraste. Ja. Mhm. Das war sehr kontrastreich. Und hier sind die Kontraste natürlich mehr, weil hier in der Traumszene viel schwarz ist. Mehr als in allen anderen Teilen. Ja, aber ich mhm. habe ja auch andere Seiten gesehen, so du hast mal was dabei, mit wo Charaktere sich irgendwie unterhalten. Das ist halt sehr, sehr kontrastreich. Ich mag das. Und es ist halt alles handgemacht. Das ist so wunderschön und so toll gezeichnet. Und man sieht einfach, wo da die Energie und die Zeit reinfließt. Mhm. Das sind keine Comicseiten, die in 2 Stunden entstehen, sondern das ist richtig, da steckt in jeder Comicseite sehr viel und Nachdenken. Und Panelaufteilung. Genau.
Das ist so nichts Schlimmeres, als wenn du nicht weißt, wo die Story langläuft in dem Comic, weil die Panels ja unübersichtlich sind. Das Schöne ist, sie sehen zwar immer noch, also es sieht nicht langweilig aus, sondern es, schau her, wie hier dieser Lichtstrahl ja im Prinzip ein Panel aufmacht, aber eigentlich gar nicht. Und wie geil das doch einfach ist, wie diese zwei Lichtstrahlen dort diese, so eine Struktur auch dem Leser geben. Und nicht vergessen, das hören die jetzt nur. Ja, weil man muss es halt ein bisschen erklären. Wir beschreiben auch hier immer Comics und Zeichnungen. Also, wie gesagt, von den Zeichnungen her, ich kenne kaum jemanden, der so zeichnet wie du. Und das ist einfach immer, immer wieder toll. Vorsicht. Ja, also wir werden natürlich euch hören, an der Stelle dann auch eine Seite von diesem Comic zeigen können. Vielleicht kommt demnächst auch ein bisschen mehr auf deinem Tumblr. Das, ja, wenn es mal der Vollendung sich nähert, auf jeden Fall. Genau. Und den Tumblr wird man dann auch jeden Fall hier auch noch verlinken. Also, damit ihr euch einfach mal so ein... Der auch mal wieder ein bisschen geupdatet werden muss. Also ja, das klar. Ist da nicht immer so die Disziplin. Das ist manchmal so ein bisschen disziplinlos. Ja, aber klar, damit man sich einfach... Weil jetzt gerade die Arbeit vorgeht. Genau, klar. Aber deswegen, einfach damit wir da mal auch ein Bild zeigen können, von was wir hier eigentlich sprechen. Und damit sich die Hörer mal so ein bisschen einen Überblick machen können von deinen Sachen, weil du hast ja auf deinem Tumblr auch ein paar andere Sachen noch mit drauf. Es ist natürlich auch so ein bisschen so, dass die, also es sind ja 4 Kapitel und in den ersten beiden ist das Layout relativ streng, also immer so ein 16er Raster. Und dann in der Traumszene, dann ist es sehr... Löst dich ein bisschen auf. Ja, ja, total. Also da wird es sehr viel, viel freier. Und ja, das sieht man ja hier schon auf den Seiten. Im Schlussteil ist wieder, das wird dann wieder zu dem strengen Raster zurückgekehrt. Also das, naja. Das heißt also immer so, wenn es in der realen Welt ist, also dann da hast du da so ein strenges Raster, sage ich jetzt mal. Und in den Traumsequenzen versuchst du das ein bisschen aufzusprengen. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Sieht auch top aus. Bisher, also ja, können wir nur empfehlen. Also haltet mal das Ende des Jahres im Blick für alle, die sich dafür interessieren. Also ja, vielleicht werden wir dich dann einfach, wenn das Comic erscheint, auch nochmal dazu holen. Sicher. Dass wir dann das auch hier nochmal besprechen können. Ja. Das wäre doch mal was, eine Rezension mit dem anwesenden Künstler. Ich kann das. Wir werden dich nicht zerpflücken, keine Angst. Das ist voll Scheiße hier. Nee, also man könnte natürlich auch mal so unter Pseudonym einen Totalverriss schreiben. Ja. Ich mache jetzt auch mal endlich wieder Comics, weil ich ja eine ganze Weile... Ja, ja. Ich werde es wieder mit einer etwas... Wir freuen uns. Stimmt, die Uni hat ja auch wieder was gepostet. Ja, ich mache was mit lesbischen Vampiren. Es hat noch keinen richtigen Namen. Ich wollte gerade schön auf dieses Projekt. Ach so, nein! Und dann kommen die hier mit lesbischen Vampiren. Ach so! Still as gays in Twilight. Nenne es Still as gays in Twilight. Das ja, ist wahrscheinlich. Der perfekte Titel. Also ich arbeite noch ein bisschen dran. Die erste Seite sozusagen kann man jetzt auch schon auf das uni.tumblr.com sehen. Ich weiß gar nicht, welchen Blog ich von euch verlinkt habe, aber notfalls verlinke ich einfach beide. Und noch. Ich mache wieder bei Uni und Al ein bisschen weiter. Genau. Noch mal kurz Zwischenrede. Hast du jetzt, als die Aufnahme an war, den Link zu meinem das gesagt? Ist noch ein. Achso, weil als ich es dir gesagt habe, war nämlich aus. Was, den Link? Ja. Ja. Es wird alles verlinkt. Fügt man noch hinzu. Kriegt man alles hin. Genau. Also wie gesagt, deins sieht richtig klasse aus. Juhu. Ja, ich muss aber natürlich dazu sagen, dass das mit Alban zusammen ist. Wer hat was gemacht? Genau, Alban, wie ist die Arbeitsaufteilung? Alban hat sozusagen vorgezeichnet. Also wir haben darüber geredet, dass ich halt gerne mal wieder eine Geschichte hätte, die etwas locker flockiger ist. Ich mache ja noch nebenher Mondmann. Mondmann findet man auch auf mondmann-comic.tumblr.com. Das ist sehr düster. Also die Geschichte wird sehr politisch und sehr, das zieht mich momentan ein bisschen runter. Es wird so es geht halt um den Aufbau einer Mondbasis und welche politischen Intrigen dahinter stecken und dass sich da Leute, also so Corporations auch dahinter stecken, die das nicht unbedingt toll finden. Und
ich wollte halt mal wieder was total locker-flockiges haben und deswegen mache ich was mit Teenager-Vampiren und es ist großartig. Ivan hat dann eben die Vorzeichnungen gemacht. Er zeichnet ja nicht so gerne Menschen, das heißt einfach so ins Strichmännchen und die Panel-Aufteilung. Ich bin dann drüber gegangen, habe dann sozusagen gesagt, okay, hier, das hier muss größer, das hier muss kleiner, das muss ich anders zeichnen. Ja, dann tusche ich und wir haben dann uns die Farben hat Alban die Flats gemacht und ich habe dann das Shading gemacht. Also, genau, so ist jetzt momentan die Arbeitsaufteilung. Ich weiß nicht, ob das beim richtigen Comic dann so bleibt, weil da habe ich jetzt die kompletten Sachen alleine gezeichnet. Das das Alban mir vorzeichnet, war jetzt mehr so ein Kick-Off, weil sonst hätte ich es nicht gemacht. Okay. Weil sonst wäre es wieder so eine Geschichte. Ich habe 1000 Ideen für Geschichten. Bleib dran. Ja, ich weiß. Ich habe 1000 Ideen für Geschichten und sage, oh, das wäre voll die gute Geschichte. Dann erzähle ich es dem Alban und Alban ist so, boah, das ist voll die gute Geschichte. Schreib die mal auf. Und dann, dann zeichne ich nicht die erste Seite und dann bleibt es halt einfach immer in der Schublade. Ja, aber schreiben wäre doch mal interessant. Würde ich auch mal lesen. Ja, ich schreibe ja auch noch nebenher. Also ich kann hier noch Sachen, So, ja. Ja, aber es ist doch schön, dass es auf jeden Fall mal weitergeht und vor allem wieder eine andere Richtung, so auch optisch ein bisschen. Ja, das ist an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten, ist überhaupt nicht nur mein Problem. Ich muss einfach nur an Projekten arbeiten. Ja, also da werde ich auch weiterhin drauf verlinken. Ja, das würde mich freuen. Und ja klar, also guckt euch das auf jeden Fall an. Da startet gerade was Neues. Hey, und genau. Wie gesagt, Oni und L hast du auch reaktiviert. Da sind jetzt auch ein oder zwei Strips. Zwei neue Strips. Ja, das hat mich besonders gefreut. Der dritte ist in Planung, ne? Ja. Habe ich schon live gesehen. Der dritte ist sogar schon gescannt. Der kommt wahrscheinlich dann heute online. Sehr schön. Also wenn ihr das hört, ist das schon längst online. Voldemort. Das ist Voldemort. Das ist dann nicht. Ich weiß, das ist Voldemort. Das ist dann übrigens mal exklusiv hier in diesem Podcast mal ausgeplaudert, nicht Oni und L, sondern Oni und Feli. Oni und Feli, genau. Naja, Oni und L ist ja eigentlich nur eine Art Arbeitstitel. Ja. Eigentlich hat es ja damit angefangen, dass Alban zeichnet einen Comic, ich zeichne einen Comic und irgendwann wurde es zu einem ich zeichne einen Comic. Alban, willst du überhaupt noch mitmachen? Ich zeichne einen Comic. Alban zeichnet dann mal irgendwas Hingerotztes und ist so, nein, ich will das nicht veröffentlichen. Und ich zeichne einen Comic, ich habe irgendwann keine Lust mehr. Soll ich das jetzt vielleicht Oni und Tumblr? Oni and Friends. Oni und Friends nennen, ja. Nee, das war echt im Gespräch, dass ich das umnenne, weil es einfach mit Oni und Erl war halt so. Ich kenne es halt als mich. Oni und Erl, weil es halt eure Dinge sind, die euch passieren. Genau, eure Leben. Das darf die Oni und Erl erleben, so. Ja, deswegen, also deswegen kann ich jetzt auch wieder vertreten, dass es Oni und Erl weiterhin heißt. Weil ihr halt beide drinnen vorkommt. Das er schon lange nicht mehr mitzeichnet, habe ich ja auch gesehen. Ich kenne ja eure Stile ein bisschen. Ja. Und ihr könnt euch zwar gut imitieren, aber man sieht halt schon. Vor allen Dingen, Albert ist halt immer viel skurriler als ich. Er kann einfach viel mehr dieses What the fuck? Klöten sind der Beweis für die Nicht-Existenz Gottes. Genau. Okay. Zitat Oni und Erl. Ja. Sehr schön. Der dürfte jetzt ungefähr 3 Jahre alt sein oder sowas. Und das sind halt so Dinge, die hat mein Mann gezeichnet. Oder wir bewachen hier die Erdmännchenkolonie. Obwohl, den habe ich gezeichnet, um Himmels Willen. Aber deswegen, das waren einfach so geile Geschichten am Anfang. Und jetzt ist halt so, jetzt zeichne ich schon wieder einen Comic und ich bin's wieder alleine. Ja, müssen wir gucken. Ich bin wieder alleine. Jetzt machen wir jetzt ein bisschen Verwirrung. Ja, jetzt gibt leider es leider weiß ich nicht mehr, wie Tamponmann, was ich gesagt habe. Tamponmann! Aber auf jeden Fall, ja, die Tamponmann-Comics werde ich auch noch starten. Sie werden awesome. Es wird so. Wahrscheinlich wird es aber eine Bild-Comic-Reihe, also Foto-Comics. Ja. Es gibt die, klar, wenn ich für meinen Podcast pluggen darf, dürft ihr auch für eure Comics pluggen, aber uns läuft die Zeit weg. Ja, aber was machst du? Machst du auch einen Comic? Nein, ich kann nicht zeichnen. Ach so. Aber ich will einen, also wahrscheinlich wird es kein Comic, wahrscheinlich wird es so eine Fotopanel-Reihe von Tamponmann. Der super saustarke Superheld. Fotopanel-Reihe von Tamponmann. Ja, kennst du das nicht? Es gab zum Beispiel, das habe ich total gerne. Komisch, das gerade klingt. Es gab so ein Fotocomic zum Beispiel von jemandem, der hatte eine Predator und eine Alien-Figur. Und am Anfang hat er halt immer nur Fotos gemacht, wo die in irgendwelchen Posen zusammen chillen und hat so Sprechblasen Photoshopped. Ja. Also der hat nicht gezeichnet, der hat Fotos von denen gemacht und die dann einfach
online gestellt. Das ist großartig, wie sie sich unterhalten. Mit diesen erleuchteten Worten kommen wir zum Ende einer langen Reise. Durch und durch anarchistischen Folge mit Pampon-Mann, die ich super geordnet und, habe. Ja, und mit Anschreiereien. Ja, er ist keine Ratte. Er ist definitiv sowas von eine Ratte. Ich will das auch. Und mit viel zu wenigen klassischen Cartoons, die wir eigentlich vorhatten. Aber naja, egal. Hier ist so eine Riesenliste. Darf ich kurz vorstellen? Cow and Chicken, Venture Brothers, Powerpuff Girls, Foster Home for Imaginary Friends. Ja, gut, das haben wir gefällt. Sprich doch nicht zu schnell. Hey Arnold, Doug und die Wochenendkids und Disney's große Pause und. Dschungelkids. Beast Wars, Transformers, Modern Meets the Eye. He-Man, Marshall Brewster. Es bluten die Ohren. Disney-Klasse-Cartoons. So, das erwartet Warner euch. Warner Brothers. Die Animaniacs. Ja, nicht zu vergessen. Das erwartet euch irgendwann mal, wenn wir das Thema wieder aufgreifen. Hoffentlich. Und dann reden wir aber wirklich nur über die Klasse-Cartoons. Und, Wollen wir noch kurz über meine Pizza reden? Ja, bitte. What the fuck? Es hat komische Dinge auf Onis Pizza. Ich kann sie nicht identifizieren. Muscheln. Und es ist gut, dass ihr nicht sehen könnt, was es ist. Es sind keine Muscheln. Ich glaube, das sind Auberginenstücke. Die sieht aus, als wäre da drauf was explodiert. Ja. Man darf ja eigentlich während der Comic-Cookies auch nur Cookies. Aber egal. Es gibt Cookie-Burger. Es ist jetzt ein Double-Meat-Burger. Ja, ich habe schon gesehen. Double, ja. Also. Ja, wir hören überhaupt nicht mehr auf. Ich bedanke mich. Twitter bestaunen, den ja. Double Meat Burger. Den Double, na, den, ich hatte vorhin nur den einfachen. Vielleicht mache ich gleich nochmal ein Foto von dem Double. Wir bedanken uns auch. Nein. Genau, also, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es doch in die Kommentare. Oh Gott. Und eine süße YouTube-Tussi hier. So, ich bedanke mich. Die Dame muss man aber zuerst nehmen, obwohl ich keine sehe. Feli, vielen Dank. Ja, die Ratten sagen, ganz schön. Wer Ratten mag, kann keine Dame sein. So, nein, und ich bin eine Königin. So. Dankeschön. Die Königin der Ratten. Und ja, cool. Vielen Dank an die Königin der Ratten, Feli. Und vielen Dank an Moritz, dass er uns von seinem Projekt berichtet hat. Ja, bitteschön. Wo wir jetzt viel Glück wünschen und viel Erfolg. Und wie gesagt, wir sprechen uns Ende des Jahres wieder. Bedanke mich natürlich auch bei der pizzaessenden Uni. Nom. Die Pizza sehr genießt, offensichtlich. Die ist viel zu ungleichmäßig belegt, dass das. Es ist explodiert. Und ich bedanke mich bei euch, lieben Hörern, wie immer für die Aufmerksamkeit. Bist du meine Pizza ordnen? Und verlasse. Verlasse. Ich bin hier völlig durcheinander. Anarchie. Und entlasse euch in die Nacht oder wann immer ihr das gerade hört. Und, ciao, ciao. Bye, bye. Wir sagen jetzt alle mal Tschüss. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.